Like me, used to violation, low vacation, used to fornication. Call my phone. Innovation, space to a photo on a space station. Photo on time, photo on a daily. Warum bin ich pink? Warum bin ich pink? Why? I am pink. Meine Fresse, wird das jetzt anstrengend und los, Mannschaft. Ich weiß nicht, ob ich online bin. Ich bin online. Freunde, das könnte sehr lost werden. Lol, was ist denn hier los? Das könnte sehr... Bin ich online? Ja. Das könnte sehr lost werden. Ich mach mal kurz eine Instagram-Story. Ich mach mal ganz kurz eine Instagram... Ey, Chat, ich weiß nicht, wie ich das... Was ist das eigentlich für eine coole Turnierseite? Kann mir das mal einer erklären? Kann mir das mal einer erklären? Also, ich mach kurz eine Instagram-Story. Hä? Achso. Freunde, wir sind online. Und es geht los. Der erste Illegaler Cup ist am Start. Perfekt, verdrückt. Ne, okay, ja. Was ist das bitte für eine extrem gruselige Seite? Kann mir das jemand erklären? 2000 Euro, was? Digga, was war das denn? Was war das denn für eine Story? Wartet. Viele denken, ich komme erst um 22 Uhr online, weil sie nicht auf Instagram aktiv sind. Warte mal. 2000 Euro Illegaler Cup ist online. 2000 Euro Illegaler Cup ist online. Könnte sehr lost werden. Könnte sehr lost. Wo ist meine Schrift? Könnte sehr... Hä? Guckt's euch an! Guckt's euch an! Ich schreibe, ihr seht es, aber es passiert nichts. Ey, sag mir jetzt nicht, ich muss das alles nochmal neu machen. Das war so eine gute Instagram-Story. Okay, wir halten uns bedeckt. Wir halten uns bedeckt, wir halten uns bedeckt. Ich spiele übrigens nicht mit, falls es irgendjemand gedacht hat. Ich spiele nicht mit. Ich bin heute Trimax sozusagen. Amar, das bin ich heute. Ich kann den Chat. Was ist mit dem Chat? Schon 4000 Leute hier. Pascal und 5 Euro. Hey Eli, liebe Grüße. War echt sagen, feier dich mega. Lach mich jedes Mal kaputt. Bleib wie du bist. Wünsche dir viel Erfolg bei allen. Mach weiter so. Cool, geht raus, Pascal. Vielen lieben Dank für den Fünfer, my friend. Und danke an alle. Lasst mal hier gerne alle ein Like auf das Siebener, Freunde. Heute wird es ein super interessanter Stream. Ich weiß nicht, wie ich kann es nicht einschätzen, wie das so laufen wird. Lasst mich jetzt kurz mal meine Instagram-Story machen. Geht mir nicht auf die Klöten. So, kurz mal nicht spenden. Edi, nee, warte. Okay. 2000 Euro. 2000 Euro Illegaler Cup ist online. So, zack, könnte sehr lost werden. Okay, 2000 Euro Illegaler Cup ist online, könnte sehr lost werden. Und jetzt habe ich vergessen, egal. Also Freunde, ich erzähle euch jetzt mal so im Hintergrund, was passiert. Um 22 Uhr sollen die ganzen Knechtkinder sich eigentlich einladen. Ich zeige euch gleich mal das Teilnehmerfeld. Das ist eine Mischung aus Content-Creatern, E-Sportlern, und der Community. Also ich habe auch welche eingeladen von euch, die noch nie in meinem Leben so gar nichts mit denen zu tun habe. Es ist eine wilde Mischung und es wird jetzt wahrscheinlich jeden Dienstag ungefähr so ein Turnier hier kommen. Oder ich versuche es jeden Dienstag zu machen. Die Preisgelder sind immer sehr, sehr dick, Freunde. Ich bin noch am Überlegen. Weil es sieht danach aus, als wenn Illegaler eine zweite PlayStation 5 bekommt. Ich bin am Überlegen, so nächste Woche so ein Ding zu machen, so der Gewinner kriegt eine PlayStation 5 zum Beispiel. So eine Dinge. Also es sind immer sehr, sehr, sehr dicke Preise am Start und auch immer cooles Teilnehmerfeld. Ich werde auch nicht immer nur E-Sportler nehmen, ich nehme manchmal auch nur die Community, dafür dann viel mehr Leute, so 128 oder so. Oder 200 noch was, das geht da relativ schnell, wenn die alle rausfliegen. Und was noch? Was soll ich noch sagen? Ach ja, ich werde auch manchmal so ein YouTuber-Turnier machen oder so ein Noob-Turnier sozusagen, was Trimax mal gemacht hat mit
anderen Content-Creatern werde ich mit FIFA versuchen. Wäre halt lustig, ich weiß nicht, ob Trimax sowas mitmacht, aber so Trimax mit einem reinzustecken, mit so ganz vielen Leuten, die kein FIFA spielen können oder nicht so gut sind und der Gewinner kriegt 2000 Euro oder so, auch lustig. Mit Amar, Trimax und unsympathisch sowas. Bunker zu, ich mach den Bunker zu, ich kann nichts lesen. Es sind jetzt schon 6000 Leute am Start nach 5 Minuten. Alter Schwede. Lasst gerne alle ein Like auf den Stream da, Freunde. Heute, ich bin gespannt, wie ihr das so annimmt. Ich habe übertrieben Lust drauf. Ich werde auch sowas machen wie nur. Ich werde auch sowas machen wie nur E-Sport normal. Weil ihr könnt heute auch wirklich was lernen. Also es machen übertrieben gute heute mit. Umut macht mit. Eidos macht mit, also E-Sportler von Dortmund, E-Sportler von Leipzig, Sydney macht auch mit. Ich habe das Teilnehmer... Ich zeige euch mal das Teilnehmerfeld, warte mal. Also, das ist die Seite, Illegaler Cup 1. Guck, nächste Woche ist schon der Illegaler Cup 2 und am 24. der Illegaler Cup 3. Also es soll eine Serie werden, Freunde. Ich hoffe deswegen, das kommt gut an. Mal sehen, wir machen uns da keinen Stress. Alle sind eingecheckt. So, Turnierbaum. Ich weiß, Turnier, es wurde noch nicht ich habe auch nichts damit zu tun, ne? Ich weiß nicht. Ich habe das alles nicht gemacht. Also ich habe, die Seite kostet übrigens Kohle ohne Ende, Freunde. Das ist meine eigene Seite. Die habe ich selber mit meinem Management zusammen gemacht. Hat eine Stange Geld gekostet, das kann ich euch sagen. Ach so. Das ganze Ding hier ist gepartnert von Level Up natürlich, Freunde. Habt ihr hier schon gesehen. Ist nicht immer Level Up. Mal sind es andere. Level Up sind jetzt Ehrenmänner. Das heißt, die stellen das Geld zur Verfügung für den Gewinner. Der Gewinner kriegt 1250 Euro. Das ist schon viel Geld für ein FIFA-Turnier. Also einfach so. Der zweite kriegt 500 Euro. Das ist auch gut. Dann kann er sich eine PlayStation 4 damit kaufen. 5, perfekt. Oder eine 4 kann er sich auch holen, wenn er will. Ist mir eigentlich scheißegal. Und der dritte kriegt 250 Euro. Wir werden das aber, ich kann halt machen, was ich will, Freunde, das ist das Gute bei eigenen Turnieren. Ich könnte auch machen, dass nur der Erste zum Beispiel mal 2000 Euro bekommt. Sowas könnte ich auch machen. Oder, weiß nicht. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will, ne? Also ist ganz witzig. Ihr habt Content, ihr könnt da was lernen. Das Teilnehmer, ich weiß, das soll jetzt hier ausgelost werden. Ich habe ein paar Leute ausgesucht, die mitmachen, sowas wie Sydney, Willi, Eldos, Erne macht auch mit, Freunde. Die streamen auch alle auf Twitch. Also ich habe denen gesagt, die meisten sollen auf Twitch streamen. Ach so. Hier Sydney streamt, Erne streamt, Willi streamt, Hasso streamt das, Eldos streamt das, Umut streamt das, Pipe Crew streamt das, Black Legend streamt das. Wir gehen dann immer rein bei denen und gucken uns das dann an. Also wirklich, wie so, Sydney soll dann diesen scheiß Chat hier wegmachen, aber das macht er, glaube ich, dann. Das sieht dann, das wird dann wie so eine, wie heißt's? Meine Fresse. Wie eine Viewing-Party-Dings da. Wer sind die Teilnehmer? Ich zeig sie euch gleich. Marvin, dankeschön für deinen Sub. Und, River mit einem VIP-Sub, danke dir auch für deinen Sub. Mach es wie Trimax. Ja, wir machen es so, ungefähr. Und falls jemand streamt, ach, das ist gerade sein aktueller Stream, ist der Lost? Falls jemand streamt, der, hier zum Beispiel, nee. Danke. Falls jemand streamt oder weiter ist, nee, warte mal. Falls jemand weitergekommen ist, der nicht streamt, der muss mir Shareplay-Einladung senden. Also, ich hoffe, dass irgendjemand ins Finale kommt, der streamt. Aber es wird, denke ich, passieren, Freunde. Wir haben so, ach, Kai streamt auch. Wir haben so viele immer so geschrieben, ja, bla, ich will auch mitmachen, ich will auch mitmachen. Ohne zu übertreiben jetzt, mir hat die Hälfte der deutschen Community, ne, warte mal, mir hat die Hälfte der deutschen E-Sport-Szene geschrieben, weil alle wollen Training, das ist ja ein Trainingsturnier, und du kannst halt krasse Preise gewinnen. Und wir haben so viele E-Sportler geschrieben, auch international, Freunde. Wir haben E-Sportler von Ajax geschrieben, mir hat dieser Test geschrieben, den kennen wahrscheinlich viele. Der war FIFA 17, das war, glaube ich, der erste, der jemals so ein FIFA 17, also seitdem es so Food Champions und so gibt, ein Turnier gewonnen hat. Wir haben so krass viele geschrieben. Ich denke, dass sich das irgendwann so weit entwickeln wird, dass da auch richtig große Namen mitmachen. Mo hätte auch mitgemacht, aber er hat irgendwas anderes. Er wollte mitmachen, aber er muss irgendwas mit Fokus machen. Frag mich nicht. Mach mehrere Tabs. Ach so. Stimmt.
Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Warte, ich habe hier richtige Probleme, ne? Ihr merkt es, Chat, ich muss das erstmal hinbekommen. Also hier ist Ernie. Hier ist Sydney. Hier ist, hoffentlich kriegt es mein Internet hin. Ernie, Sydney, Willi. Ich kann aber nicht jeden. Ernie, Sydney, Willi. 22 Uhr sollen die sich einladen. Hasso. Digga, ich fühl mich wie Trimax. Ich fühl mich wie Trimax. Ich bin der Allerechte. Ich bin der Allerechte. Ein Land? Ich fühl mich wie Trimax. Elders, E-Sportler von Leid. Oh, krieg grad 5-1 auf die Mütze von Umut. Aber Umut ist auch ein Öler. Mein persönlicher Favorit ist, denke ich, auch Umut. Ich glaube, Umut wird das Ding hier gewinnen. Seht ihr überhaupt, was ich gerade mache? Ihr seht gar nicht, was ich mache. Ich bin Trimax, Chat. Ich war gerade Trimax. Ich öffne hier alles gerade wie ein Weltmeister. Guck mal. In meinen Augen ist der Öler der Favorit. 29-1. Der hat jedes Spiel gewonnen, Chat. Ich muss mal meine Cam woanders dann hinmachen, ne? Warte mal, ne. Wenn ich so hier mache, dann muss ich meine Cam woanders hinmachen. Das ist korrekt. Wo mache ich aber meine Cam hin? Egal, so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Chat. Ey, das wird so hektisch. Es wird so hektisch. Ich weiß nicht, was hier. Warte mal, Timmer. Also hier, zack, zack. Wir sind auch schon 11.000 Zuschauer nach 10 Minuten, Digga. Micha, darfst du auch gerne folgen. Ich mache euch alle, ich gucke mir euch alle an. Ich habe hier gerade technische Schwierigkeiten. Nee, ich muss mir erstmal das Bracket angucken. Ich muss mir mal kurz das Bracket angucken, Chat. Wieso habe ich überhaupt meine PlayStation angemacht? Ach ja, ich wollte euch zeigen. Also. Platz 1 der Welt, wenn es anders ist, der sollte eigentlich auch mitmachen, aber der hat es dann auch nicht geschafft. Warte mal. Food Champions. Bestenliste. Top 200. Da, nee, warte mal. Im Monat. Im Monat? Wer ist denn im Monat Erster? Meine Fresse. Hä? Achso. Hier. Platz 1 im... Er sollte eigentlich mitmachen. Der beste Spieler momentan auf der PlayStation. Umut... Eldos macht... Ach, Eldos ist laut Statistik der Beste. Eldos ist Platz 13 der Welt, Freunde, im Monat Oktober. Der macht auch mit hier. Eldos und Umo sind eigentlich auch meine beiden Favoriten, um ehrlich zu sein. Das hier ist Mo, der ist Platz 17. Wie gesagt, ich zeige euch mal das Teilnehmerfeld an alle Neuen. Ganz kurz, Chat. Lasst gerne alle ein Like auf den Stream da. Ich mache mal meine PlayStation aus. Ich hoffe, ich kriege das hin, ey. Ich spiele nicht mit, ich caste das Ding nur. Und ich denke, das ist eine geile... Das ist anscheinend noch nicht gelost worden, wer gegen wen spielt. Es ist ausgelost worden, wer gegen wen spielt. Warte, epische Musik. Epische Musik. Gegen wen spielt Sydney? Das wäre so lustig, wenn Sydney so einen Umut raushaut, wo es um 2000 Euro geht. Das wäre so geil, wenn er so richtig ekelhaft spielen würde. Ich habe Willi auch gesagt, der Mann soll nicht den Helden spielen. Willi soll nicht den Helden spielen, der soll einfach sein Ding machen. Chat. Umut gegen Woody. Hasso gegen Boya. Jankos gegen Lenny. Wie gesagt, ein paar kenne ich auch nicht, Freunde. Ihr könntet theoretisch da auch mitspielen. Es tut mir auch leid, wenn welche nicht genommen worden sind, aber ihr habt nächste Woche auch die Chance. Spani gegen Luigi. Das wird haarig. Sydney gegen Filippo, 1-0-4. Eisvogel gegen SVW Division, okay. Erne gegen Vipes, kennen. Pipeco gegen Fetze, das sind zwei E-Sportler. Dibu gegen Kai, oh. Elders gegen Ayub. Sis, ja, perfekt, gegen Black Legend. Andi gegen Micha. Alles Gute, Micha. Viel Spaß, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Mernschke gegen... Das ist Stylo. Ohne Sinn, dass er sich so genannt hat. Das hier ist Stylo, Freunde. Willi gegen Freaks Nyan. Das heißt, er würde... Junge. Max gegen Aswa Jeffrey und Götzeri gegen MW3. Ich bin gespannt, wie die Knechte performt, Chat. Guck mal, die gucken jetzt schon nach, ob die in der Liste drin sind und so. Also. Ich mach mal hier den Chat auf, Freunde. So, jetzt kann ich den Chat lesen. Perfekt. Micha Dibu vs. Kai, auch krasser.
Willi dann gegen Stylo. Willi muss dann gegen Stylo spielen. Wir werden bei jedem immer so reingucken, Freunde. Soll ich mal Sydney kurz anrufen im Discord? Ich rufe ihn mal kurz an. Ich will wissen, was der Mann sagt. Spielt Pummelparty. Hallo? Eli Gena. Hi. Hast du deinen ersten Gegner schon gesehen? Erstens. Warte mal. Sag nicht E-Sportler. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist kein E-Sportler. Junge, Problem ist, zweite Runde gegen Hasso, Mann. Echt? Wenn ich weiterkomme. Ja, okay, und Digga. Es sind ja auch nur 32 Teilnehmer. Was erwartest du? Hasso hat mich gestern noch gecoacht. Der weiß ganz genau, wie ich spiele. Ja, aber du musst frech sein, Sydney. Du musst doch einfach mal frech spielen, Junge. Es geht hier um 2000 Euro. Spielt Prones auch mal mit? Bestimmt, Freunde. Das ist das erste Turnier, das fängt jetzt erst alles an. Ich dachte, du fährst das Ding mit RTG nach Hause. Nee, nee. Willi gegen Stylo und eine 7,5er. Warte, gegen wen spielt denn Willi? Als ob Willi. Kennt gegen... auch nicht. Ich kann auch nicht den, gegen den er spielen könnte. Wie gesagt, Micha spielt gegen Andy Gube. Das ist ein E-Sportler. Ja. Raffi, danke schön für den Reset in 2 Monaten. Also, falls. Das ist alles random gewesen, oder was? Ich hab da nicht meine Finger im Spiel gehabt, ne? Ja. Ey, wirklich nicht. Real talk nicht. Ich weiß nicht, was abgeht, ne? Ich meine, ich hab ein paar Namen durchgegeben, aber das war's. Ach so. Der Name war zu billig mit einem Sub. Dankeschön für deinen Sub. Danke an alle Follows, die reinkommen, Freunde. Tut mir leid, wenn es gerade ein bisschen hektisch ist. Ich kann während die Spiel besser auf alles eingehen. Ich fühle mich wie Trimax, Sydney. Ich sehe, ich habe hier oben 500 Tabs cool. offen. Ich habe 500 Tabs offen. Ja. Zeig mir dein Team. Ach, RTG. Spielst du mit RTG? Als auch. Willi könnte gegen Cell. Ich? Nein, aber du bist gerade im RTG-Team. Ja, ich mach gerade das Team. Guck mal, warte. Willi guckt gerade mein Stream und ich guck sein Stream. Perfekt. Hasso? Hasso, du musst dann gegen Sydney spielen, ne? Das wäre aber geil. Jo, perfekt. Machst du? Ja, okay. Das wäre cool. Ey, du hast... darauf rumzupicken. 1000, Freunde, es geht hier um 2000 Euro. Ach so. Der Gewinner kriegt. Eli, komm, rück raus mit der Sprache. Ich hab grad 8 im Kopf. Der Gewinner kriegt 1250 Euro. Hier, der Gewinner kriegt 1250 Euro. Der zweite Platz kriegt 500 Euro. Der dritte Platz kriegt 250 Euro. Das heißt, der erste, da ist schon das Coolste so. Und das ist auch echt eine Menge Kohle. Der zweite kann sich eine PS4 kaufen gehen. Und der dritte kann sich... Ne, eine PS5 meine ich. Jo, perfekt. Ab 22 Uhr können die starten. Eli, sag das mal laut, dass die sich erden sollen, etc. 22, jo, also an alle, um 22 Uhr könnt ihr euch einladen. Das ist das, das ist das erste Turnier, Freunde. Wir werden bei jedem reingehen. Ich bin gespannt, wie die alle so spielen werden. Ich muss meine Cam halt woanders hinstellen. Wartet mal. Da muss ich das hier ausmachen. Facecam A weg. Abo-Counter auch weg. Wo ist Abo-Counter? Abo-Counter auch weg. Wo soll ich meine Cam hinmachen, Chat? Hier unten? Hier, ne? Ich bin gespannt. Wer ist denn euer Favorit, Chat? Wer ist euer Favorit? Sydney, Ami. Sydney. Wenn ich Hasso rauskicke, dann ist die freie Bahn. Ja, Umut, Digga. Umut ist der größte Öler. Umut, ich glaube auch Umut. Rechts unten, maybe? Ja, ich habe rechts unten. Und mein Ziel war Viertelfinale. Dafür muss ich 2 Runden gewinnen. Mann, Junge. Hasso macht einen Strich durch die Rechnung. Nein, du hast gestern gegen Lost voll gut gespielt. Entspann dich doch mal, Sydney. Entspann dich doch mal. Ich habe doch gestern schon ein Turnier mitgespielt. Robin und die waren super. Ja, Sydney hat gestern auch ein Turnier, aber heute geht es um ein bisschen mehr Kohle. Aber an sich, soll ich dir mal was sagen? Die anderen Cups, da machen voll viele E-Sportler mit. Wir haben, Freunde, ihr könnt, meine DMs waren full mit E-Sportlern. Die wollten alle mitmachen. Und ich habe nur so 9 E-Sportler oder so gelassen. 9 oder 10. Das ist nämlich lustig, weil die anderen sind auch nicht schlecht, die ich eingeladen habe. So, nee, Sydney, Willi, die sind ja nicht kacke. Und die können auch gewinnen. Das ist halt das Gute. Micha 400er Quote. Gegen Erne oder so wäre cool. Ja, wird doch. Guck mal kurz, RTG-Team. Guck mal kurz rein. Ja, ich sehe es. Sieht sehr gut aus. Gut, ne? Ja. Digga, auf einmal haben wir das größte Schwitzer-Team. Und wir können Material easy holen, ne? Wir haben echt ein ganz schönes Öler-Team. Wir haben noch 80k, wir kriegen Rewards, dann können wir Material holen. Willi? Ja. Willi. Ich bin, Freunde, es tut mir leid, ich muss hier erstmal alle auf. Ich kann auch nicht von jedem das leider aufmachen. Nee, okay. Ruft mich an. Jetzt in Main Account rein.
Auf geht's. Hallo? Weiter. Hallo? Ah, ja. Und wir haben noch Bonus. Der, der oben steht, der musst du einladen, oder? Ja, eigentlich ist es scheißegal, ihr könnt euch einfach einladen. Wer zuerst einlädt, ist es scheißegal. Wir sind ja nicht bei EA Sports. Ja, okay, easy. Alles okay, klar. Ciao. Ja, alles klar, ciao. Ciao. Okay, erstes Spiel, Freunde. Wir gucken mal bei jedem rein, ihr müsst mir auch mal so sagen, so wie die anderen immer so, wie es bei den anderen steht. Ich muss kurz gucken, wie mein Gegner heißt, Chat. Welches Spiel wollt ihr sehen, Chat? Das erste Spiel, bei wem? Ja, Sydney, dann stumm mich hier im Discord, ne? Oder dich, ja, besser gesagt. Devil. Trimax Favorit, mies cool. Gibt es. Es macht aber auch wirklich Spaß, Freunde, weil ich kann jetzt mit euch reden. Sydney. Okay, wir gucken dann bei Sydney und Willi dann erstmal. Kai mache ich hier erstmal noch rein. Also wir haben hier Kai. Spielen die schon? Ach guck mal, die spielen auch schon. Ich bin der Caster. Ich caste das. Guckt, Freunde, ich caste dieses Turnier. Der Mann hat 29-1 geholt. Also er kann auch was. Kai, Freunde, müsst ihr wissen, was mich auch freuen würde, ist, wenn ihr immer so rübergehen würdet zu allen und da ein bisschen Follower da lässt. Hier Kai, 58 Zuschauer. Ach so. Könnt da ja mal rübergehen, kurz ein Follow da reindrücken. Könnt ihr gerne ein Like da lassen. 5000 Likes nach 20 Minuten. 18.000 Zuschauer. Freunde, lasst gerne alle ein Follow da auf diesem Kanal. Unterstützt die anderen. Wir gucken mal durch. Blacky hat jetzt jemanden eingeladen. Umut spielt auch schon. Umut führt auch schon 1-0. Perfekt. Kai führt jetzt auch 1-0. Sydney. Ihr wolltet Sydney sehen, ne? Dann muss ich meine Cam wieder woanders hin machen. Ist voll anstrengend so zu casten. Hilfe. Wo ist meine Cam? Also hier. Bei Sydney kann ich dann unten links. Wir machen einfach unten links. Ist ein guter Spot-Chat. Ja, zeig doch mal dein Team, Junge. Zeig doch mal, was will der Knecht? Erne geht jetzt los. Erne-Spiel geht jetzt auch los. Das ist halt die erste Runde, Chat. Also an alle Neuen, ich veranstalte ein Turnier, wo ihr, wo der Gewinner 2000, es geht um 2000 Euro insgesamt. Ist mein erstes Mal, nur Homo. Und ich bin gespannt, wer das Ding hier machen wird, Chat. Der startet seine Playstation, oder will der Knecht mich verarschen? Wir gehen mal dann so lange zu Erne rüber. Musik ist ein bisschen so, ne? Das ganze Ding hier ist gesponsert von Level Up, Freunde. Moin, moin, Meister, meine aktiven Freunde, moin. Cam links oben. Ich habe jetzt links unten gemacht, ist auch okay, oder? Debo streamt auf YouTube. Ach, er streamt auf YouTube, okay. Ich kann aber nicht, Freunde, beim ersten kann ich nicht jeden... Beim ersten kann ich nicht... Bei der ersten Runde kann ich mir nicht jedes Spiel angucken. Was ich euch sagen kann, es sind hier sehr, sehr krasse Spieler dabei. Ihr könnt was lernen. Am Anfang habe ich viele von der Community, habe ich die Möglichkeit gegeben mitzumachen. Klar, es haben sich sehr viele angemeldet. Und das ist auch sehr unwahrscheinlich teilzunehmen, aber mir war das wichtig, euch auch eine Chance zu geben. Es ist kein reines E-Sportler-Turnier. Aber umso weiter es geht, machen so 10 E-Sportler ungefähr mit, 10, 15 Stück. Ab der zweiten Runde wird es spannend, ja, ja. Ja, es ist auch übrigens Best of One nur, Best of One. Könnt ihr mal so einen Befehl machen? Woher habt ihr Kräuf? Den haben wir gezogen, Sydney hat den gezogen. Für den Cup, Dankeschön. Bunker ist zu, ja, der Bunker ist zu, Freunde. 21.000 Zuschauer, Dankeschön für den Support, Freunde. Lasst ihr auch gerne alle einen Follow da. Bruno Max mit 2 Euro, wuselig wie ein Kugelschiff, wird das Turnier für Xbox auch geben. Nein, aber ich werde, Freunde, ich werde manchmal auch Silberturniere veranstalten und so. Das wird jetzt hier wirklich ganz, das wird ganz lange jetzt bestehen bleiben. Das soll eine Serie werden. Ich werde Silberteams bauen. Das heißt, so die Leute, die können mal zu einem Kumpel fahren und von dort aus dann mit einem Silberteam spielen, der eine Playstation hat. Also jetzt kann jeder mit seinem Main-Team mitmachen und Erne führt 1-0. Erne hat mich angerufen, er so, ja, machen da viele E-Sportler mit, bla bla bla. Aber er hat übrigens Geburtstag um 0 Uhr, Chat. Erne hat heute, nachher um 0 Uhr Geburtstag. Fühl das, Dankeschön, es wird spannend, ja, ja. Kannst du bitte Erne laut schalten? Das Problem ist, die hören Musik und wir sind ja auf YouTube. Hallo, wieso wechselt der so behindert? Wisst ihr, was ich meine?
Wenn die keine Copyright-Musik-Dings haben, dann geht's. Hilfe, wird schwitzig, ja. Okay, ich glaube, Erne wird das Spiel aber gewinnen. Sydney ist immer noch nicht im Spiel. Willi ist auch noch nicht im Spiel. Genau wegen solchen Knechten wird es länger dauern. Hast du noch 0-0? Hast du 1-0? Perfekt. Hast du 1-0? Kai für 2-0. Sehr souverän. Umut auch 1-0. Aber er spielt gegen Philipp Lahm, Ronaldo. Warum ist Umut so nah an der, am Dings dran, der Öler? Er sagt auch nichts. Elfmeter, Umut, Elfmeter. Freunde, er ist der haushohe Favorit. Er ist Platz 18 oder so in der Weltrangliste. Er hat nicht ein Spiel verloren in FIFA 21 in der Weekend League. Er hat alles gewonnen. Aber wenn wir die Geller Cup, da gehen noch mal die Nerven durch, Freunde. Wenn wir die Geller Cup, gehen noch mal die Nerven durch. Wenn es um 1250 Euro geht. Oh. Ja, cool. Freunde, geht da auch immer gerne rüber und Mods haut mal die Links von denen rein. Supportet alles mal hier ein bisschen. Blackie führt 1-0. Okay. Könnt ihr auch mal so immer, Mods haut mal von allen die Dinger hier rein. Wahnsinnige Freundin bist du, warum? Es ist Edis, unser Lieblingsmoderator. Eldos 1-1. Also würde mich freuen, wenn ihr hier auch die anderen Jungs unterstützt, Freunde. Klar, es ist auch cool für die, aber ich tue denen gerne alle was Gutes. Blackie ist auch sehr gut, Freunde. Der Mann holt immer so zwischen 27 und 30 Siegen. Also auch Top 100 Spieler. Da ist Louis Scorpion. Sehr gut, Freunde. Wenn ihr alle Follows reinbekommen, freut mich. Sehr starke Community. Kai ist, glaube ich, da ist es am meisten. Ne? Kai hat bis jetzt... Die müssen halt weit kommen. Wenn sie weit kommen, dann wird es was. Ist auch gutes Training für alle. Umu 2-0. Digga, kann Sydney mal jetzt... Oh, Sydney spielt, Freunde. Sydney ist so nervös. Ich sag's euch, er ist nervös. Ich habe ihn heute getroffen. Sydney und Willi spielen, okay. Digga, wie alle sweaten. Es geht da auch um 2000 Euro, mein Freund. Der Gewinner kriegt 2000 Euro. Lugral, Sohn, Siegbar, DH, Lon, alle mit einem Follow. Chin mit einem Sub. Dankeschön für die Subs und Follows, Freunde. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne reinstellen. Sid ist verwudelt. Die Leute, die hier mitmachen, sind alle mindestens Elite 1 Öler. Nein, das stimmt nicht, Erich Austria. Das ist nicht wahr, mein Freund. Es sind ungefähr 15 Leute Elite 1 Öler. Oder, ja, okay, doch, es sind 20 Leute Elite 1 Öler. Aber ich habe 12 Leute aus der Community einfach so ausgewählt, random. Also, Real Talk, es kann jeder sein. 23.000 Zuschauer, ja, Dankeschön für den Support, Freunde. Vielen lieben Dank, ihr könnt gerne 10.000 Likes da lassen. Ich habe auch schon damit gerechnet, dass ihr das feiert. Weil die meisten mögen es ja, wenn ich so ein bisschen laber. Und ich kann auf den Chat eingehen, ich kann sehr viel mit euch interagieren. Es sind gerade die ersten Runden, das Best of One. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut rein. Ehrlich, Edi Geller hat mehr Preisgeld gemacht als EA. Freunde, soll ich mal was sagen? Das Turnier ist ja von Level Up gesponsert und wir haben mehrere Sponsoren, ist das Geile. Aber du darfst maximal nur um 2000 Euro spielen. Also ich habe das Maximum gemacht. Oh, fast geht hier Friede in Führung. Wenn Friede gewinnt, muss er gegen Hasso spielen. Du darfst, EA gibt vor, nicht mehr als 2000 Euro Preisgeld zu... Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Sydney, Digga, was war das denn? Okay. Checke zwar nicht, aber find's cool, ja. Kai führt einfach 2-0 gegen Divo. Echt? Kai auch super Spieler, Freunde. Divo streamt auf YouTube. Divo streamt auf YouTube-Chat. 24.100 Zuschauer, was ist denn das für ein Knecht? Warum hat der 24.000 Zuschauer? Divo. 600 Zuschauer, war auch stark. Ja, ist halt Best of 1, Freunde. Und ich sag ehrlich, Divo, Kai, das ist schon hartes Matchmaking. Auf jeden Fall. Aber wir machen auch fast nur gute Spieler mit zum größten Teil. Ja. Kai GG, 29-1 hat der Mann geholt. Blackie. Ja, Umut, guckt euch den Öler doch mal an. Er ist nicht in der Kamera drin. Der Knecht hat von 120 Spielen 119 Spiele gewonnen und die eine Niederlage war ein verkackter Disconnect. Sein Team heißt Sujuk United. Er ist E-Sportler bei
bei hier, bei Leipzig. Digga, wenn du gegen sein Team, stellt euch mal vor, Freunde, ihr gebt ein, ihr denkt euch nichts Schlimmes. Samstagabend. Ihr hattet Stress mit eurer Freundin, ihr wollt ein bisschen spielen, ein bisschen WL spielen. Dann kommt euch so ein Hullet entgegen, so ein Pelé euch entgegen. Ihr denkt, oh, Sucuk United, scheiße, ein türkischer Schwitzer. Gibt ein bei Foodwits seine ID und seht, einfach so von 120 Spielen 119 gewonnen. Er war, glaube ich, dreimal oder so Platz 1 letztes Jahr im Monat. Ja. Geile Action hier, dankeschön, Fuki. Du kannst auch mal mitmachen, wenn du willst. Du warst aber einer der wenigen, die mich nicht gefragt haben, muss ich sagen. Mich haben so viele gefragt in der deutschen Community. Real Talk, ich glaube, fast jeder E-Sportler in Deutschland, der heute nicht mitgemacht hat, hat mich gefragt, ne? Bei, der nicht mitgemacht hat bei der VBL. Aber ich konnte, ich meine, mir waren die Hände gebunden. Ich konnte nicht so, ich wollte nicht ein reines E-Sport-Turnier machen. Sydney 1-0. Willi Wilson 2-0, Chat. Willi Wilson 2-0. Willi Wilson hier 2-0. Ich hoffe, die spielen nachher gegen E-Sportler. Das wäre so geil. Schöne Atmosphäre hier. Ja, danke schön, mein Freund. René führt auch 2-0. Sydney führt 1-0. Willi 2-0. Hasso führt 3-1. Und sein Gegner drückt Stopp. Wird es jetzt hier ein Rage Quit oder was von Boja? Das hier ist das Matchmaking, Freunde. Also das ist die Liste. Wir gucken uns nachher an, okay? 3-1, Kai 2-0, Umut 4-0. Chat, habe ich irgendjemanden? Pipe Crew, wo ist denn Pipe Crew? Tut mir leid an alle, aber es sind, ich kann auch nicht hier 18 Streams aufhaben. Niki Luigi auch, Freunde, der macht auch mit. Der Mann macht auch mit. Hat er schon gespielt? Warte kurz. Wenn es Probleme gibt, müsst ihr in Dings da reinschreiben. Haben die noch nicht angefangen zu spielen? Sind die Teilnehmer glitschig? Ja. Freunde, der Mann ist E-Sportler bei Leno E-Sports jetzt. Der hat eine Krankheit. Der hat Glasknochen. Aber er ist wirklich voll gut. Ihr seht es, er holt Elite. Und er hat mich gefragt, ob er mitmachen kann. Da meinte ich, my friend. Natürlich habe ich einen Platz für dich. War auch einer der Ersten, der gefragt hat. Könnt ihr hier gerne ein Follow da lassen, Freunde. Auch wenn ihr es wirklich ist. Es ist krass. Der ist wirklich sehr gut, ne? Ein sehr guter FIFA-Spieler. Spielt Mo mit und anders mit. Mo konnte nicht, anders auch nicht. Das war geplant, aber die haben mir kurz vorher abgesagt. Aber nächste Woche vielleicht. Ist halt dumm für die, ne? Das ist an sich, Freunde, easy money. 1200 Euro. Pipe Crew, wartet. Digga, wie soll ich denn hier alle bitte durchkriegen? Das funktioniert gar nicht. Und die Männer hauen hier mir direkt die Werbung rein. Muss man hier Level up. Gaming Booster. Das ist von denen, Freunde, das Turnier, muss ich ganz klar auch sagen. Also, die haben das Preisgeld zur Verfügung gestellt. Ich werde nachher mal wieder ein bisschen darüber reden. Sind Ehrenmänner, Freunde, dass sie mir sowas überhaupt ermöglichen. Momentan gibt es 30% mit meinem Code EDIGELLA. Einfach unter dem Stream gibt es einen Link, da könnt ihr raufklicken, mit dem Code EDIGELLA eingeben, dann spart ihr 30%, Freunde. Könnt ihr auch gerne nutzen. Sind wirklich absolute Ehrenmänner. Digga, was haben die denn für ein Ölerspiel? Pipeco führt 3-2. Ach, gegen Fetze spielen die. E-Sportler von Sandhausen ist, okay. Pipeco E-Sportler, Fetze ist auch E-Sportler bei Sandhausen, Freunde. Pipeco sehe ich auch als einer der Favoriten an. Geht nicht rein. Geht um 1250 Euro. Es wird nachher lustig. Sydney immer noch 1-0. Was ist denn los, Friede? Was ist denn hier los, my friend? Aber großer. Guck mal, der macht nur so eine Scheiße. Er wird das. Sowas wird nach hinten losgehen. Ich sage so, wie es ist. Hat Pro uns gefragt? Nein, weil er auf Xbox spielt. Aber wird bestimmt auch noch kommen. 25.000 Zuschauer-Chat. Hilfe. Ich habe schon damit gerechnet, dass das gut ankommt. 26.000 sogar. Aber so heftig, dachte ich nicht. Hat Text gefragt? Nein. Aber mir haben, Tess hat mich gefragt. Das ist auch einer der größten E-Sportler der Welt. Haben mich aber erst später gefragt, wo die Plätze schon full waren. Aber es wird bestimmt mal ein Turnier mit Tex kommen. Also es gibt, das hört sich ein bisschen komisch an, aber es gibt momentan kein größeres
FIFA-Turnier als der Illegaler Cup sozusagen. Du kannst nirgendwo mehr gewinnen und nirgendwo sehen es auch so viele Leute. Sydney 2-0. Hat er gut gespielt, der Scheißschwitzer? Deswegen, ich find's interessant. Kikorai hat mich nicht gefragt, Digga. Mir haben nur auch ein paar nicht geschrieben. Ihr müsst halt immer relativ schnell sein, aber jeden Dienstag, Freunde. Cooles Turnier, großer. Dankeschön, mein Freund. Richtig geile Sache. Danke, Eli. Dankeschön, mein Freund. Hat Duin Mike gefragt? Die Xbox-Spieler haben mich nicht gefragt. Und der Mann kriegt direkt mal das 2-1. Spielt HSV Jeffrey mit? Ja, er spielt mit. Er spielt mit. Erne für 2-0, Freunde. Erne müsste durch sein. Und Erne spielt dann, wenn er gewinnt. Ich weiß nicht, wie rum. Ist es dann... Geht es dann hier? Oh, Eisvogel spielt auch mit. Eisvogel, Freunde, der hat das Endteam, der hat jeden. Der hat Hullet, Vieira, R9, Pelé, Ronaldo, Cruyff. Ich glaube, der hat alle in einem Team. Erne ist durch, Sydney führt 2-1. Willi führt 3-0, das Ding ist durch. Hasso hat gewonnen. Hasso ist weiter. Ich glaube, Kai hat auch gewonnen. Eldos führt 6-1. Wo ist denn Eldos? Wo ist der scheiß kleine Knecht? Ihr merkt es, ne? Wie lost es ist. Aber ich werde mich da reinfuchsen, Freunde. Ich denke aber, es ist eine entspannte Atmosphäre auch für euch. Könnt ihr mal guten Spielern zugucken. Eldos 6-2. Gegen wen spielt denn Eldos? Achso. Aber Freunde, wenn ihr hier... Also falls ihr einer der Community seid und mitspielt und auf die Fresse bekommt, nimmt es nicht übel. Eldos ist Platz 15 der Weltrangliste. Okay, eigentlich sind alle Spieler... Hier, 4-2, okay. Blackie hat, glaube ich, auch gewonnen. Aber es war auch die erste Runde, Freunde. Trimax auf Wish bestellt. Ja, ist wirklich so. Debo hat 3-0 verloren. Okay, trotzdem Debo GG, mein Freund. Ihr könnt ja hier nochmal ein bisschen Liebe bei Debo da lassen, Freunde. Danke fürs Mitmachen, Bro. Könnt ihr hier nochmal ein bisschen Liebe da lassen, ein Follow da lassen. Ist ein sehr korrekter Typ, Freunde. Ich bin sogar Mod. Ich bin Mod bei Debo. Ich kann hier Leute bannen. Ich kann jemanden bannen. Es gibt immer Tage, wo man es versucht, dass... Wer hat hier Scheiße gelabert? Du musst auch mal kontern. Wir bleiben drin. Mit Division Rivals gebe ich mich nicht zufrieden. Eli, hi. Hi. Oh, okay, die haben jetzt angefangen, glaube ich, zu spielen. Die haben jetzt angefangen zu spielen. Ronaldo. Gegen wen spielt? Ach so. Freunde, ich glaube, das interessiert ein paar, ne? Wenn ihr mir nicht glaubt, der Mann ist ein richtiger Ehrenmann und er spielt gegen Top 100 Spieler. Gegen den habe ich in der Weekend League verloren. Wisst ihr noch? Zweite Weekend League. Meine erste Niederlage im Elferschießen. Spani, Robin Spani. Oh. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr dazu sagt? Niki würde Spani, genau. Gegen Robin. Ehrenmann Niki, ja, ist sehr korrekt. Freunde, 27.500 Zuschauer. Was geht hier ab? Freunde, lasst gerne alle ein Like auf den Stream da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr müsst nicht so viel reinspenden oder so. Moritz mit 1,85 €. Wie heißt deine Playlist, die du gerade hörst? Das ist. 1-0. Aber Robin ist auch echt gut, Freunde. Das ist eine von Epic Damic Sound. Die ist aber, Freunde, ja. Falk Frodermann mit einem Follow, Losch Mock mit einem Follow, Gucci mit einem Follow, Jonas mit einem Follow. Gegen Robin. Niki, bitte mach ihn fertig. Ja, das Problem ist, Freunde, Niki hatte Pech mit dem Matchmaking. Er spielt gegen einen der Favoriten direkt. Aber ist trotzdem gutes Training, so. Ist trotzdem gutes Training. Guckt euch an, wie der Mann spielt. Man sieht alles, oder? Misch mir mit der Facecam, ja. Er hat seine Facecam ein bisschen groß reingekloppt. Frag mal Trimax, ob er mitmachen will. Es ist geplant, Freunde. Oder spielt er gegen Robin? Ich glaube schon. Ich weiß nicht mehr zu 100%. Erne hat 3-0 gewonnen, dann ist der Knecht weiter. Sebo, du hast meine Spende überlesen. Winterspeck. I really appreciate it. When I really think so. Winterspeck.
Winterspeck, ich finde die Spende nicht, aber du kannst sie gerne zurückziehen. Tut mir leid, wenn ich sie überlesen habe. Fukuli mit einem Sub, dankeschön. Adama mit einem Follow. Sira mit 17 Euro, Moinsen. Was geht ab? Werde mir dank dir das Tom Ford und das Dior Parfüm holen. Tom Ford ist aber teuer. Das ist, glaube ich, 300 kostet das. Dior Savage ist gut. Eldos vs. Umut, was redet ihr? Eldos muss gegen Umut jetzt spielen? Hasso spielt gegen Sydney. Jetzt gleich, das gucken wir uns safe an. Hasso spielt gegen Sydney. Kai spielt gegen Eldos. Oh, Kai gegen Eldos. So. Blacky spielt gegen Andy Gube dann wahrscheinlich. Unita. Ja, die Ergebnisse sind alle noch nicht wirklich eingetragen. Seht ihr selber. Sydney führt 3-1. Ernie hat 3-0 gewonnen. Willi hat auch gewonnen. Ist hier ganz entspannt sein Quark oder was es da ist. Hasse guckt sich meinen Stream an. Perfekt. Ach so, doch, hä? Bin ich lost? Kai spielt gegen Eldos. Ich verstehe mein eigenes Turnier nicht. Aber ist okay, Chat. Montag müssen wir weitermachen. Wenn es so ist, dann wird es schon so sein. Epische Musik an. 28.000 Zuschauer, das ist heftig. Danke für die Einladung. Micha, bist du raus? So verschwitzt. Eldos gegen Kai, Freunde. Oh. Ich hatte Pop auch ein paar Videos. Ach so. Ernie ruft mich an. Hallo? Hallo. Ey, was ist da, wenn da dieses 0-0 steht und dann ist das so blau markiert? Ich verstehe meine eigene Seite nicht. Hast du gewonnen? Ja, ne? Ja, ich habe 3-0 gewonnen. Ich habe das noch eingetragen so und steht danach 0-0. Dein Gegner muss es so lange... Er hat es noch nicht bestätigen. Er muss es bestätigen. Und wenn er nach 10 Minuten nicht bestätigt hat, dann hast du sozusagen den Win. Das weiß ich. Ah, okay. Muss ich warten, okay. Ja, ja. Aber ich kann trotzdem schon mal einladen, den nächsten Gegner, wenn er ready ist. Ja, gegen wen spielst du denn? Gegen Pipe Crew. Ja, kannst du einladen. Easy, okay. Ja, schaff dich. Okay, ja, ciao. Eldos liegt 1-0 hinten gegen Eldos. Aber Freunde, Eldos, was soll ich euch erzählen? Ist einer der besten FIFA-Spieler auf der Welt. Ohne mit 2 Euro. Also ihr könnt euch hier auch was abgucken, möchte ich auch mal so gesagt haben. Ihr könnt euch hier auch Tipps und Tricks abgucken, Freunde. Edi, ab nächste Woche wetten auf den illegalen Kampfspieler. Ihr dürft das nicht. Ihr dürft das nicht. Ohne Dankeschön für 2 Euro. Kai vs. Eldos, Hilfe. Mies stand bei denen. Ja, ist interessant. Kai hat 29-1. Und Eldos einer der besten Spieler der Welt. Also, mal gucken. Ihr achtet mal drauf, Freunde. Achtet mal drauf, wie ruhig die ihre Angriffe spielen. Wie kontrolliert jeder Trick da ist. Das könnt ihr bei Illegale auch gucken. Aber nicht so wie hier. Guckt euch mal diese Elastik. Das hat alles Hand und Fuß, was die Knechte da machen. Und manchmal sieht es halt so aus, als wenn die nicht so krass sind, weil beide sich so heftig ausgleichen, sozusagen. Geht mal hier rüber, Freunde, zu denen und supportet die beiden mal. Lasst da gerne alle ein Follow da. Ich kenne beide, sind alle beide sehr korrekt. Könnt ihr bei Eldos mal ein Follow da lassen. Mods, haut mal den Link rein. Will das nächste Mal eine Kategorie bei Tipico sehen. Bossio, ich will mit YouTubern das gleiche machen, aber nicht so viele, sondern so 12 Teilnehmer oder 16. Und der Gewinner kriegt die ganzen 2000 Euro. So in der Art möchte ich das machen. Da habe ich auch schon so... Da bist du auf jeden Fall auf der Agenda, my friend. Du, Benji, die Teasy. Sowas wie... einfach ein YouTuber-Turnier. Weißt du, was ich meine? Sydney gegen Willi Finale, das wäre geil. Ja, aber das wäre echt witzig. 30.000 Zuschauer gleich packen wir. Ja, Freunde, also holt eure Schwestern ran, holt eure Mütter ran. Sagt euren Freunden, 30.000 Zuschauer wäre schon echt heftig. 30.000 wäre schon echt heftig. Also ich bin davon ausgegangen, dass es gut ankommt, aber 30.000 hätte ich nicht gedacht. 10.000 Likes auch schon nach 40 Minuten, Chat. Kuss geht raus. Mach doch mal Endmute. Ach so. Hallo? Sydney Freedom? Ja. Ohne Sinn, dass wir im Discord sind. Du laberst mich die ganze Zeit voll, ich kann nicht mal was sagen. Ach so, ja, also hol mal Willi noch hier ran. Du musst mich doch irgendwann mal entmuten. Hol mal Willi hier ran. Das müssen wir ja nicht im Discord stehen. Jo, warte. Weißt du, wer hier gerade gegeneinander spielt? Eldos gegen Kai. Ja. Schwitziges zweites Spiel, sag ich dir ehrlich. Hasso lädt mich jetzt ein. Spielst du jetzt gegen Hasso? Nein, Hasso spielt gegen mich.
Ja, wird auch irgendwie. Unangenehm. Ja, aber Friede, du kannst doch nur gewinnen, mein Freund. Du kannst doch nur gewinnen. Es geht hier um 2000 Glocken, mein Freund. Straf dich. Nur gewinnen kann ich nicht, mein Freund. Erfahrung Hallo. Sammeln. Hallo, Willi. Hallo. Willi, sagen Sie mir kurz mal zu Ihrem ersten Spiel. Ja, wie gesagt, viel vorgenommen, viel erfüllt. Aufwärmspiel. Gewinnt spielst du jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du hast kein Dings. Du hast keinen Schwitzer, warte. Willi. Mir was, wo ich Erfahrung sammeln darf. Was, Willi? Da. Die Willi gegen Gameplay gegen Benji und Tizi, da bin ich dabei. Und du kannst sogar 2000 Euro gewinnen. Gegen Klim mit TS 19. Na, ruhig, mein Der Mann hat Eligella als Profilbild. Oh. Ja, der Mann, der ist auch ein guter Typ. Ich auch ein Profilbild haben. Der Mann ist ein guter Mann, der weiß, Sommer kannst du. Ey, was denn? Chat, ihr könnt auch immer mal reinschreiben, wie es bei den anderen steht, falls wir mal rüberschalten sollen, aber ich glaube, das hier ist Stylo? Das ist Stylo! Das ist Stylo! Will ich mir gegen Stylo, stimmt! Stylo heißt gar nicht Stylo! Ich bin gegen Hass und ich gegen Stylo, oder? Mann, Digga, straft euch beide, Mann! Ich will euch da irgendwo sehen im Halbfinale! Einer von uns muss gewinnen, Willi, komm! Ja, ja, wir müssen die kitzeln! Auch mal eklig spielen, Willi. Was denn? Ich sag dir ehrlich. Siehst du irgendwo einen Schönheitspreis? Ich mach das nicht. Ich teilgenommen habe. Ich suche hier keine Freunde. Ja? Siehst du irgendwo einen Schönheitspreis? Ich sehe keinen. Nee, ich sehe nur 2000 Euro. Hast du gesagt 5-0. Mit ganz großen Augen. Ey, hast du gesagt 5-0 Klatsche? Nein, ich hab den Willi und Sidney. Ich bitte euch, rasiert die weg. Das wäre so lustig. Ihr könnt gar nicht verlieren. Das sind E-Sportler. Und ihr habt es. Oh, ey, du hast 2-0. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Stylo hat in meinem Chat geschrieben, aber wir reden jetzt erstmal weiter, weißt du? Eldos 2-0. Junge, hast du, ich bin bereit, falls du guckst. Lass mich jetzt ein, du kannst. Spani führt 3-0 gegen Niki. Stylo, du kannst mich einladen oder ich lade dich ein. Hast du, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin geboren, bei mir lief so eine Kampfmusik. Ja, ich stumme euch aber wieder, ja? Bonita. Ja, wir muten uns einfach. Dann können wir reinkommen, wenn wir wollen. Ja, dann mutet euch. Bonita. Oder ich weiß nicht. Ich höre die Stimme euch. Dann. Mutet euch! Ich ja, mute mich. Gut, ciao. Auch ich dann auch. Kommt der Stream. Ich spiele Erfolg, Sidney. Wir schaffen das beide. Ich dir auch, mein Freund. Einer von uns muss schaffen. Ernie spielt jetzt. Gegen wen spielt jetzt Ernie? Ihr merkt es, ich habe gar keinen Überblick. Na, aber ist auch nicht so einfach am Anfang. Hasso spielt jetzt gleich gegen Sidney, aber das ist noch nicht eingetragen. Ach, sein Gegner hat es noch nicht bestätigt. Ah, gegen Pipe Crew? Das wird E-Sportler gegen viel FIFA, Freunde. E-Sportler gegen viel FIFA. Ich bin gespannt, was das Finale wird. Hasso gegen Sidney. Hasso gegen Sidney ist cool, ne? Kai. Freunde, geht mal alle kurz zu Kai rüber. Lasst da ein Follow da. Ist ein E-Sportler bei Hertha, Freunde. Jugendspieler. Hat letzte Woche 29-1 geholt. Falls ihr ihn nicht kennt, ja. Könnt ihr gerne rüberschnuppern. Maxi mit 2 Euro und Mert mit 1 Euro. Mashallah macht nochmal mit 2 Euro. Ula mit 2 Euro. Nächstes Turnier mit 28-2 im Martinsekt. Perfekt. Grüß mal David. David, ich grüße dich. Domo, dich grüße ich auch. Nur für meinen Schnuckelpups. Kuss geht raus, Maxi. Dankeschön. Der gute alte Fabi mit 2 Euro. Freunde, ich kann die Nachrichten leider nicht so gut bei den Spenden lesen, weil ich so viel reden muss. Ihr seht's hier. Eldos ist, Freunde, leider auch ein Brett. Was soll ich euch erzählen? Ich bin härter Sympathisant. Ob ihr es glaubt oder nicht. Aber Eldos ist halt, also meine persönlichen Favoriten sind Eldos und Umut, um ehrlich zu sein. Streamt Stylo? Ja, ich glaube schon. Ich habe den Knechten gesagt, er soll streamen. Ich habe den Knechten gesagt, dass er streamen soll. Pipe 2 gegen Erne, Freunde. Das wird interessant. Es sind gerade so coole Spiele. Niki auch, cooler Typ, Freunde. Gerne alle ein Follow bei Niki da lassen. Blackie ist auch. Blackie ist. Okay. Umut gegen Spani ist das, ne? Ne, oder? Was? Ach, scheiß drauf, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sidney gegen Hasso wollen, glaube ich, die meisten sehen. 29.000 Zuschauer-Chat, Hilfe! Das geht ja ab. Liegt der Mann auf dem Bett, ja. Der Mann, Freunde, ist auch E-Sportler und er spielt seine Weekend League immer so. Er liegt auf dem Bett und hat auch schon des Öfteren so 30-0 geholt. Also der Mann würde uns hier wahrscheinlich alle rasieren.
falls ihr denkt, er kann es nicht. Der Mann kann es, sehr gut sogar. Gerne alle auch hier ein Follow da lassen. Checkt auch gerne alle Freunde Level Up aus, die das hier gesponsert haben. Also die 2000 Euro kommen nicht aus meiner Tasche, sondern ich verdiene damit auch kein Geld übrigens. Das ist von Level Up. Checkt die Männer gerne aus, Freunde. Ich brauche keinen Shaker. Ich brauche auch keine Nuklearedischen zu den Kassen. Bitte wird meine Adresse nicht geleakt. Adresse nicht liegen. Ich hab da ein bisschen Angst. Okay, perfekt. Und dann hier Rabattcode Eligella, dann spart dann 28 Euro nur. Und meine Favoriten sind auf jeden Fall Galaxy Edition und Nuklear Edition. So. Eldos 3.0 Chat. Okay. Eldos 3.0. Wir gehen mal zu Sydney, okay? Sydney gegen Hasse. AK, so sehe ich nicht mehr aus, wie wenn ich in Squad Battle spiele. Mit dem Bett? Ich hab Angst, Digga. Ich spiele so nicht mal einen Offline-Draft. Wo ist Black E-Sportler? Der war bei einer Organisation, ich weiß nicht, ob er da immer noch ist. Um ehrlich zu sein. Halbes Fußballstadion ist vor deinem Stream. Ist echt, ich mache meine Instagram-Story, Freunde. Das ist ja der Wahnsinn. 30.000 Zuschauer. Freunde, was geht hier ab? 30.000 Zuschauer. Wir sind hier momentan das größte FIFA-Turnier, was es in FIFA 21 bis jetzt gab. Und der Knecht spielt jetzt gegen Hasso, E-Sportler. Also Dankeschön für den Support, Freunde. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele sind. Heftig, heftig, heftig. Eligella Cup löst bei DFB-Pokal ab. Wird immer dienstags jetzt sein, Freunde. Ist ja der Wahnsinn, ist ja der Oberknüller. Aber ist, glaube ich, auch entspannt für euch. Ne, ich mach nicht nochmal das Lied. Why always me? Wo ist das? Ich bin gespannt, wie Sydney gegen Hasso jetzt spielt, um ehrlich zu sein. Eldos wird gewinnen. Ja, Eldos oder Umut sind Favoriten. Ich bin gespannt, wie es im Finale aussehen wird, weil da geht es schon um sehr viel Kohle, Freunde. Ihr müsst euch überlegen, der Gewinner kriegt 1250 Euro. Das ist für einfach mal so ein Spaßturnier schon viel. Vor allen Dingen nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder so ein Turnier geben. Ja. Erne gewinnt das Ding. Erne ist nicht schlecht, Freunde. Erne ist super Spieler, super FIFA-Spieler. Also an alle, die Hasso nicht kennen, Freunde, Hasso ist E-Sportler. Der hat dieses Wochenende 3-0 geholt. Mal gucken, wie Sydney gegen ihn performt. Eldos gegen Umut wäre wild. Ja, im Finale, ne? Wäre lustig. Aber wer ins Finale kommt, der hat es auch verdient. Erne hat morgen Geburtstag. Erne hat um 0 Uhr Geburtstag. Wechselt auch mal zu Willi. Ja, Killchat, ihr habt recht. Willi spielt auch jetzt gerade gegen den E-Sportler. Wir gucken uns den Angriff noch an. Ne? Oh, Willi! Pfosten! Warum hat der Mann so eine Schmutzverbindung? Morgen Test, aber dann ist ihm das wichtiger. Warum ist das so eine Kackverbindung? Ah, und Sommer geht in den Posten. Ich glaube, das liegt daran, weil ich gerade so viele Streams einfach gucke. Ah, jetzt. Willi ist Fußballprofi, Freunde. Der spielt mit Sydney in einer Mannschaft. bei den Enten. Hä, aber spielt Stylo mit einem. Hä, er spielt nicht gegen Stylo. Das ist nicht Stylo. Lol. Er spielt. Stylo hat, glaube ich, ist ein anderer Name. Chat. Er spielt nicht gegen Stylo. Was labert ihr? 2 Euro von Anton und 5 Euro von Moritz. Hey Eli, wie kann ich da mitmachen? Grüße aus Österreich, bin wuselig. Ihr könnt da auch mitmachen, Freunde. Ihr könnt auch um 2000 Euro spielen. Aber erst nächste Woche wieder.
Die werden jetzt jeden Dienstag sein, so eine Turniere. Da kann jeder mitmachen. Ein paar sind immer gestellt, sowas wie Sydney und Willi und so. Und immer auch ein paar E-Sportler. Oder mal mache ich auch gar keine E-Sportler. Ja. Und dann muss ich gucken, wie ich das mache. Das ist Stylos RTG. Ach, ehrlich? Ach so, Eldos 4-0. Krass, Digga. Krass. Stylos streamt, ne? Perfekt. Erne liegt 2-1 hinten gegen Pipe Crew. Pipe Crew, Freunde, Erne ist, Pipe Crew hat auch R9. Wie viel steht's bei Sydney? Ich weiß gar nicht, wo ich zugucken soll. Es sind gerade voll geile Spiele. Eldos einfach unfair. Ja, Eldos oder Umut ist der Favorit. Nächste Woche maximal Silber 3 Spieler. Das wäre eigentlich auch witzig. So, eigentlich nur so richtig schlechte zu nehmen und die können dann so 2000 Euro gewinnen. Aber wie willst du das herausfinden? Ob die nicht einfach zu einem Kumpel fahren oder einfach einen Kumpel einladen und sagen, spiel mal für mich. So, weißt du? Stylo spielt mit RTG. Warum denn? Warum spielt er nicht mit Main-Account? Der Mann kann 2000 Euro gewinnen. Oder 1250. Mach doch mehrere gleichzeitig auf, Bro. Ich glaube, das wäre nicht so cool. Für euch auch. Ach so. Ich muss einfach immer mal so rumswitchen, wie das die anderen auch immer machen. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr so einen Überblick mal bei allen habt. Hier steht es noch 0-0. Das ist, Freunde, Hasso ist 30-0 Spieler. Sydney ist ein scheiß Öler. Der ist auf Xbox, oder? Ich dachte, sein Main-Account ist auf PlayStation, lol. Niklas Luigi, ich nenne ihn immer Luigi. Luigi, danke schön für deinen Sub, mein Freund. Danke, dass du mitgemacht hast. Du hattest Pech beim Matchmaking. Du hast direkt erste Runde. Es gibt so 15 E-Sportler. Du hast leider gegen einen gespielt, mein Freund. Aber trotzdem, danke schön, dass du mitgemacht hast. Freut mich. Konferenz auf Wish bestellt. Wenn man sich überlegt, Freunde, hier gucken gerade 30.000 Leute zu. 30.000. Digga, ist der Wahnsinn. Also alle, die noch keinen Follow da gelassen haben, ich weiß nicht. Blacky, 3-1, 35. Minute gegen Andi. Ach so. Echt? Black Legend, Freunde, E-Sportler. Beide, also hier ist gerade ein E-Sportler-Duell. Der eine ist E-Sportler bei Frankfurt und ich weiß nicht, wo Blacky jetzt ist, um ehrlich zu sein. 3-1 nach 42 Minuten, krass, Digga. Wie gesagt, Freunde, immer wo ich auch reinschalte, wenn ihr cooles Gameplay sehen wollt, alle, die ich gestellt habe, sind alle sehr, sehr korrekte Streamer. Die meisten sind auch sehr, sehr gut in FIFA, außer Sydney. Und ja, ihr könnt da immer mal ein Follow dalassen, das würde mich freuen. Einfach, eigentlich müsst ihr ja, also die können eigentlich so auch, ist ja cool für die, dass sie mitspielen können, um so viel Geld, aber ich mag einfach immer so eine Community zu machen, Freunde. Dann habe ich vielleicht irgendwann mal weniger Zuschauer, weil ihr bei denen guckt und nicht bei diesem Knecht Eierkopf. Aber ach so, einfach sich mal gegenseitig unterstützen, Freunde. Was denn? Anton mit 2 Euro, dankeschön. Monta hat Ulla die Tattoos nachgemacht, perfekt. Hans Braun mit einem Sub. Edi ist, er ist Free Agent. Ach so, okay. Weißt du, wer den Blacky Cup gewonnen hat? Nein. Freunde, mir haben auch internationale E-Sportler geschrieben. Also ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird, bis mal so ein Text oder so mitmachen wird. Ich glaube nicht. Könnt gerne hier alle mal ein Follow da lassen. 3-1 führt der Mann. Das ist krass, das ist sehr gut. Umut, ja, bei den Scheiß, guckt euch den Knöchten doch mal an, Digga. Guck mal, wie er spielt. Glaubt ihr, der wird ein Spiel heute verlieren? Der führt 4-1 gegen einen anderen E-Sportler, der 30-0 holt. Sieht der Mann so aus, als wenn er irgendein Spiel heute noch verlieren wird? Ich glaube nicht, Chat. Der Knecht mit seinen 1250 Euro da, die er sich da aufs. Junge, als ob Leipzig da nicht schon gut genug bezahlt, du scheiß Knecht. Wahrscheinlich Leipzig, Digga. Seit Tag 1 Leipzig-Fan gewesen. Halt's Maul. Frag Richard Richardson, ja, stimmt, Cam. Guck mal, wie der spielt, Freunde. Er spielt gegen einen anderen E-Sportler. Er führt 5-1 und das ist der andere E-Sportler holt 30-0. Umut ist Platz 16 oder so der Weltrangliste, Freunde. 17, 18, irgendwie sowas. Und da. Der sieht sich damit Manimal. Ja. Oh, Buxer da? Ist der nicht so wie Jodo? No, du? Sydney, oh, Sydney liegt 2-0 hinten, Chat.
Sydney liegt 2-0 hinten. Sydney 2-0 hinten. Aber was soll ich euch erzählen? Er hatte Pech mit dem Matchmaking, aber das ist ja auch hier kein Spaßverein. Und das ist jetzt 16. Also danach ist Viertelfinale schon. Das geht, ihr merkt selber, so. Ach so. Ist hier kein. Und ab Halbfinale, Freunde, ist mit Hin- und Rückspiel. Ab Halbfinale ist mit Hin- und Rückspiel, weil es da einfach um zu viel Kohle geht und ein FIFA-Spiel, da kann mal Scheiße passieren. Und da kann ich dann besser auch auf die Spiele eingehen. Nick Merch auf Wish bestellt. Ich bin Trimax auf Wish bestellt. Nur mit FIFA. Aber wisst ihr, was cool ist? Und das wird mir nie jemand nehmen. Sowas, wie ich heute gemacht habe, hat vorher niemand in FIFA gemacht. So richtig. Also, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe die Turniere von Black Legend und Hasso und so. Die haben das damit angefangen. Aber so in dem Ausmaß hat es noch niemand gemacht. So bei anderen Streamern und so, andere eingeladen mit Preisgeldern und so hohen Preisgeldern. Ganz klar, sage ich euch ehrlich, war nicht meine Idee. Ich bin nicht irgendwo um 2 Uhr morgens aufgewacht und habe gesagt, ich muss einen Edie Geller Cup machen. Sondern, da kann ich auch ganz transparent mit euch sagen und mit euch reden, ich habe das mir abgeguckt bei anderen. Die haben das aber mit kleineren Beträgen gemacht und halt nicht mit der ganz großen Reichweite. Aber die Turniere haben mir von denen schon sehr gefallen. Die haben sie sehr einfach und entspannt gehalten. Und deswegen habe ich das von denen auch jedenfalls abgeguckt. Also ich sage jetzt hier nicht, oh, ich habe sowas, das war meine Idee, Digga. Ich sage ehrlich, ich habe das von den anderen und versucht es einfach aber auch cool zu machen mit der gewissen Salzigkeit, sage ich mal, weil wenn es um so viel Kohle geht, Freunde, den musst du jetzt machen, Friede, du Knecht. Er ist so ein Knecht mit deinen scheiß lilanen Haaren. Warum machst du denn sowas? Lauf doch weiter aufs Tor und schieß dann in die lange Ecke. Ach so, das war Hasso. Jordan hätte mitmachen müssen. Ja, eigentlich schon, ne? Aber Jordan, stimmt. Das Problem ist bei Jordan, er streamt leider nicht. Aber das ist eine Idee für die Zukunft, Freunde. Dieser Wer Young ist doch voll gut, oder? Voll jung, ja, er ist sehr, sehr jung. Freunde, 14.000 Likes haben wir auf dem Stream. Wir werden vor dem Finale nochmal ein Giveaway machen. Da haue ich nochmal eine 50er PSN-Card für euch raus, okay? Für den Support hier heute. Ihr müsst dazu ein Like auf den Stream dann lassen, diesen YouTube-Kanal hier abonnieren. Kuss geht raus für den Support. Brauchen einen neuen Kommentator. Achso. Ja, Sydney wird, wenn er Sydney rausfliegt, wird er wahrscheinlich hier mit im Discord chillen. Mal gucken, wie es bei Willi steht. Führt der Mann? Mann, Digga, die fliegen beide raus, Mann. Die fliegen Junge, beide Eli, raus. Er schwitzt mich zu Tode, Hilfe. Ist er gut? Spielt er gut? Junge, er ist so gut. Ich komme nicht an ihm. Ich komme nicht mal an seinen Strafraum. Jetzt schon, guckst du zu? Ne, ich hab gerade eben ganz dazu geguckt, ich bin jetzt bei Willi. Willi liegt auch 2-0 hinten. Ja, seit 1-0 ist vorbei. Aber ich presse jetzt die ganze Zeit. Ja, aber er hattet auch nicht. Er hattet Pech mit den Matchmen. Obwohl, Digga, ihr hattet erste Runde direkt eigentlich keinen E-Sportler. Er ist sehr, sehr jung. Ja, der ist sehr jung, Freunde, der ist 14. Aber gegen Hasso geht nichts. Gut, ja, wie viel Prozent Ballbesitz hat der Mann? Wie? Wie viel Prozent Ballbesitz hat der Mann? Er ist selbst einfach 64. Boah, Digga, ölt der Mann nicht. Der will nur an meinen Strafraum. Ich bin da nur an Sidestep machen. Ich mach die Krabbe. Der Mann will die 1200 Euro, Digga. Ich mach die Krabbe. Ich hab dir gesagt, du hast es viel zu spaßig genommen. Du musst da. Hä? Der Mann, der will nicht tricksen. Der will nachher nach Hause gehen, sagen, geil, 65% Ballbesitz. Schöne Sache, Harry. Hast du streamt auch, ne? Digga! Achso! Fast! Hier, gegen den spielt gerade Sydney, Freunde. Er wird jetzt richtig korrekt. Hasso ist richtig korrekt. Und da? Hat ein 30-0 auf der Uhr, soll ich sagen. Warum spielst du nicht mit? Weil ich das Ding caste, Freunde. Es ist mein Turnier. Ich caste das für euch. Ich bin Kommentator. Ich bin Frank Buschmann auf Wish bestellt in FIFA Edition. Ich bin Frank Buschmann. Was ist bei René? Guter Call. René ist, glaube ich, rausgeflogen. Ich glaube, René ist rausgeflogen. Gegen einen E-Sportler. Oder Chat? Wie viel hat René gespielt? Umut 5-1 gewonnen, Hilfe. Umut hat gegen Robin Spani 5-1 gewonnen, gegen anderen E-Sportler. Der 3-0 holt.
Und Hilfe. Und Eldos hat 5-0 gegen Kai gewonnen. Kai, diese WL 29-1. Kai hat 29 Dinger geholt. Ja. Oder 4-1? Irgendwie so. Pipe Crew. Jo, er ist raus. 4-1 gegen Pipe Crew verloren, okay. Gegen mein Spiel ist vorbei. Aber er hat in einer Stunde 15 Geburtstag, Freunde. Da gehen wir dann gleich wieder zu ihm. GG's, Jungs. Prost. Nick, Luigi. Dankeschön für dein Haus, Brudi. Ist auch rausgeflogen. Willi 3-0, ja. Erste Runde gegen E-Sportler gespielt. Okay. Hast. Der kennt die besser. Ja, trotzdem, könnte ich ihn ärgern. Umut, so der. Ein Knecht, Schwitzer. Guck ihn dir an. Guck, wie er aussieht. Guck dir diesen Öl an. Er ist so verölt, ich schwöre. Er ist so verölt. Gut verteidigt, ja, aber super. Aber seine Tore. So ein Schwitzkopf. So ein Schwitzkopf. Black Legend führt 5-3 gegen Andy Gube. Das heißt, Andy Gube ist auch raus. Okay, jetzt können wir zu zweit casten. 90. Minute. Mein Gott. Wie sieht's bei Willi aus? Lag 2-0 zurück, wa? Willi lag 3-0. Es liegt jetzt 3-0 zurück. Divo ist schon raus. Pipe Crew. Drecksturnier. Ja. Drecksturnier. Spani vs. Eisvogel. Ein Eli, Dankeschön für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Nicht Spaß gemacht, Junge. Mir ist kein Spaß gemacht. Ach, Robin, er streamt das Ding auch. Robin gegen Eisvogel, Chat. Zwei richtig krasse E-Sportler gegeneinander. Ich weiß nicht genau, welche Runde wir gerade sind, um ganz ehrlich zu sein. Jetzt Umut gegen Hasso. Oha. Umut gegen Hasso? Was? Umut gegen Hasso ist verölt. Ey, nee, Captain, dank. Ey, ich hab so eine Krawatte. Ja, Willi, ich kenn's. Aber was soll ich. Haben sie gut gespielt gegen euch? Nee. Ging was bei dir, Willi? Oder gar nicht? Ja, es ging was. Erste Aktion war ein Pfostenschuss. Auf jeden Fall GG an Stylo plus 1. Am Ende hat er zu 100% verdient dann gewonnen. Aber Sydney, Christian. Nick! Komm, Stärke zurück, ja. Spanien spielt gerade gegen Eisvogel. Ich sehe es, Freunde, hier. Das ist immer voll schwer für euch zu erklären. Das sind beides E-Sportler, Freunde. Bin ich noch. Hallo? Hört ihr mich? Willi? Wer hat dich nicht gehört? Beides sind E-Sportler. Vielen Dank für den Sub. Ihr seht doch immer so. Ich finde, bei dem Pfosten hattest du, wie gesagt, Glück. Aber ich hatte noch eine Chance, glaube ich, mit Ronaldo oder so, wo ich einfach auf dich zulaufe und ich mich frage, was macht der? Freunde, es ist immer nicht so einfach für mich zu erkennen. Also, es sind beides E-Sportler. Ihr seht es schon bei Eisvogel. Eisvogel ist der Rote. Achtet mal auf sein Team, Freunde. Er hat Vieira, er hat Hullet, er hat Ronaldo, er hat Eusebio, er hat Pelé. Er hat, und jetzt kommt's, Freunde, der hat auch so ganz, eine ganz, ganz brutale... Der hat bestimmt so 45 Millionen, 2-0. Okay, 2-0. Übrigens hat anscheinend Umut doch nicht 5-1 gegen ihn hier gewonnen. Gegen Spani. Es war jemand anderes. Ah, okay. Eisvogel ist vielleicht eine Nummer zu groß für Robin. Ja, Eisvogel ist eine andere Maschine, Chat. E-Sportler bei Bet3605. Bei 3, ja, perfekt. Sehen wir nicht wegen der Cam. Ne, ihr könnt es ja an den Facecam sehen. Also an den Spielerdingern. Hier, guckt mal den Glatzkopf Vera hier an. Und da den Lockenkopf. Und hier ist Maldini mit Carlos Alberto, mit Blanc und mit Mondi. Also er hat das beste Team, was du haben kannst. Aber Eisvogel ist auch richtig krass. Umut 5-1 versus Kankos, okay. Hannes, wie läuft das alles hier managementmäßig? Alles gut? Also, Umut spielt jetzt gegen Hasso im Viertelfinale, Freunde. Sydney ist raus, Sydney kann sich verabschieden. Spani gegen Eisvogel spielt gerade. Und danach, also ihr seht es, es geht jetzt auch gleich verölt dazu. Der Gewinner spielt gegen Pipe Crew. Ernie ist rausgeflogen. Eldor spielt jetzt gegen Black Legend. Das wird auch interessant. Stylo spielt gegen Jeffrey. Götzeri ist rausgeflogen. Okay. Also es wird verölter. Es kann sogar Umut gegen Eldos ins Finale kommen. LOL. Ich bin gespannt, Chat. Erfahrung gesammelt, ja. Jo, alles gut tragen. Also sauber ein. Sehr gut, mein Freund. Sehr, sehr gut.
Black Legend jetzt gegen Eldos, Hilfe. Das wird ein geiles Spiel, Chat. Black Legend gegen Eldos, sehr, sehr geiles Spiel. Pipe Crew gegen Eisvogel, auch ein geiles Spiel. 2-0 für Eisvogel, haben wir ja gesagt. Ah, nee, warte mal. Ich bin lost. 2-0, stopp. 2-0 Eisvogel. Ach, halt, Sie nicht. Ich verstehe es ja noch. Robin, ah, okay. Also, ihr merkt es, ich bin ein bisschen lost, aber ich krieg das organisiert. Besser als FIFA WM hier. Freunde, ich sage euch eins, in ein paar Wochen mit dieser Reichweite, was wir hier gerade, Jeffrey streamt, okay, könnt ihr mir den Link reinhauen, Alex, maybe von allen, die streamen, die ich noch nicht hier gesehen, die noch drin sind. Es gibt, das ist wirklich so, Freunde, mit der Reichweite, die ihr gerade veranstaltet, es gibt kein größeres FIFA-Turnier als jetzt gerade, wenn man das so sagen kann. 30.000 Zuschauer. Kuss geht raus, Freunde. 15.000 Likes. Lasst gerne alle ein Follow hier da, Freunde. Joel mit einem Follow, Luca mit einem Follow, Slippo mit 2 Euro. Kennst Tom Kraus, Profi bei FCN und dieses Wochenende 3-0. Zippo, ich habe Tom Kraus gefragt, ob er heute mitspielen möchte bei dem Turnier. Er meinte, dass er gerne mitmachen würde, aber er hat irgendwie morgen früh Training. Aber das wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Also was ich sagen wollte, wir haben gerade erst angefangen, Freunde, mit den Turnieren. Es wird vielleicht nächste Woche so ein YouTuber-Turnier kommen, übernächste Woche. Vielleicht kriege ich da auch so ein Trimax oder maybe so ein unsympathisch. Man weiß ja nicht, man weiß ja nie, Digga, vielleicht, ich weiß nicht. Da kann jeder Name eigentlich fallen, weil wenn es um Geld geht, ist immer lustig. Und ja, das ist ja auch cool für die. Und so ein F2Tex, denke ich, wird auch nicht lange dauern, bis der mitmacht, weil mir haben jetzt schon voll viele ausländische E-Sportler geschrieben, so von Ajax und Eindhoven und von Inter Mailand haben mir auch welche geschrieben. Die wollten alle mitmachen, aber ich hatte keine Lust, das jetzt alles zu vermischen. Und ich wollte nicht zu viele E-Sportler drin haben, weil ich wollte auch ein paar von euch die Chance geben. Aber vielleicht, Freunde, mache ich das so, dass nächstes Mal viel mehr Teilnehmer dabei sind. Und dann könnt ihr auch ein paar von euch mitmachen. Die haben dann mal die Chance gegen so ein Sydney zu zocken, wenn sie Bock haben. Oder also so Sydney und Willi werden wahrscheinlich immer dabei sein. Niklas mit einem Follow, Rotheim mit einem Follow. Dankeschön für die ganzen Follows. Hallo? Hallo? Ja. Hallo. Umut vs. Hasso plus 1. Was wollt ihr gucken, Freunde? Eldos gegen... Ah, hi, Willi. Eldos gegen... Hi. Warte mal, Eldos gegen... Egal, Eldos wir gucken einfach beide hier. Eldos gegen Blackie, Umut gegen Hasso. Sehr und verölt. Pipe Blue gegen Spanien oder Eisvogel. Sehr, sehr verölt. Sehr verölt. Eldos, ja, Umut. Wir gucken einfach uns mal ein bisschen was an. Eldos, Freunde, E-Sportler bei Borussia Dortmund. Eli, Fußballerdings. Fußballprofis-Turnier. Wäre auch lustig, ne? Coole Sache. Wir kriegen safe 32. Der, wir kriegen gut. 64. Okay. Fußballprofis. Tom Kraus, kennst du den von Nürnberg? Der wollte diese Woche auch mitmachen, aber es ging dann doch leider nicht, weil er Training hat. Oh, Hasso führt, Freunde. Hasso führt übrigens. Ist es hier gerade Viertelfinale, ja, ne? Ja. Ja, danach, Freunde, ja, doch. Das ist gerade ein Viertelfinale. Danach wird es Halbfinale und da wird Hin- und Rückspiel kommen. Halbfinale, Hin- und Rückspiel. Und es geht hier um 2000 Euro, Chat. Junge, was geht hier ab? Hilfe, ja, ist echt krass. Konferenz, ja, wir sind Konferenzfreunde. Ihr habt Sky-Abo abgeschlossen. Hi. Ich hab dich die ganze Zeit nicht gehört. Hi, Willi. Hey, ich rede die ganze Zeit. Ey, Willi, wie war denn dein Gegner gerade? Klimitz. Welcher der Erste? Achso, das war ja Stylo. Okay, Stylo gegen Jeffrey sind noch drin, Eli. Oh, warte mal. Stylo gegen Jeffrey, Eldos gegen Blackie, Umut gegen Hasso und Pipe Crew gegen Spani oder Eisvogel. Ich weiß noch nicht, wer weiter ist. Junge, ich sag, Ali. Stylo, Umut macht Druck. Einen richtigen Ruhepuls, der Mann spielt so locker. Ich spiele mit RTG-Account vor allen Dingen. Ja, nach einer Minute muss das 1-0 für Sommer stehen. Echt? Das hat er selber gesagt. Ach, mit dem Pfosten, das Ding? Ja. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Was sagst du dazu? Ja, das ist unglücklich gelaufen, Willi, aber was soll ich dir erzählen? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Nächste Woche sieht man dich wieder beim Eli-Geller-Cup. Ja, was ist denn los? Ja, aber ein 94er Ronaldo-Eli. Eli. Ja. Was? Jordan wäre auch mit zocken übrigens.
Ja, nee, also, die können alle mitmachen. Er hat sich aufgeregt, dass er nicht eingeladen war. Halt's Maul, Digga, was? Ich hätte niemals gedacht, dass er mitspielen möchte. Ach so. Ich habe ihn erst gar nicht gefragt. Außerdem hat er mir auch gar nicht geschrieben. Scheiße, meinte ich auch zu ihm. Edi, wie lange denkst du, geht der Cup heute? Ich denke so bis 1 Uhr. Also das Finale ist angesetzt um 0.30 Uhr. Und dann halt zwei Spiele. Oh, warte mal. Oh, hast du fast 2-0. Hast du spielt geil, Digga. Ja, so ein Schwitzer. Es war so schwer gegen den. Hast du spielt übertrieben gut. Ich war da im Strafraum mit 20 Mann und hab da nur Sidesteps gemacht. Umut hat Angst, dass der Mann morgen kein Männer mehr bekommt. Kommt dir den Mann mal an, wie der Öl. Ey, Bilanz von den beiden war 9-2 Siege für Umut. Wirklich? 2-0 Hasso. 2-0 Hasso. Hasso. Junge, er ist so gut. Dieser Scheiß. Digga, das sind so eine Öler. Aber Umut darf man nie abschreiben. Das Problem ist, es ist Best of One, Freunde. Hasso, Best of One. Ja, Evi, das wollte ich auch sagen. Mit diesem Best of One hat man so ein bisschen Druck, weil man sich keine Fehler erlauben kann. Ja, weißt, aber ich kann, wir können, so. Weißt du, wie lange wir hier sitzen, wenn wir die ganze ja, Zeit Best ja, of klar. Two haben? Ja, klar. Nee, ich finde das ja gut. Ich finde das ja gut. So, so können wir auch mal einen raushauen. Vielleicht. Ja. Eldos 1-0. Ich bin so ein guter Konferenzschalter. Eldos 1-0. Fünfte Minute. Ich schalte nach Dortmund, sagst du? Sein Bruder pusht ihn da hinten mit Shisha. Ich sehe das. Aber nicht in Eldos Richtung. Nicht in Eldos Richtung. Ich sieht nach dem 2-0 aus. Digga, dieser kleine Pisser spielt so gut, Chat. Er spielt so ja, gut, aber. Dieser kleine Pisser. Oh, nein. Mach den rein. Ja, nein. Hilfe! Junge, wie gut. Er spielt so gut, dieser kleine Pisser. Hilfe! Weiß ich nicht mal. Dennis mit 20 Euro für mein Jürgenburger Sky-Abo. Das hier ist das Jürgenburger Sky-Abo, Freunde. Dankeschön, Dennis, für 2 Euro, mein Freund. Frosty mit einem Sub. Und Kemal mit einem Sub. Kuss geht raus, Freunde. Also 20.000 Likes ist das Ziel. Umo 2-1, okay. Aber ihr seht, Freunde, das ist gestört, was die hier anstellen. Was ist mit Willi in letzter Zeit? Ich erst lost, Digga, er ist sehr lost. Ich rede doch mit dir. Ja, ich antworte, du sagst nichts. Ja, ich hab 10-mal deinen Namen davor gesagt, dann habe ich mir auch gedacht, ja, egal. Also, Willi, Eli hat doch gerade geredet. Was willst du jetzt sagen? Gegen wen spielt Eldos? Gegen Black Legend. Legend. Ja, den habe ich auch noch. Oh, was eine Grätsche, Digga. Boah. Freunde, ihr vergesst immer, das geht hier nicht so um... Ey, Umut hat 1 gemacht. Ja, 2-1. Es geht hier nicht nur so um einen Weekend-League-Sieg, es geht wirklich um 2000 Euro. Also wenn du gewinnst, gehst du hier mit 1250 Euro raus, Digga. Du kannst dir dann erstmal eine scheiß PlayStation 5 kaufen gehen. Oh mein Gott. 3-0. Guck dir das Tor an. Nein, guck Hassos Tor. Guck Hassos Tor. Oh mein Gott. Junge, ist das bitter. Das ist ein Moralschaden. Das ist ein Moralschaden. Umut ist im Loch, Freunde. Umut ist im Loch. Aber Umut ist kein Mann. Ja, Umut ist so ein guter Loch-Rauskriecherer. Ich hab nach Kurdistan da. Ja. Wirklich, die Nase bleibt ja immer in der Kurve. Eli, Alerts aktivieren. Sag mir nicht, ich hab ganze Zeit Alerts nicht aktiviert. So. Jetzt sieht man, wenn ihr reinfolgt und einen Euro da lässt und sowas. Ich hatte die gerade. Oh, Umut hat einen Hals. Das ist ein Spiel, ja. Umut hat einen Hals. Eli, spielst du auch irgendwann mal mit? Oder nicht? Was? Spielst du auch irgendwann mal mit oder bleibst du beim Carsten? Ich weiß nicht, vielleicht spiele ich auch irgendwann mal mit, aber ich muss das halt alles managen. Wie soll ich das? Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, aber hosten ist eigentlich auch extrem cool. Hosten macht übertrieben Spaß. Ich kann so die ganze Zeit. Schnell. Es macht übertrieben Bock, Freunde. Und lasst gerne alle hier ein Follow bei denjenigen da, Freunde. 4-0 Eldos. Der Knecht wird heute gewinnen. Das ist echt gut, Mann. Der kleine Pisser wird heute gewinnen, Chat. Wer ist denn noch als Brett da? Hasso ist noch da? Hasso. Digga, Eisvogel ist auch ein absolutes Brett. Das sind nur noch Bretter da. Wenn ich sage, dass Eisvogel mir nichts sagt. Alle sind alles Bretter. Pipecrew, alle, jeder, der noch drin ist, ist ein Brett. Alle E-Sportler sind noch alle drin. Es ist schon ein E-Sportler rausgeflogen? Ja, die E-Sportler, die gegeneinander gespielt haben, ne? Okay, ich kann ja halt, ich, ne? Digga, Eldos führt 4-0 gegen Black Legend nach 25 Minuten. Umut Black Legend, Freunde, ist Top 100 Spieler. Eisvogel gegen Pipecrew. Und da? Jeffrey. Eisvogel hat 4-3 gewonnen, okay. Eisvogel jetzt gegen Pipecrew. Okay, gucken wir auch gleich rein.
Eisvogel ist weiter. Kai, ja, Lions, E-Sportler von Hertha. Zwei Bretter sind raus. Sind schon ein paar raus. Edi, wie viel hast dein Monitor, wie viel Herz hat dein Monitor? Ich weiß es nicht, mein Freund. Kommt ein Best-of vom Edi Geller Cup. Ist geplant, aber ich weiß nicht, wie man das genau machen soll. Aber vielleicht. Koray, schreib dir das mal auf, mein Freund. Wenn, dann kommt es morgen übrigens. Koray und Atta. Andi Gube auch raus. Andi Gube ist auch rausgeflogen, aber die sind alle gegen andere E-Sportler rausgeflogen. Ist krass, ey. Ist krass, ey. Das 4-0, guckt euch den. Digga, ist erst 30. Minute. Das ist der Wahnsinn, Sydney. Hasso 4-1. Hasso 4-1 gegen Umut. Freunde, Umut ist Platz 15 der Weltrangliste oder so. Unita. Im Monat. Im Monat, Platz 15. Umut hat jedes Spiel in der Weekend League gewonnen, außer eins, und da hat er einen Disconnect kassiert. Unita. 90-0 wäre es dann, oder? 119, also 120 wäre es. Halbfinale mit Hin- und Rückspiel wäre Baba. Ibo, du lebst auf dem Mond, das wird passieren. 5-1. Hasso, 5-1. Junge, Euse ist, glaube ich, wieder gut, Eli, wegen Übersteigern. Ich sehe den nicht zum ersten Mal, ne? Den spielen jetzt mittlerweile öfters welche. Das ist verrückt. Ja, also 5-1 gleich ja nicht mehr so Meta jetzt. Wegen Elasticus und so. Das war mir scheiße. Er führt 5-1 gegen Umut-Chat. Hasso führt 5-1 gegen vielleicht den besten Spieler Deutschlands, stand jetzt so, also mit Eldos. Mo. Mit Eldos und Mo sind es mit die besten Spieler Deutschlands, laut der Weekend League. Aber hast du doch auch. Hast du auch, aber ich habe ja gesagt, laut der Weekend League so, weißt du, was ich meine? 5-2. Guck mal, da Umut, seine Bälle sind so krass, ne? Ja. Das ist so krass. Das ist so heftig. Guck mal sein Pressing an. Ich hatte so einen nassen Controller. Hasso hat mich auch direkt gepresst von erster Minute, so ein Wichser. Ich hatte so einen nassen Controller. Da würde mir so auf der Hand fallen. Ich hatte das Gefühl, da wollte ich mich gewinnen. Und da? Sydney besser als Umut, ja. Nee, mein Freund. Das wird nochmal eng, glaubst du? Freunde. Bei so einem Niveau, die wissen ganz genau, falls Umut jetzt gleich noch ein Tor machen sollte, Hasso wird das Spiel einfach töten. Er wird einfach ganz ekelhaft spielen. Das sind alles Freunde, aber hier geht es um viel Kohle, Freunde. Hier geht es um sehr viel Geld. Deswegen ist das denen scheißegal. Sind Wichser. Sind Wichser, ja. Sind echt Wichser. Anders kommst du nicht weiter im Geschäft. Ist wirklich so. Auf dem Feld kennen sie keine Freunde. Wie beim echten Sport, Freunde. Der fragt ihn, ob er irgendwo einen Schönheitspreis zieht. Dann fragt er ihn am Ende nochmal, ob dieses Rumgeheule 1200 Euro wert war. Ob dieses Geheule ihm 2000 Euro gibt. Meinten die, ne? Meinen sie alle. Allerlei Knacken. Trimax besser als Umut. Ja, wahrscheinlich, Digga. Umut, ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, was du so holst. Aber Umut, wenn du so ganz normal spielen würdest, würde Umut uns 90% im Chat so ein 8-0 geben, wenn er komplett richtig reinschwitzen würde. Allein sein Ball versteht die Hälfte ja nicht. Ja, er spielt Pässe, Freunde, das ist nicht so einfach zu verstehen. Und es sieht vielleicht nicht so krass aus, was Umut gerade spielt, aber es liegt daran, weil Hasso einfach auch geil gerade spielt. Er hat auch gerade einen guten Gegner gehabt. Hasso hatte gerade ein gutes Training gegen Sydney Friede. Wie hast du gespielt? 2-0. Sowas muss eigentlich reingehen. Ne? Okay, das Spiel ist hier gegessen. Das Spiel ist, glaube ich, gegessen. Black Legend 5-2, 50. Minute. Guck mal, Jeffrey gegen Stylo oder Pipe. Ja, ich habe den Link nicht, Digga. Stylo streamt nicht und Jeffrey finde ich nicht. Mods, okay. kann mir das einer raussuchen. Aber hier ist auch ein interessantes Spiel. Pipe Crew gegen Eisvogel, Freunde. 1-1, beides auch sehr, sehr gute Spieler. Link ist drin im Chat. Guter Mod, Sydney. Ja, ja. Ich habe Schraubenschlüssel, Jungs. Tut uns leid, leider ist etwas schief gelaufen, Patrick. Der geht nicht, der Link. Doch. Ich schwöre, der geht nicht. Doch. Von ihm geht er hier. Der zweite geht. Perfekt. Ich habe technische Probleme.
Ich hab technische Probleme. Was passiert denn jetzt? Ich hab irgendwas falsch gemacht. Ist alles gut, es war Werbung nur. Ah, du findest den Tab nicht mehr. Spani ist rausgeflogen, ne? Ja. Elders? Oh, oh. Ich hab's 2-1 für Stylo, okay. Wir sind gerade echt interessante Spiele. Wie wen hat Stylo gespielt? Sydney ist ein Löwe, ja. Freunde, Kurs geht raus hier für konstant über 25.000 Zuschauer. Wir waren vorhin on peak 32.000, glaube ich. Digga! Sicher bei meinem Spiel, gell? Ja. Bei deinem Spiel waren 32.000. Nee, es war wirklich bei eurer Runde, als ich mal bei euch beiden geguckt habe. Es wäre viel witziger, ihr Knechte, Mann. Wärt ihr weitergekommen? Junge, sorry. Ich hatte das nicht vor, Eli. Stellt euch mal vor, so ein Willi und Sydney schreiben mir eine 1250-Euro-Rechner. Und meinen das komplett ernst. Und ich muss das Ding dann überweisen. Machst du das mit Freude oder? Digga, ich würde da so weinen. Heute schon den Jürgen gewirkt? Nope. Ding ist, hier sind halt 8 E-Sportler dabei, die spielen das Ding unter sich aus. Ja, keiner von was ist, mit. Ja, aber es wollen immer so viele gegen E-Sportler spielen, Digga, da hatten jetzt viele die Chance bei so einem nicht. Es wird auch mal ein Turnier sein, wo keine E-Sportler mitmachen. Es wird auch mal ein Turnier kommen, wo YouTuber. Nur E-Sportler mitmachen. Cool. Wird auch ein Turnier kommen, wo nur YouTuber mitmachen. Wird auch nur ein Turnier kommen, wo nur Fußballprofis mitmachen. Das wird alles kommen, Freunde. Das wird eine langjährige Serie jetzt hier. Jeden Dienstag. Die Dienstagabende werden jetzt so cool. Die Dienstagabende hat da was zu tun, Freunde. Auch Kreis, mit einem, ja, Kreis mit 1 Euro, Justin mit 2 Euro, Aber mit 1 Euro, Paul mit 2 Euro, Wuselig mit 8 Euro. Kannst du was als Aufmunterung sagen für meinen Freund? Er hat heute seine Prüfung zum Friseur nicht bestanden. Mein Freund, du kriegst das schon gebacken, mein Freund. Friseurtermine kommen und gehen wie Frauen. Mach den einfach einen Übergang, 1, 2, 3 nächste Mal. Seiten ich kann ihm kurz einen Crashkurs geben. Ja, Sidney kann dir kurz einen Crashkurs geben, mein Freund. Guck dir meine Videos an. Nein, das wird schon. Das wird schon großer. Keine Sorge. Danke an alle Follows, die hier reinkommen, Freunde. Ich weiß nicht, wie viele neue Follower wir heute dazu bekommen haben. Lasermöhre, Bruno, Birmi, Helmut, Büttner. Danke für die Follows. Also an alle. 20.000 Likes ist das Ziel. Falls ihr noch keinen Follow dagelassen habt, ist umsonst. Only Mod-Turnier. Ja, ja. Willi ist gut in FIFA. Willi ist nicht schlecht in FIFA, Freunde. Willi ist ein Elite-Spieler. Elite-Willi nennt man ihn auch. Okay, hier ist es sehr verölt. Hasso ist weiter. Umut ist raus. Umut. Ist vielleicht mit dem. Konnte mit dem Druck leider vielleicht nicht umgehen. Was soll ich dir erzählen? So viel haben an ihn geglaubt. Trotzdem, Freunde, GG an Umut. Dankeschön, dass du mitgemacht hast, mein Freund. Nächste Umut. Mal vielleicht, Umut. Schade. Gehen dir halt 1250 Euro durch die Glocken. Aber okay. Glaubst du, der Mann hat schon mit den Einnahmen gerechnet? Der Mann hat auf jeden Fall mit 250 Euro gerechnet. Ist so, als wenn er. Der hat auf sein Konto plus 250 Euro gerechnet, weil der Dritte kriegt auch 250 Euro. Minimum. Ja. Eli, ich rede jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Okay. Ja. Ich habe gestern Abend natürlich als Vorbereitung für dieses Turnier auch gegen Umut gespielt. Echt? Okay. Ja. Ich habe dem Mann um eine recht späte Uhrzeit eine Nachricht geschrieben: Steh auf, ich muss üben. Und habe ich auch ein bisschen mit dir gesprochen. Und er war sich auch gut sicher, dass er. Ich habe ihn gefragt, ja, morgen wird Geld gemacht, oder? Ja, ich glaube schon, wenn ich gut spiele. Das hier, Freunde, ist der E-Sportler von Gladbach. Der ist im Viertelfinale gegen Stylo. Stylo E-Sportler bei Focus Clan. Auch ein sehr interessantes Spiel. Jeffrey. Und jetzt sieht's hey, Jeffrey hier, ist noch bei HSV. Hab ich doch gesagt. Achso, nee, ich meinte HSV, Freunde. 2-2 hat er hier gerade gemacht. Der einzige Schwarze, der E-Sportler ist. Wow, Digga. Bleib stark. Lass den Mann in Ruhe, Junge. Das ist sehr, sehr cool. Er redet. Er redet wie Ikenner. Danke. Guck. Geht. Warte. Hör dir sein Zwiebeln. Er redet wie Ikenner, Chat. Blacky Rage Quit Early? Ikenner? Boah, der hat auch so eine Krawatte. Ja, also Eldos, Freunde, sag euch ehrlich, Eldos, das sieht sehr, sehr stark aus, was der Mann heute hier macht. Blacky. Wer weiß nicht. Blacky wird gleich mal aufstehen. Aber hat halt Pech gehabt. Blacky hat gut gespielt, hat halt Pech gehabt mit den, ja, jetzt mit dem Matchmaking, Freunde. Hat halt Pech gehabt mit dem Matchmaking. Kenn ich. Naja.
Es laufen noch Jeffrey das Spiel und Pipe Crew, ne? Jeffrey und Pipe Crew laufen noch. Oh, fast. Du glaubst, warte. Lass mal Picks machen, wer gewinnt. Lass ich sag wetten. Eldos. Nee, wir dürfen es nicht wetten. Wir dürfen nicht wetten. Ja, also, dann darf ich unsere so Favoriten sagen. Okay. Kannst Fantasy Liga sagen, was du. Was für die Fantasy Liga, wir dürfen nicht darauf wetten. Ja, die Fantasy Liga würde ich auf Hasso gehen heute. Also wenn mich meine Mutter fragt, auch Hasso. Mit einer Knarre am Hinterkopf und sagt, wer glaubst du gewinnt heute, dann würde ich sagen, Eldos. Ich würde sagen, Hasso. Ja, es ist halt schwierig, Chat. Ist nicht so einfach. Ja. Kann alles passieren. Stylo, so ein Müllteam, kann aber mithalten. Ist krass, Freunde. Stylo, super Spieler. Das hat Willi auch zu Gesicht bespielt. Guck mal, Jeffrey, sein Follower mit Unmut. Ja, mit Unmut. Freunde, lasst hier bei... Hier, guck mal, Jeffrey kriegt auch schon gut Follows rein. Guckt euch den Mann an. Supportet den, Freunde. E-Sportler bei Gladbach. Ich sag's auch immer HSV, wieder. Junge! Mann, ey. HSV. Wenn ich nicht online bin, könnt ihr gerne bei den anderen hier mal vorbeischnuppern, falls ihr sie noch nicht kanntet. Oder bei Sydney oder bei Willi. Da lernt ihr auch was vom Gameplay. Nicht so wie bei mir und nur Rumgeschreie und irgendwelche... Ja. Also ich habe eine coole Abschlusstaktik, die kann man... Willi hat eine super Abschlusstaktik, die kann man da auch immer jeden Samstag, Sonntag und Freitag sich angucken in der Weekend League. Aber ich finde es krass, wie ruhig du eigentlich so bist, Willi. Ich dachte, du bist... Oh, warte mal. 3-2. Jeffrey kommt wahrscheinlich ins Halbfinale, Freunde. Jeffrey. Und Halbfinale ist geil, weil Halbfinale ist Hin- und Rückspiel. Und wenn du das Halbfinale gewinnst, hast du safe 500 Euro. Das ist halt geil, ne? Oh mein Gott, wie cool. 500, also wer das nächste Spiel gewinnt, Freunde, hat schon mal safe 500 Euro. Und 500 Euro schmeckt schon echt gut. Damit kannst du dir deine scheiß PlayStation 5 kaufen gehen. Das ist so gut. Was ist nächste Woche geplant für ein Turnier? Ja, auch. Oh, 3-3. Oh, 3-3. Drecks-Gegentor. Stylo bleibt so ruhig. Aber er hat Messi auf dem RTG-Account, krass. Danke. Onida. Eli, hat man dir keine richtige Sitzhaltung beigebracht? Ey. Ey. 3-3 hier, Chat. Geiles Spiel. Eli, nächste Woche, Plan. Stand jetzt. Sieht eher nach YouTuber-Turnier aus nächste Woche. Was heißt YouTuber? Heißt Pro nicht. Ist auch heißt, YouTuber. Heißt nicht Sydney Willi. Hä? Ich war, also mal gucken. Ich muss gucken, wie ich das mache. Eigentlich bin ich überall dabei. Eigentlich will ich euch beide eigentlich immer überall reinhauen. Normal. Ich muss gucken. Aber es ist halt unfair, YouTuber. Digga. Es ist unfair, wenn ihr beide da mitmacht und dann zockt ihr da. Nee. Ich muss gucken. Ich bin YouTuber. Hä? Ich bin YouTuber. Ja, du bist YouTuber. Bin ich. Ich muss gucken, Chat. Hä, du meinst davor, ich bin immer dabei. Eigentlich seid ihr beiden immer dabei, ja. Außer bei... Also. Überall? Hm? Außer bei so Noob-Dingern. Ich weiß halt nicht, es kommt drauf an, welche YouTuber ich einlade. Ja, ich dachte jetzt so YouTuber RD und so auch. Oder nicht? Ja. Alle außer E-Sport da, also Prawns und sowas. Ja, okay, Digga, mir ist es Rille. Er ist YouTuber, also okay. Dachte ich. Immer Friede schauen, dann Friseur des Vertrauens. Ja, ja. Jordan, Willi, Friede. Ja, eigentlich schon. Jordan, das Problem ist bei Jordan, dass er leider nicht streamt. Und ich kann mir die Spiele bei ihm dann nicht angucken. Man muss halt hoffen, dass Jordan dann gegen jemanden spielt, der streamt. Mhm. Ich lass nicht gegen Jordan spielen. Also die gestellten Freunde, die ich eigentlich immer stelle, sind auch immer Leute, die streamen müssen. Weil sonst kann ich mir das ja gar nicht angucken, außer über Shareplay. Aber ich weiß nicht, ob Shareplay, das ist halt kacke für euch, weil ich da nicht einfach hin und her switchen kann. Ja, da muss ich dann genau das Spiel gucken. Ich brauche immer so ein paar Streamer. Du kannst trotzdem switchen. Wie denn? Bei Gato hast du dein Shareplay-Spiel und du kannst ja trotzdem auf Twitch gehen. Mhm. Sinan, danke schön für deinen Sub, mein Freund. Achso. Macht Mo nächste Woche mit. Wenn ich ein YouTuber-Turnier mache, dann nicht, ne? Er hätte diese Woche mitmachen können. Hätte auch wahrscheinlich gute Chancen gehabt, aber... Ja, diese Woche hätte es Sinn gemacht, oder? Ja, eigentlich schon. Man darf nicht vergessen, Freunde, das ist hier nicht einfach so ein Spaßding. Du kannst echt viel Kohle gewinnen. Soll ich mal das Traurigste sagen, Freunde? Ich hätte sogar Turniere machen können. Ich habe
mehrere Sponsoren zur Verfügung sozusagen. Also viele sind interessiert, weil sie sehen, dass einfach viele Leute am Start sind, dass die Community das feiert. Guck mal, wenn man sich überlegt, hier sind 30.000 Zuschauer einfach die ganze Zeit da. Und die anderen streamen das ja auch. Das ist ja auch nochmal Reichweite. Also das ganze Ding hat eine ganz, ganz große Reichweite. Das ist interessant für Sponsoren. Diesmal ist es hier Level Up. Und es würden aber auch, theoretisch ist es machbar, mehrere Sponsoren in einem Turnier zu bekommen. Aber EA erlaubt nicht mehr als 2.000 Euro Preisgeld. Ich sage euch ehrlich, ich könnte sowas stemmen wie 5.000 Euro Preisgelder. Dann kriegt der erste 3.000 oder so eine Scheiße. Und das ist dann nochmal eine andere Hausnummer, aber das erlaubt EA Sports nicht. Leider. EA Sports. It's a game. Es geht hier in die Verlängerung, Freunde. Schwitziges Ding. Schwitziges Ding. Bei Jeffrey. Auch Verlängerung. Beide Verlängerungen. Wie sieht's bei Pipecrew aus? Achso, das ist auch Verlängerung? Ja. Pipecrew-Verlängerung und Jeffrey-Verlängerung. Hasso spielt... Ach, die gucken alle das... Nee, die gucken alle die Games. Warte mal, ich guck mir das jetzt mal hier an. Also. Umut spielt... Achso, das ist alles schon fertig. Also. Nee, Digga, bin ich lost? Halbfinale. Umut... Hasso spielt jetzt gleich gegen den Gewinner von Eisvogel gegen Pipecrew. Eldor spielt gegen den Gewinner von Jeffrey gegen Stylo. Okay, wir haben eigentlich alles. Eldor ist Spiele. Das gut. Elverschießen ist halt richtig verölt dann, ne? Eldor ist so ein ekliger Öler. Eldor und Hasso machen es im Finale unter sich aus. Eldor und Hasso, können die gegeneinander spielen? Eldor gegen Hasso? Ich glaube, warte, ich guck mal kurz. Eldor. Ja, Eldos kann gegen Hasso spielen. Ja, im Finale. Ja, theoretisch. Aber Digga, du darfst die anderen auch nicht unterschätzen. Die sind alle krass. Alle krass. Finale wird wild. Ja, Mann. Finale, Freunde, werden wir dann auch nochmal kurz eine Instagram-Story machen. Macht echt Bock zuzugucken. Dankeschön. Freunde, gefällt euch so ein, gefällt euch sowas? Ja, oder? Bonita. Eine dumme Frage. Aber trotzdem, wie ist PlayStation 5? Ich war hype. PlayStation 5 habe ich noch nicht FIFA drauf gespielt. Ich war nur im Menü. Da ist der Controller. Achso. Morgen ist der 11. Ne? Ab morgen dürfte ich streamen auf PlayStation 5. Ja, mega geil, sehr geil. Schön, Digga. Das ist der absolute Oberhammer. Absolute Oberhammer. Obi mit 2 Euro, Robert mit 2 Euro. Idee fürs nächste Turnier, Fantasy Liga für Zuschauer. Das dürft ihr leider nicht, Freunde. Hier, das steht in den Richtlinien auch. Ich auch. Das steht leider in den Richtlinien, Obi. Guck, Netsto mit einem Follow, Samir mit einem Follow, Legendary, Fritz Walter, Sven mit einem Sub, Sina mit einem Sub, Yoda mit einem Follow, Michi mit einem Follow, Max Rademacher mit einem Follow, dankeschön. Das Elverschießen wird geil jetzt gleich. Ja, vor allen Dingen beide sind einfach parallel, die beiden Elverschießen, glaube ich. Passiert dir was? Nee. Die schwitzen gerade so um ihr Leben. Die schwitzen so um ihr Leben. Boah! Und da? 108. Minute. Und 105. Gutes Timing. Na geht, wird gleichzeitig sein, das Elverschießen, glaube ich. Beide Elverschießen. Fast. FIFA-Turniere nur mit Fußballprofis. Wird auch kommen, Freunde. Wie gesagt, wir haben gerade erst angefangen. Das soll eine Serie werden. Vielleicht schaffe ich es auch nicht jeden Dienstag. Aber geplant ist es eigentlich. Aber soll jetzt jeden Dienstag immer was kommen. Auf jeden Fall. Oh, ich guck mal hier mit Spieler wechseln. R9. Die haben halt voll, es gibt ja. Oh Junge, du hast Donnerstag jetzt einen Reward-Stream. Ich habe gar keinen Dienstag Platz. Dienstag Eligella Cup. Freitag, Samstag, Sonntag WL. Ich habe eigentlich auch Montag noch frei, oder? Ja. Und Donnerstag Among Us. Und Mittwoch? Donnerstag Among Us, stimmt, Digga. Abends Among Us. Junge, dein Streamingplan ist mies geregelt. Junge, ist so geregelt. Bei mir war jeden Tag 10 Stunden, ich weiß nicht, was ich mache. So geregelt. Immer vor Black Legend mit einem Ding. Dankeschön, Blacky, für deinen Sub. Auch danke, dass du mitgemacht hast, mein Freund. Hattest halt ein bisschen Pech mit dem Matchmaking, ne? Aber trotzdem gut gespielt, mein Freund. Eine Nachricht an Blacky, Erfahrung gesammelt, großer, hä? Tor Stylo, oh. Tor Stylo? Ey, wenn Stylo das Ding hier macht, Freunde, heftig. Mit einem RTG-Team. Stylo ist dann im Halbfinale. Und Halbfinale ist das Wichtigste, Freunde. Wenn du ins Halbfinale kommst, ist nämlich mit Hin- und Rückspiel. Beide Ergebnisse werden zusammengerechnet. Der hat mich so verunsichert.
Stylo. Oh, warte mal. Oh, was macht er? Oh, das war nicht so gut gespielt. Er hätte nach vorne spielen sollen. Und ich glaube, das war's jetzt. Hasso macht aber einen dummen Pass. Warte mal. Warte mal. Nee, das Ding ist durch mit Klostermann. GG. Schade, GG. Jeffrey. Schade, Jeffrey. Ja. Aber trotzdem gut gespielt hier. Kriegt einen Follow von mir. Wie bei allen anderen Freunden könnt ihr immer gerne alle überall reinfolgen. Ich sehe ja immer hier, dass die echt viele Follows auch dazu bekommen. Schade, Jeffrey. Trotzdem danke, dass du mitgemacht hast. Und jetzt schnell zu Pipe Crew. Sind die im Elferschießen? Pipe Crew jetzt Elferschießen, Chat. Pipe Crew Elferschießen. Moin, du Eierkopf, hast du schon Angst vor der Wochenendliga? Ach, die Wochenendliga kann mir die Klöten lecken. Ich spiele die Wochenendliga auf der PlayStation 5. Zum ersten Mal dieses Wochenende. Aber gegen PS4-Gegner, oder? Gegen PS4-Gegner, glaube ich, ja. So, Elferschießen, Freunde. Hast du dann eigentlich einen Vorteil, Didi? Was habe ich da? Ein Vorteil. Ich glaube, ich habe sogar einen Nachteil. Oh, das ist natürlich... Digga, immer diese scheiß Elferschießen. Junge, Elfer sind so... So random. Ich hasse Elfer. Ich finde, da gibt's keine Taktik. Gibt's auch nicht. Alle sagen, du musst im... es gibt keine Taktik. Du musst irgendwas machen. Oder? Links. Einfach Glück. Eisvogel ist so ein abgewichster Wichser. So ein abgewichster Wichser ist das. Oh. Glaubst du, der lächelt einmal? Nee, dem Mann ist das so egal. Rechts. Der eisige Vogel. Basti, was macht der? Der Mann muss den jetzt halten, ne. Der muss ihn jetzt halten, ne? Er muss ihn jetzt halten. Ja. Er muss jetzt erstmal rennen. Mitte. Ich hab's gesagt. Eisvogel ist im Halbfinale. Mann, Digga, ist Eisvogel jetzt im Halbfinale gegen Stylo und keiner streamt das? Das wäre traurig. Und ich sag den immer den Knechten, die sollen streamen. Pipe Monkey Army, danke schön für deinen Sub. Gute Musik. Achso. Nee, Pipe Cruise gegen Hasso. Also, nee. Wer hat gewonnen? Nee. Eisvogel. Eisvogel gegen Hasso. Und Eldos. Und Eldos gegen Stylo. Nice. Zack. Hör auf damit. Willi, spielen wir gleich Horrorspiel? Oh, voll kacke, das ist schön. Ja, können wir. Halbfinale, so. Freunde. Hin- und Rückspiel, die Halbfinals. Also es wird jetzt interessant, Chat. Der Gewinner, der jetzt dieses Ding gewinnt, hat safe 500 Euro. Frag Stylo, ob bestimmt er anscheinend nicht. Je nachdem, wie schnell mein Gegner scheißt, bleibe ich so 80%. Ja, ist schwierig bei den Elbern, Chat. Ist schwierig bei den Elbern. Wenn ich mir zum Beispiel Pogba seinen Anlauf anschaue. Bodenlos, was Pogba dahin zaubert. Ja, trotzdem GG von mir an die Pipe Crew. Könnt ihr nochmal ein Follow da lassen? Schade. Schön, dass ihr mitgemacht habt, aber was soll man sagen? Es ist halt ein hartes Turnier hier. Ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, deswegen ich weiß nicht, was da so genau abging. Aber ja. Weitermachen, Freunde. Ey, das holt die Trophäe nach Dortmund. Wer wird der erste Edi Geller Cup-Sieger? Wie ist cool. Der erste Edi Geller Cup-Sieger. Eldos, wartet mal. Eldos spielt jetzt. Nee. Eisvogel spielt jetzt gegen Hasso. Ja. Und Eldos spielt gegen Stylo. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Gegen wen spielt Eldos? Eldos spielt gegen Stylo. Gut. Eldos spielt gegen Stylo. Und Umut? Umut ist raus. Was geht ab, Jungs? Nichts. Wir sind im Halbfinale vom Edi Geller Cup, Freunde. Der Sieger aus dem jetzigen Spiel kriegt 500 Euro. Safe. Und es geht um 2000 Euro insgesamt. Der erste kriegt 1250 Euro. Der zweite kriegt 500 Euro. Und der dritte kriegt 250 Euro. Also einer von diesen vier Leuten ist richtig angearscht. Einer von denen wird kein Geld bekommen. Junge, ist das traurig. Stell dir vor, du gehst hier mit 0 Euro nachher raus. Das wäre natürlich bitter. Die müssen sich jetzt einladen. Die müssen sich aber jetzt erstmal einladen. Warum hast du so mit seinem Win gegen mich an? Ja, hört man. Edi Geller Cup, jede Länderspielpause wegen CL. Nee, ich habe ja letzte Woche auch Champions League gestreamt, einfach ein Reward-Stream. Der hatte ja auch 14.000, 15.000 Zuschauer. Ja,
Zur Not muss Eli dann bei mir Shareplay rein, kann leider nicht streamen. Aber ich kann ja bei. Ich kann ja hier einfach. Du spielst ja gegen jemanden, der streamt. Sozusagen. You understand? Am Ende Eisvogel gegen Stylo im Finale. Junge, wenn Eisvogel gegen Stylo ist, dann muss ich wirklich Shareplay rein. Oder dann musst du den Stream anschmeißen. Was soll ich euch erzählen? Einer von euch muss dann den Stream anschmeißen. Eldos oder Hasso muss ins Finale kommen. Einer von den beiden. Sonst können wir einfach Finale nicht gucken. Glaubst du, Messi kommt ins Team of the Week? Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. Das wird schwer. Adam Chef mit 5 Euro. Du hattest einfach fast so viele Viewer wie Knossi. Ja, das ist echt krass, dass so viele hier am Start sind. Kuss geht raus für den Support. Zuschauerrekord war generell mal bei 45.000. Und das war aber der erfolgreichste Stream auf jeden Fall die letzten Wochen. Ich finde es auch cool zu sehen, was die anderen so viele Zuschauerzahlen haben. 1.100 hat jetzt Eldos zum Beispiel. Ist ja auch gut für Eldos, oder? Eli, gibt es ein Spiel um Platz 3? Ja. Okay, und da ist es aber dann nur einfach. Das kann ich mal im Regelwerk nachgucken, mein Freund. Ja, vielleicht eine Frage, die sich man dann sparen kann. Und zwar Regelwerk, Ablaufturnier, Ablaufmatches. Also ich bin zu faul, mir das durchzulesen, um ehrlich zu sein. Verhalten, das ist mir auch alles. Es steht hier irgendwo drin, ich habe nur keine Lust, es mir durchzulesen. Mods? Das ist in Ordnung. Ihr kennt die Regeln. Mods, schreibt es mal kurz rein. Ladet euch ein, ihr Knechtkinder. Sascha mit 1 Euro, dankeschön. Julis mit 2 Euro. Meine Freundin liegt immer nur neben mir, während ich mir deinen Stream gönne. Prioritäten müssen gesetzt werden. Dankeschön, Jules, für 2 Euro, mein Freund, und für den Support. Facebooki, Optik, Gregor Zrinski, Sebastian Grabner. Alle mit 1 Follow. Falls ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt, Freunde, kostenlos einfach ein, kostenlos einfach ein Follow da lassen. Bin Content Creator und E-Sportler bei Hertha BSC. Und genau. Und nebenbei machst du noch YouTube. Und nebenbei machst du noch. Guck mal, was hast du, was Style für ein Team hat, bitte. Und er kommt. Digga, ist das ein Biest. Kaliska. Kaliska ist ein Biest. Der Karia ist so ein. Oh. Digga, wenn Stylo dieses Ding hier gewinnt, dann hat der so krass meinen Respekt verdient, wirklich. Also er hat schon so meinen Respekt, aber das ist der Wahnsinn. Barani mit 1 Euro, dankeschön. Rashford Inform oder immer. Nee, also Rashford Inform. Resse mit 1 Euro. Wer Jeffrey kommt in meinen Chat, er schreibt Mund abwischen, weitermachen. Ja, das ist auch korrekt so. Es spielt jetzt, Freunde, die beiden Halbfinalen. Das sind die wichtigsten Spiele. Weil wer jetzt weiterkommt, Hin- und Rückspiel. Wer jetzt weiterkommt, der hat safe 500 Euro sicher. Ey, das nimmt zuerst mit Trainer, das ist dein Bruder heute. Sieht aber nicht aus wie Eldos, oder? Bisschen. Doch. Ein bisschen größer, ne? Ich schwöre, der sieht gerade genauso aus wie Eldos plus live. Beide gucken auch so nach unten. Wie glaubst du, wie groß ist der? Wie geil, muss Eldos nicht bald ins Bett? Eigentlich schon, ja, der Mann hat morgen Schule. Mach mal schnell! Freunde! Freunde! Der Mann hat morgen Schule eigentlich. Oh, nee. Guck mal, hier Zwiebels, glaube ich. Ich muss gleich schlafen. Ich glaube, hier Zwiebels. Ich glaube, hier Zwiebels. Ich glaube, hier Zwiebels. Hier Zwiebels. 1-0 Eldos. Eldos. 15 Minute. Mhm. Mann, Digga, das ist so ein kleiner Wichser. Er ist so gut. Ich schwöre, das kotzt mich auch an. Guck mal, wie er dann noch kleine Faust macht. Die Corona-Faust. Er ist so ein kleiner Wichser, Chat. Er ist so ein kleiner, so guter Wichser. So abgezockt, der kleine Mann. Ich habe morgen auch Schule. Der Mann ist so klein und schon so abgezockt. Aber. Was sagt er? Hä? Was sagt er? Nee, nichts. Er hört schon wieder wegen Merch. So. Sag ihm mal nächste Woche, frag ihn mal, ob er mitmachen will. Übernächste Woche will ich ein Noob-Turnier machen. No front. No front. Also sowas wie sowas, wo wir bei Fall Guys mitgemacht haben in FIFA. Da will ich so Trimax und so einladen. Also, Trimax war unsympathisch. Nicht so viele. Ja. Aber die sollen da halt mitmachen. Da bin ich auch dabei. Da sehe ich mich auch. Warte, wen gibt's denn noch? Der Mann weiß nicht, wer Johnny Sins ist. Junge, Monte wäre so cool. Ja, Monte wäre so cool. Digga, aber der Einzige, der irgendwie einen Draht zu denen hat, bist du. Oder ich gebe Tommy eine DM. Ich sag, Tommy, Großer, hör mal zu. Wir kennen uns zwar noch nicht so lang, aber ich brauch dich.
Mickey. Stimmt, Mickey. Wen gibt's denn noch? Unsympathisch, Mickey. Mickey ist auch schön. Amar. Amar. Oh, warte mal. 1-1. Stylo 1-1. Digga, der Mann macht es echt gut. Boah, geil. Der Mann macht das echt gut, Chat. Tommy stark, klärt das. Stylo. Solution. Und Solution, ja. Solution, Reapers. Reapers. Knossi. Knossi, ja, das ist, glaube ich, zu Dings da. Eli Geller. Ja, Digga, da kann ich mich auch anwenden. Chef Strobel. Chef Strobel ist auch schlecht, stimmt. Hello Trick spielt der FIFA, ne, wa? Nee, Solution? Nicht. Solution ist auch shit, stimmt. Wer spielt denn eigentlich kein FIFA, aber macht das so einfach? Das macht Amar. Amar. Trimax. Mickey. 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 Ne? Und unsympathisch. Spielt unsympathisch? Ja, aber er hilft so ein bisschen den. Ja, ja. Er hilft zum Beispiel Trimax, also kann schon ein bisschen was. Er kann was, okay. Medi. Er kann was, heißt Amar holt ja auch Gold ein. Die spielen ja alle nicht. Amar ist aber nicht schlecht. Amar ist ehrlich nicht schlecht. Ja, der ist aber wahrscheinlich, ist der aber da kannst du keinen Pain einladen bei so einem Ding. Ja, ja. Oder ein Ne, kannst du auch nicht einladen. Ah, Ne ist viel zu gut. 2-1 Eldos. Benji ist auch Eldos. Schlecht. Digga, Benji ist auch schlecht. 2-1 Eldos, Freunde. Ihr seht es, ne? Achtet mal drauf, wie die zocken. Ich finde das so krass, wie ruhig Eldos die Tricks immer macht. Aber mit Rückspiel jetzt, ne? Das ist jetzt mit Hin- und Rückspiel, Freunde. Aber das heißt, man darf sich auch nicht abschlachten lassen direkt. Der Mann hat so einen Ruhepuls gegen mich gehabt. Ich hab da Druck gemacht. Stylo? Probiert und ich hab das Gefühl, den hat's gar nicht gejuckt. Eure der beiden Gegner sind übrigens in dem Halbfinals. Bam. Ja, ja. Wir sind ja nicht umsonst. Ja, guck mal hier, 2-2. Oh, gut gespielt von Stylo, aber. Eli. Die spielen immer noch nicht hier. Meine Fresse. Andere spielen, die spielen noch nicht. Julian, danke schön für 2 Euro. Massi mit 3,50 Euro. Wen gibt's noch? Es geht hier um 2000 Euro, Freunde. Das ist nicht hier einfach nur ein Weekend-League-Spiel um Elite. Hier geht's um Cash. Hey, wie brauchst du denn Aqua? Ein paar Dings, Fortnite. Na, mindestens 8 brauche ich. Aqua. Aqua hat Maradona gezogen. Ich brauche 8. Aqua ist Weltmeister. Hast du gegen auch, oh ja. Bin auch YouTuber, hab 3 Abonnenten. Benedikt, danke schon für 2 Euro. Ron Bilecki, der spielt gar kein FIFA, oder? Nee. Außerdem, die müssen schon ein bisschen was da. Ne. Benji kann da auch mitmachen. Screeper, Sky Creeper TV mit einem Follow, dankeschön. Vor dem Finale, Freunde, werden wir nochmal ein Giveaway machen. Eine 50er PSN-Card verlose ich da nochmal für euch. Als Support für diesen Stream hier. Kurs geht raus für permanent über 20.000, 25.000 Zuschauer. Weiß ich sehr zu schätzen, Chat. Ich brauche hier mehr epische Musik. Irgendwie finde ich aber keine. Lass es, Eli, bitte. Dream Cave. Deine Scheißmusik. So gut. Ist Benji dieses dicke Mädchen? Ja, genau. Ein Profifußballer-Turnier wäre auch. Kannst du immer auf YouTube? Oh, Digga, fast 3-1. Eli, kannst du immer auf YouTube? Weil du kannst gar nicht die Lautstärke von den Streams anmachen. Das wäre viel cooler. Ich weiß, aber. Auf YouTube. Ich habe zum Beispiel ohne Musik dann gestreamt, damit du eigentlich zugucken kannst, aber. Ja, ich habe auch ohne Musik gemacht. Ich kann den ja sagen, nächstes Mal an den Streamern, das ist so. Aber eigentlich ist es geplant in meinem YouTube. Aber vielleicht mache ich sowas auch mal auf Twitch. Chef auf Twitch 20.000. Hilfe. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, wir hätten heute auch auf Twitch 20.000. 20 ist so ein krankes Brett. Hilfe. Ja, Digga, wir waren letzten Donnerstag bei 15. Ich weiß, du hast auf Anomas gespielt. Ja. Ich glaube, wir wären bei Twitch auf 20.000 Zuschauer. Aber es geht nicht nur um die Zahlen, Freunde. Es geht nicht um die Zahlen. Es geht hier um den Spielspaß. Ihr könnt hier ein bisschen was auch lernen, Freunde. Hier sind gerade mit die besten Spieler Deutschlands. Habe ich dir erzählt, dass mir dieser Test und so geschrieben hat? Über Twitter dann? Hast du im Stream gesagt. Achso. Julian mit 2 Euro. Kannst du mal bitte... Nice Friese Bro grüßen, nice Friese Bro grüß dich. Wie geht's deiner Freundin? Also Richard geht's sehr gut. Profifußballer-Turnier für den guten Zweck. Nee, immer. Achso. Die Profifußballer müssen immer für den guten Zweck, bla bla bla, Digga. Die wollen doch auch mal Kohle. Die wollen doch auch mal irgendwie mit PlayStation Kohle bekommen. Die brauchen zwar die Kohle nicht, aber vielleicht wollen sie auch mal. Was denn? So ein Tom Strauß, der sagt sich, hey, hör mal, ist schön hier und da für einen guten Zweck. Aber Nürnberg, ich brauche mal was anderes. Als Nürnberg-Überweisung. FC Dag kann auch beim Turnier anmachen.
Schuss für den Stand, Rückraum, Scoop-Turn. Eins davon macht er, nichts davon. 11 Meter. Guck dir den Elfer an. Sydney. Guckt euch den Elfer an. Was? War das für 11 Meter? Das ist ein 500-Euro Elfmeter. So schlimm. Guck mal, da lacht doch Eldos. Da hat er so einen kleinen. Guck, das ist so schlimm. Er schießt. 11 Meter! Mitte. Oh, neueste. Das sind die Nerven. Nein! Die sind so nervös, die Männer, Freunde. Wir sitzen hier ganz entspannt in unserem Zimmer und die schwitzen auch ihr Leben. Willi, ja? du musst schreien und flüstern. Ja. Guck mal, wie wenig das den Mann interessiert. Ja, genau so. Der sagt was denn? Guck mal, wie wenig das Eldos interessiert, den kleinen Pisser. Der sagt, was ist denn los? Und die Faust. Der Bruder sieht auch das Geld. Ey, Eldos, ich hab dich doch da supportet. Kannst du mir nicht vergiss nicht. Ich hab die geholfen. Der Mann kriegt selbst 250 Euro oder so. Der Bruder sieht da so gute Moneten. Macht Ton an. Aber der ist so stolz auf Eldos. Ach, guck mal, Eldos klingt ohne Ton. Wir können hören, was er sagt. Oder ich muss hier ein bisschen lauter, glaube ich, machen. Perfekt. Neuer ist der beste Tormann der Welt. Neuer ist der beste Tormann der Welt. Er kauft sich eine neue Pfeife. Die wird heute noch zum letzten Mal. Er soll nicht in einer seine Richtung rauchen. Ja, aber Mann, der hat noch frische Lungen. Die reden so oder so nicht, weil die sich konzentrieren. Klostermann ist krank. Die konzentrieren sich eh die ganze Zeit. Corona-Pfeife. Ich hab gegen Hasu verloren. Eldos vor, noch ein Tor. Meine Freundin steht auf Eldos. Ich sage so, wie es ist. Jedes Mal, wenn Eldos im Chat reinschreibt... Die haben auch geflirtet. Ja, ich schwöre, die flirten die ganze Zeit. Meine Freundin sagt immer, sie findet Eldos voll süß. So fängt's an, Freunde. Ja, aber das ist auch kacke, der Süßstatus. Ja, der Süßstatus ist kacke, ich sag dir ehrlich, aber so fängt's an. Ja, ja. Irgendwann ist Eldos süß, älter. Ja. Was ist denn dann? Immer noch süß. Und irgendwann ist dann Eldos vielleicht auch E-Sportler. Weltmeister bei Dortmund. Perfekt. Versprochen. Sagt sie sich, hör mal zu, Hertha ist nicht so gut. Dortmund Champions League? Weg dann ab, sagt, hör mal. Edi, wir hatten eine schöne Zeit. Sie ist einfach E-Sportler-Frau. 4-1, der Mann ist so ein trockener Spieler. Er ist so trocken. Von einem E-Sportler zum nächsten. Ihr seid solche Wichser. Wie kann man da ins kurze Eck schießen, Eldos? Sidney hat einen kleinen, ich fand die Nachricht nicht schlimm, aber du weißt wegen dem Wort. Gold, Digga, ja. Dann sagt Eldos, was denn, Edi, was denn? Was kriegt der zweite Edi? Der zweite kriegt 500 Glocken. Kann sich eine PlayStation 5 kaufen gehen. Weil er mal kurz für 3 Stunden ein bisschen gut FIFA gespielt hat. Wie lost ist eigentlich Stylo und nennt seinen Account Matt Brown? Was ist das denn? Heißt doch Matthias. Ey, das ist so krank, oh mein Gott, ja. Freunde, ihr dürft nicht verwechseln. Der Mann spielt gegen andere E-Sportler. Und hat er überhaupt schon mal ein Spiel nicht mit 4 Toren Abstand gewonnen? Und Eldos wird dann vielleicht größer als du sein. Ja, das kann auch sein. Hasso 1-1. Ach, Hasso spielt ja auch, Digga. Ich hab das voll vergessen. 4-1. Boah, Digga. Hasso 1-1 gegen Eisvogel. Hin- und Rückspiel, Freunde. Hasso ist das andere Halbfinale. Hasso E-Sportler bei One Football, glaube ich. Oder? Ne, nicht bei One Football. Da sind voll viele. Wo ist Hasso E-Sportler, Sydney? Hasso? Ja. Oh. Schwer. Gib mir eine Sekunde. That's Football. Sag ich doch, Sets Football, nicht One Football. Sets. Bet and Win, Bet 365, nee. Gut, Eli, wie heißt es im Auto, was wir unsere Hände eingerieben haben? Eli? Ich verstehe dich nicht. Sag mal. Desintifikat. Mann, Digga, sag mal, wie es heißt. Sag du. Handspray. Hä? Was macht das? Sauber.
Leon, schickt den Gewinner einen Pokal zu. Ja, ist auch geplant, aber ich weiß nicht, ob dir das halt interessiert. Ich glaube nicht, deswegen. Für mich ist es dann Arbeit und ich glaube, der wird da irgendwo im Kleiderschrank rumliegen. Eli, sag's jetzt. Ich versuch's gerade im Chat zu lesen. Identifikationsmittel. Desinfektionsmittel. Wie? Wie heißt es denn, du Klugscheißer? Das war gerade richtig. Ja, sag ich doch. Desinfektionsmittel. Ja, danke, Eli. Bitteschön. Super. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir immer melden. Desinfektionsmittel. Guck mal hier, 2-1. Oh mein Gott. Diese scheiß Autoblocken geht mir so auf den Sack, Freunde. Hat Tasso super gespielt. Wird leider nicht belohnt. Vor allen Dingen leider, Digga. Ich bin hier unparteiisch. Sag ich so, wie es ist. Aber diese Autoblocks sind too strong. War noch nie so stolz auf Eli. Haha, neues TikTok. Mann, gib mir nicht auf den Sack. Desinfektionsmittel. Klasse. Ich muss sofort. Desinfektionsmittel. Ich find's voll unlustig, diese TikTok. Einfach Desinfektionsmittel. Desinfektion. Ein Hinterhalt. Voll unlustig. No Nut November. Halt's Maul. Digga, hier kommen so viele Spenden. Ich chat. Julian mit 2 Euro, Tim auch, mit 2 Euro, Leon mit 2 Euro, Leon bei mit 2,50 Euro, Leon wieder mit 2,50 Euro, Nick mit 2 Euro. Ladehand auf Blood, Blue, ja stimmt, der könnte man wirklich machen. Schick den Gewinner einen Pokal. Commander Krieger im Turnier wäre auch witzig. Oh, warte mal, Eisvogel 2-1. Oh nö. Aber man darf nicht vergessen, Freunde, Hin- und Rückspiel. Das oh, ist nicht gut gemacht. Ist nicht gegessen. Tasso liegt 2-1 hinten. Eisvogel, sehr guter Spieler, was soll ich euch erzählen? Eisvogel. Ja? Timo, okay. Julia mit 2,5. Edi, komm mal, Frau Freudenstadt-Hook ins Martinseck. Where is that? Simon mit einem Follow und Dani mit einem Follow. Kuss geht raus. 19.000 Likes haben wir auf dem Stream, Freunde. Würde mich freuen, wenn wir die 20.000 hier noch knacken in dem Stream. 20.000 wäre ehrenhaft. Nice. Oh, oh, sieht nach einem 3-1 aus. Schuss findet den Stand. Guck jetzt. Perfekt. Digga, wie ruhig die im Strafraum. Digga, guck dir das an. Junge. Ich hab mich schon 17 Mal verdrückt. Ich sag dir ehrlich, ich hab mich 17 Mal verdrückt. Habt ihr das gesehen gerade? Hilfe. Viermal die Schusspunkte schon in den Gegner gemacht. Hä, auch wie ruhig Hasso bleibt, Digga. Ich werd mich schon 17 Mal verdrückt da auf meinem 4. Ich dachte schon, er macht noch ein Tor, Junge. Habt ihr das gerade gesehen, Chat? Diese epische Musik passt auch so gut gerade, finde ich. So beruhigend. Eidos hat 4-2 gewonnen. Jeez. Okay. Aber es muss noch ein Rückspiel da kommen. Mods, habt ihr das? Wissen die das mit den Rückspielen? Ich hoffe. Mit Auswärtstorregelung oder wie wird das unentschieden geklärt? Ach so, unentschieden geht dann ins Elfmeterschießen. Die müssen das so machen, dass es. Mods, erklärt ihnen das bitte. Also die drei, die wissen es. Die müssen das so machen, dass es aufeinander zählt. Ihr wisst, was ich meine. Da gibt's. Oh, oh, 3-1 Eisvogel. Ich fühle mich gerade wie ein Mod von dir. 3-1 Eisvogel. Ohne Auswärtstor, ja. Ohne Auswärtstor. Ey, das macht Rückspiel. Ey, das Rückspiel und du musst es so einstellen, dass, dass das Ergebnis zusammengerechnet wird. Falls Verlängerung das Elfmeterschießen kommt. Ohne Auswärtstorregelung. Muss ich einstellen? Nein, müssen die Spieler einstellen. Ja, die spielen aber schon. Keine Ahnung, ob die das weiß. Ich guck mal gleich. Vogel in der Haus. Ja. Endspiel war 4-2. Hasso läuft, er muss lange Ecke, er steuert, er hat sogar gemoved, er geht trotzdem rein. Das war ein ganz wichtiges Tor für Hasso, Freunde. Weil ein Tor in FIFA ist nichts. Let's go, Hasso! Es gibt gleich noch ein, warum bist du denn so Hasso-Ultra? Weil er mich rausgekickt hat, der soll gewinnen. Damit du sagen kannst, du hast gegen den Favoriten war oder gegen den Ja, Favoriten? Unlucky. Los, ja, Pech. Ich sei jetzt, fange ich doch mal an, Mann. Giges, ja, okay, die haben es eingestellt, Eli. Okay. 4-2 steht da oben, Rückspiel. Giges, Yashin, Annika, Moji, Luke, VibeX, Simon und Dani. Alle mit einem Follow. Bevor das Finale übrigens losgeht, sollen die kurz 5 Minuten warten. Ja. Ich will dann nochmal eine Insta-Story machen. Und alle nochmal ranholen. Auf Instagram. Ja, machst du richtig. Aber es passt das. Umut nicht mehr dabei. Jetzt bin ich ehrlich. Umut konnte mit dem Druck nicht umgehen, Großer.
Ja, vielleicht ist die Weekend League hier mal da, hier und da mal gegen ein paar spielen. Was denn? Cool, bist Platz 15 auf der Welt. Aber sobald es hier um die. Sobald es um was geht beim Eli Geller Cup. Nicht jeder ist nervlich beim Eli Geller Cup dabei oder ist ihm gewachsen. Das kannst du nicht. Willi, weißt du, was ich meine? Naja, jetzt in der Weekend League spielt er um was spielt er denn? Um nichts. Jetzt geht's um Brötchen. Was macht spielt er da um ein paar Packs, Digga, um ein paar Münzen. Hier geht's um Brötchen. Ja. Hier geht's um Ehre beim Eli Geller Cup. Du machst dich unsterblich, wenn du hier. Irgendwann hat hier jemand vielleicht pro Dings, pro Win, kriegst du so ein Sternchen. Wie bei 5 Meisterschaften in der Bundesliga. Glaubst du an den Feuervogel? Ich weiß gar nicht, was das ist, mein Freund. Aber Eli, kann das nicht jeder Casual-Spieler einstellen, also mit Hin- und Rückspiel? Das kann. Nein. Ich kann nicht jeder. Nein. Ja. Nur die verifizierten. Nur die verifizierten. Aber einer von beiden ist ja wahrscheinlich verifiziert, wenn die beiden Pro-Turnier im Finale sind. Oder Halbfinale. Ja, ich finde, die können es noch nicht. Ja, ihr könntet es theoretisch nicht, aber wenn ihr gegen Hasso spielt, dann geht's ja trotzdem. Ja. Aber ich hab gegen Hasso nicht gemacht. Hasso kommt mich nicht einladen. Okay. Hat er gut gemacht. Eisvogel macht's gut, Freunde. Eisvogel übrigens 30-0 geholt letzte Woche. Zweimal hintereinander, glaube ich sogar. Eisvogel zweimal hintereinander 30-0 geholt, der in Rot. Falls die das nicht mitbekommen. Ja, die wissen, viele wissen ja gar nicht, was wer was ist, so, wisst ihr? Guck mal, wie ruhig die verteidigen. Oder, boah, aber es ist schon ekelhaft, wie die Mann. Junge, das ist so angespannt, wenn ich da bin. Alles andere als ruhig. Guck mal, jetzt läuft da aber Euse. Nee, hat abgebrochen. Guck mal, wie der Eldos. Aber hier ist gerade spannend, Freunde. Geht noch 2 Minuten, das Game hier. Entspannen Sie sich. Ich muss kurz pissen. Eli, Interview und Einlauben nicht vergessen vor dem Finale. Okay, aber es ist 3-2, ist nichts passiert. 3-2. Ist für beide eine Ausgangslage, mit der er leben kann, ne? Ist okay. Weiter geht's. Eldos, Rückspiel. Und Eldos führt auch schon wieder 1-0. Der kleine Arsch wird hier höchstwahrscheinlich mindestens mit 500 Euro rausgehen. Der geht morgen, Freunde, in die 9. Klasse. Dann fragen ihn seine Mitschüler. Ja, die sagen dann so, ja, was hast du gestern gemacht? Ja, ich habe gestern Elias N97 in den Stream geguckt. Und du? Ja, ich habe den Cup gewonnen, den du dir angeguckt hast. Junge, wie cool. Denkst du, der geht so zu einem Mädchen hin? Hä? Ich bin E-Sportler bei Dortmund? Glaubst du, das zieht bei den Weibern in Dingsa? In der Schweiz? In der Schweiz? Oh, und Stylo kommt hier aber ran. 1-1. Wohnt Eldos nicht in Österreich? So redet der gar nicht. Oder Österreich. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Österreich oder Österreich, Schweiz? Österreich. Ja, aber ich glaube, das zieht nicht. Glaubst du, das zieht nicht, wenn er da hingeht? Und sagt, das ist E-Sportler bei Dortmund? Nee, geiler wäre es bei Eldos, wenn er sagt, ich bin MMA-Kämpfer, weil er zu klein wird. Zu klein? Weißt du? Digga, guck dir den Pass an. Wie sieht er den Ball überhaupt? Wie sieht er das? Ich verstehe das gar nicht. Was spielt der Knecht für eine Aufstellung? Tormann, Österreich. Mies gut informiert. Eldos ist aus Österreich und in der 7. Klasse. Der ist nicht in der 7. Eldos ist nicht in der 7. Eldos ist 15, glaube ich. Oder 16. Ich fühle mich gerade so, als wenn ich irgendwie mich bei Herr der Ringe auf dem Weg zu den 7 Toren mache oder so mit der Musik. Dieser Abenteuermusik. Ist der Herr der Ringe gut? Ja, ist okay. Ich hatte früher immer voll Angst vor diesen Typen Orks. Da. Nee. Wie heißt der diesen Ring gesucht hat? Mein Schatz, dieser Knecht da. Der ein bisschen aussieht wie Sidney. Gollum. Ja, genau. 10. Klasse ist der, okay. Der arme Stylo. Ja, aber Stylo spielt auch mit einem RTG-Account, Freunde. Vielleicht, also der Verlierer von dem Spiel. Oh. Der Verlierer von dem Game hier, der kriegt halt 250 Glocken, wenn er dann das Spiel um Platz 3 gewinnt. Also 250 Euro, Freunde, ist auch gut. Das sind bei anderen Turnieren Platz 1, so das Preisgeld. Eli Eldos ist derjenige, der die Mädchen ärgert. Eli Eldos ist derjenige, der die Mädchen ärgert. Okay. Okay. Stylo spielt mit einem RTG-Account, Freunde, ja, aber hält gut mit, finde ich. Der Mann hält gut mit. Denkst du, wenn Stylo nicht mit RTG gespielt hätte, hätte er gewonnen? Das kann man immer so nicht sagen, Freunde. Also die Chancen wären auf jeden Fall besser, dass er wahrscheinlich mehr Tore machen würde. Aber ich weiß nicht.
Weiß ich nicht. Hm. Machst du YouTube-Video draus? Überlegen. Ja. Eigentlich. Ja, schon. Safe. Ja, aber dann muss Cora und Atta freuen. Cora und Atta, ihr kriegt ihr bis morgen Best auf hin. Bis so 17 Uhr. Spätestens. Eli, ich habe mal eine Frage. Seit wann fragst du? Ja, eigentlich schon, Digga. Morgen Atta, Cora bis 17 Uhr. Hier im Video, wo ich drauf war. Bitteschön. Aber kann nicht mal. Ohne Witz, das kann nicht schwer sein. Das ist ja wie ein Stream-Highlight-Video an sich. Weißt du, das kriegen die safe hin. Schreibt euch da die besten Stellen auf. Ja, klar. Ahmad, Fernando, Moin Meister, Jonas, Tommy und Benny, alle mit einem Follow. Willi, du Knecht, schreibt Atta. Tor Eldos, 7-3. Er schreibt noch Keck hinterher, Willi. 7-3 Eldos. Ja, das Ding ist durch, Freunde. Oh, da gibt's aber die Foul, die Hand. Was erwartet der Junge? Oh, der macht fest, Junge. Was macht er denn? Ach so, er dachte wegen Halbzeit. So, ich dachte, er hat getanzt. Okay, Freunde, das Ding ist gegessen. Hasso hier auch 1000 Zuschauer, Freunde. Geht mal zu Hasso rüber, macht da ein Follow oder knallt da ein Follow rein. 21.000 Zuschauer hat der Mann auf Twitch. Könnt da gerne mal rüber gehen und hier mal ein bisschen Eli Army da lassen, Freunde. Follow, sehr korrekter Typ. Eisvogel streamt nicht. Rip Atta. Einfach Ausbeutung. Ghetto Fred, wenn du wüsstest, wie viel Atta und Corey mit diesem verkackten Drecks Edi Geller-Kanal verdienen, da würdest du dir denken, die könnten mir theoretisch noch die Sackhaare rasieren. Das wäre noch berechtigt. Das ist echt so. Sagst du so eine kleine Maniküre da unten? Ja, Digga. Inklusive nochmal. Mit warmen Händen von denen. Wirklich, Digga, ich brauche da warme Hände von den Männern. Mit schönem Öl, warmes Öl. Ich möchte auch ausgeführt werden vorher mit einem Essen und so. Ja, das ist ein komplettes Paket. So ein Komplettpaket, Kino, Essen, alles. Ja, aber ich verstehe nicht, warum Atta sich da jetzt aufregt. Ja, da verstehe ich auch nicht. Was denn, Männer? Seit 2 Jahren, Edi, da, Jakob, was denn? Zur Zeit? Ich weiß nicht, worum es geht. Das ist hier gerade das Halbfinale, Freunde. Deizo, dankeschön für dein Follow. Sehr angespannte Situation. Guck mal, die reden auch gar nicht. Ich könnte den auch Ton anmachen. Guck mal, die werden. Das ist immer so, Freunde, man redet nicht, wenn man sich konzentriert. Okay, er hat gerade Dings da leider. Man geht in den Stirnglitch rein. Ja, man geht in den Stirnglitch. Man ist so im Headglitch. Was ist du da? Alles machen die so. Eisvogel ölt richtig. Ja, Freunde, wer würde nicht von euch ölen, wenn du hier um 2000 Euro spielst? Wer ölt? Oh, 4-2, glaube ich. 4-2 Eisvogel. Ja, macht er gut. Was soll ich euch erzählen, Freunde? Macht Eisvogel gut. Macht Eisvogel gut. Edi, die Musik entspannt krass. Ja. Freunde, fast 20.000 Likes haben wir. Noch 140 Likes, dann haben wir die 20.000 geknackt. Eldos, der kleine Würger, so krass, ja. Wir bleiben aber jetzt erstmal hier, Freunde. Eldos sieht so aus, als wenn er im Finale ist. Und damit hat er 500 Euro sicher. Aber wenn Hasso hier ein Tor macht, ist er wieder dran. Achso. FIFA, Freunde, ist... Er braucht einfach nur ein Tor vor der 80. Dann ist man wieder drinne. Aber es ist halt schwer gegen das Team, ne? Guckt euch das mal an. Vieira, Hullet, Blanc, Maldini. Die sind alle vor ihm da. Eisvogel hat ein richtiges Schwitzer-Team. Ja, Mann. Eisvogel. Oh, nee, doch nicht. Komm, Hasso. Außen Mbappé. Aber Hasso hat auch Maldini und Eusebio. Hasso und Eusebio führen eine Beziehung. Er sagt dir so, wie es ist. Die gehen so oft. Ich spiel rüber. Ja. Gut gespielt. Macht er gut. Hasso und Eusebio, Freunde. Die führen wirklich eine Beziehung, die beiden. 4-3. Die lieben sich so wie Richard und ich. Dann wird es sehr schwer, ja. Hasso hat noch 70 Minuten. Eldos 8-4 insgesamt. Also, wie viel? 8-4 steht insgesamt.
krank. Krank, krank, krank. Ach, warte mal, Erne hat in 5 Minuten Geburtstag. Wir gratulieren ihm dann kurz. Ja, ja. Erne hat in 5 Minuten Geburtstag, Freunde. Oh, ich glaube, das sieht nach dem. Jo. 5-3 Eisvogel. Oh, nö. Komm mal, Lasso. 5-3 Eisvogel. Gut gespielt. Gut gemacht. Eisvogel spielt gut, Chat. Eisvogel spielt super. Eisvogel sehr stark, ja. Auf geht's, Eisvogel. Wir haben hier Eisvogel und Hasso-Supporter. Alex. Alex mit einem Follow. Ilias. Brahim mit einem Follow. Mehmet mit einem Follow. Dankeschön für die Follows. Sing für ihn auf Englisch. Happy Birthday. Nee, nee. Achso. Beri mit einem Sub. Dankeschön für deinen Sub, my friend. Englisch ist doch ganz normal. Happy Birthday to you. Auf Englisch? Nee, nee, nee. Nicht auf Englisch. Er dachte, wäre schwer. So ein Dummkopf. Warte mal, hat Kelvin nicht morgen auch Geburtstag? Ja, Kelvin hat jeden Tag Geburtstag geknecht. Ihr seid so eine Opferkinder. Er wollte mich immer verarschen. Kelvin hat doch letzte Woche. Ja. Jetzt auf CR7, jo. Nein. Die müssen halt, Hasso muss versuchen, jetzt ihn zu, sozusagen so schnell wie möglich einen Golasso zu machen, weil das Problem bei Eisvogel ist, der Mann kann auch super auf Ballbesitz spielen und das weiß der Kollege Schnürschuh auch. Wenn der bis zur 70. oder so keinen Goal gemacht hat, dann wird es schon ekelhaft, weil die Spieler auch alle bei dem Kollegen Schnürschuh so... Guckt euch mal die Aufstellung an. Aber er spielt kein R9. Ja, warum spielen auf einmal alle wieder Eusebio? Weil Elastico gepatcht wurde und die Tricks generell nicht mehr, glaube ich, so. Aufwachen. Hey, hör mal, Willi. Das ist doch eine Amateurfrage. Roy Junior, Kontakt und Mart Q10. Danke für die Follows auf Arabisch. Enna Helwa Yangamin. Renato Sanchez ist so krass. Jetzt steckt er ihn. Digga, da hätte er ihn gerade stecken können. Ja, ich hab auch Renato Sanchez. Ella Hella Halloween. Elva, das wird ein Elva, ich sag's euch. Das wird ein Elfmeter. Das wird ein Elfmeter. Oh, nice. Gut gespielt. 5-4. Digga, was ist das für ein krasses Spiel, Chat? 5-4, Hilfe. Hier ist ja richtig was los. Donnerstag ist Rewardstream. Schauen wir bei Eldos rein. Freunde, aber Eldos, das Spiel ist gelaufen bei dem Kollegen. Der Mann wird im Finale sein. Hier, guck mal. 9-4. Eldos 9-4. Eldos hat safe 500 Euro. Hä? Eldos safe 500 Euro. Eldos ist im Finale gegen Eisvogel oder gegen Hasso. Edi-Finale auch Best of Three. Es ist kein Best of Three, Richarlisons Berater, sondern es ist Hin- und Rückspiel wird zusammengezählt. Nice. Best of Three. Hast du vor noch ein Tor? Komm jetzt gleich als Moderator vom Finale. Esther Settler, wer? Cool. Three. Wichskinder. 20.000 Likes haben wir auf dem Stream geknackt, Freunde. Kuss geht raus. Alexander mit einem Follow, Fans mit einem Follow. Dankeschön für die Follows hier nochmal. Ist Finale ja auch Hin- und Rückspiel, Eli? Ja. Was glaubst du denn? Halbfinale. Ich habe nur einmal gespielt. So, ja, guter Punkt, sag ich dir ehrlich. Danke. Boah, wenn der ankommt. Wenn der ankommt, der Ball. Gute Sache von Semedo. Eisvogel macht langsam einen leicht nervösen Eindruck, muss ich sagen. Ey, was war im Finale nochmal? Rückspiel, war? Oder ja, nicht? Ja, mit Rückspiel. Ja, guck, auch meine Frage. Er nee, hat Geburtstag, ja. Ich hab's doch auch gestellt, Sinne. Berechtigt, ja, ja, ich hab's sogar. Gute Frage. Danke, du auch. Bei mir ist doch nicht 0 Uhr. Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Ja, nee. Okay, er liest seinen Chat sowieso nicht. Ja, safe nicht. Da wird überall drin stehen: Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Dann lass doch mal zusammenlegen und wir schenken den Mann. Der wird den safe nicht lesen. Guck mal, ich bin seit 8 Monaten dabei. Er macht Fullcam, er sagt: Nein, ich will nicht, ich will nicht. 4, 3, 2. Knechte. Jetzt 0 Uhr.
Ich schreibe alles Gute, aber sie zählt nicht. Ich rufe ihn einfach an, hä? Ohne Sinn. Alles Gute, du Eierkopf, mal kurz mal bei ihm in den Chat reinschreiben, Freunde. Alles Gute, du Eierkopf, mal kurz in den Chat reinschreiben. Ich gönn ihn Gifts ab. Ich rufe ihn an. Was hätten wir mit dem Schrank gehen? Sydney. Hä? Wie viel gönnst du? Hallo? 10. Happy Birthday to you. Dankeschön. Wie alt bist du geworden, Ernesto? 26 bin ich. 26 Jahre ist der Mann alt. Ja, ich bin 30 zu. Ich bin Mann geworden. Okay. Ich wünsche dir viel Glück in den nächsten WLs. Ich hoffe, Dankeschön. Du erreichst alles, was du in der Weekend League haben möchtest. Und nächstes Mal beim Turnier möchte ich da eine etwas bessere Leistung von dir. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt würde ich jetzt wahrscheinlich noch Sydney und Willi anrufen. Wir sehen uns, mein Freund. Dankeschön. Tschüssi. Bis dann. Ciao, tschüss, ciao. Tschüss. Wir rufen ihn an. Guck mal, was ich für ein guter Freund bin, Chat. Ja, und wir schenken 10 Giftsubs. Ich lüge nicht. Das ist aber nicht herzlich. Du machst so gut. Du mit Geld und so. Zählt doch nicht mal. Ich war gerade der erste dir Mensch. Viel Spaß in der WL. Cool. Warte mal. Hast du da? Oh, hast du 5-5? Hast du 5-5, ihr Knechte? Hast du 5-5? Ich bezahle meine Freunde. Ich bin der erste Mensch auf der Welt, der Ernest zum Geburtstag persönlich gratuliert hat. Kann mir das irgendjemand nehmen? Nein, kann's nicht. Kann niemand nehmen. Hast du 5-5? Guck mal, die haben sich Achso. Aber das macht Hasso eigentlich vorher nicht so gut. Oh, Euse? Guck mal, Eusebio und Hasso, die lieben sich. Sag doch guck mal, danke. Die lieben sich! Guck mal, 6-5, Hasso, let's go! Er liebt ihn so doll. Ich darf nicht so laut sein, Chat, es ist schon 0 Uhr. Salam, bist erst seit einem Monat in deiner Community und ich liebe deinen Content und deinen Humor. No homo. Kuss geht raus. Dankeschön. Jig. Auch Exes kommt rein. Exes. Luca mit einem Sub. Dankeschön, Luca. Auswärtstorregel? Nee. Es wird Hin- und Rückspiel einfach zusammengezählt. Ohne Auswärtstor ist das so ein FIFA. Hast du 6-5, Chat? Der Mann ist nochmal zurückgekommen. Wer holt sich den ersten Edi Geller Cup? Der Mann ist so im Tunnel drin. Guckt ihn euch an, Freunde. Er hat noch nie in seinem Leben irgendwas anderes gesehen als den Edi Geller Cup. Er wurde geboren dafür vielleicht. Er weiß es noch nicht. Jetzt muss Eisvogel halt nach vorne spielen, ne? Und dann hat der Mann Platz zum Kontern. Nee, Geburtstag. Ich habe ihn als erstes gratuliert, Freunde. Wie spannend. Willi, ich glaube, unsere Gift-Ups werden überleben. Das war nichts. Wir konnten Sydney. Ja. War Spaß. Ey, war Quatsch. Kann man die zurückziehen? Ist echt spannend, Freunde. Weißt du schon, wann der nächste Indie Geller Cup ist? Nächsten Dienstag, my friend. Jeden Dienstag. Ja, nee, ist 26 Jahre alt, Junge. Ich werde diesen. Wie alt bin ich? Ich bin 22. Junge, 22. Indy, was wünschst du dir? Weiß nicht. Was. Ach ja, eigentlich müsst ihr mir was schenken. Ich müsste mir was schenken. Was willst du? Hab ich was zum Geburtstag bekommen? Junge, du warst im Geburtstag irgendwo in der Slowakei. Was soll ich dir erzählen? Soll ich rüberfliegen oder was? War ich nicht. Du warst dann in Wiesbaden. So. Hä? Was soll ich machen? Ich sag dir so. Was wünschst du dir? Heli, der Eierkopf, ich hab dir schon gesagt, ein Controller, ein PS5-Controller von dir. Was willst du von uns? Ich bin auch. Ich weiß nicht. Ja, okay, dann nicht. Alles gut. Dann rufen wir dich um 0.01 Uhr an. Auch gut. Ja, oder? Gut. Das ist herzlich. Ja. Wenigstens herzlich. Ja. Dass du gesund bleibst. Ja, guck mal, das war die erste gute Nachricht. Du, Dasi schreibt, dass ich gesund bleibe. Das ist echt korrekt. Wie ist es mit den Preisgeldern in den nächsten Turnieren? Wird immer so um die 2.000 Euro sein. Ich habe auch überlegt, meine PlayStation 5 als zum Gewinner. Also, der Gewinner soll eine PlayStation 5 bekommen. Vielleicht ja, aber mach das mal beim nächsten Turnier, wenn die YouTuber und so dabei sind. Dann, ich bin auch YouTuber. Ja. Weißt du? An Edis Geburtstag 8 arme ich einen Reihenorgel. Seit wann bist du mit Richard zusammen? Schon seit. Warte, das war im Mai 2. Wann war die Tots-Zeit da? Premier League? Mai, ne? Seit Mai führt er und ich eine Beziehung. Eine offene, aber Freunde. Eli kriegt ein Ententrikot von Kalmar. Warte mal, das Ding hier ist durch, Freunde. Hasso ist im Finale gegen Eldos und bekommt Let's go, Hasso. 500 Euro schon mal in die Cash. Digga, und das Spiel um Platz 3 ist jetzt Eisvogel gegen Stylo und ich kann es mir nicht angucken. Perfekt. Perfekt. Na gut.
Dann sollen die einfach sagen, wer das Ding gewonnen hat. Das ist natürlich jetzt kacke. Finale. Eldos, wartet, ich sag mal, die sollen kurz chillen. Leute, cheat mal. Wann sollen wir machen? 0 Uhr 15? Oh, nee, da. Wann ist Anpfiff? Dann mach eine Story, Edi. Ja, 0 Uhr 15. Ja. 0 Uhr. Wie spät ist es? Ja, 0 Uhr Dings. Wir machen 0 Uhr 15, Chat. 0 Uhr 15. Mein Junge, man sieht meine Nachricht nicht mal. Ohne Sinn. Ja, jetzt. Kein Sinn. Deswegen habe ich Giftsaps gemacht. 0 Uhr 10 reicht mies. Nee, ich muss noch eine Story machen und die müssen ja erstmal ein paar Leute sehen. Also, Freunde. Ich mach kurz eine Instagram-Story. Meine eine Story wurde nicht mal hochgeladen. Illegaler Cop löst bei DFB-Pokal ab. Wurde nicht hochgeladen, perfekt. Freunde, das Finale steht fest. Der Eierkopf ist im Finale gegen den kleinen Pisser hier. Freunde, das ist das Finale. Eldos gegen Hasso. Und wir sind jetzt hier am Start. Es sind noch 25.000 Leute hier, Freunde. Es geht jetzt um 2.000 Euro, beziehungsweise 1.250 Euro. Ich bin gespannt, wer das Ding... Na, fuck. Mann, Digga, es kackt ab. Wollt ihr mich verarschen? Das war so eine gute Story. Ja, was passiert? Kennst du das, wenn du eine Story machst und es geht einfach weg? Also nochmal neu. Nee. Freunde, das Finale steht fest. Der Kollege Schnürschuh spielt gegen Hasso jetzt um 2.000 Euro, beziehungsweise der Gewinner kriegt 1.250 Euro. Kommt rein, der ist in die Gala Cup, Kuss geht raus. So, das war gut. Das ist professionell, beim zweiten Ding sitzt es. Das ist professionell, Freunde. Professionalität wird hier groß geschrieben. Einsetzen, zack. Und Sidney, du tippst was in deine Tasten. Digga, kennt ihr den Film Die Mumie? Ey, das hat schon eingeladen. Nein, die sollen noch nicht spielen, die sollen warten. Ich mach das. Freunde, das Finale steht fest. Der Kollege Schnürschuh spielt gegen Hasso jetzt um 2.000 Euro, beziehungsweise der Gewinner kriegt 1.250 Euro. Kommt rein, der ist in die Gala Cup, Kuss geht raus. Okay. So, warte mal, das muss jetzt hochladen. Das weiß Bescheid. Okay, Chat. Ich mach das, ich bin dein Mod. Wartet. 0.15 Uhr fängt's an. So, wir werden jetzt hier Giveaway für euch rausknallen. Nochmal für den Support hier im Stream. Nightbot. Mein Gott, Digga, was... Nightbot. Singen ab. Ich will eins haben. Login with YouTube. Giveaways, perfekt. Jo. Giveaways. Haut fest in die Tasten. Sidney, ja, der spielt immer Klavier auf seinen Tasten. Okay, Freunde, ich mach ganz kurz den Chat komplett auf, damit hier jeder mitmachen kann. Wir werden auch VIP-Giveaways machen, die mache ich meistens auf Twitch, Freunde, aber ich kann halt nicht immer. Also, ihr könnt eine 50er PSN-Karte jetzt hier nochmal gewinnen, Freunde. Ihr müsst Hashtag Asso in den Chat reinkloppen. Hashtag Asso in den Chat reinkloppen, diesen YouTube-Kanal hier abonnieren und mir auf Instagram folgen. Dann seid ihr beim Giveaway dabei, Freunde. Das hier ist mein Instagram-Kanal. Ihr bekommt den Code über Instagram. Und das ganze Turnier hier ist gesponsert von Level Up, Freunde. Die gönnen die 2.000 Euro Preisgeld. Und nein. Deswegen solltet ihr die auch auf jeden Fall mal abchecken, sind richtig korrekt. Die mich schon länger kennen, wissen ja, dass die Partner von mir sind. Gaming Booster, habe ich heute schon ein paar Mal gesagt. Meine Lieblingsdinger sind Galaxy Edition, Nuclear Edition und Triple Red und Triple Green. Ihr bekommt momentan auch 30% mit meinem Code. Dann geht ihr einfach hier rauf. Shaker braucht ihr nicht unbedingt. Ihr braucht, ja, sagen wir mal so. Sagen wir, holt euch zwei.
jetzt sicher bestellen. Dauert auch nicht lange, bis es ankommt. Ist ein Gaming-Booster, Freunde. Und anstatt 80 Euro zahlt ihr 55 Euro. Also checkt die auf jeden Fall ab. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Sind wie lange halten Sponsoren. Zwei Dosen? Sponsoren. Digga, übertrieben lang. Meistens kommt ein bisschen drauf an. Also wenn du dir jeden Tag einen reintopst. Man macht halt immer einen Scoop, so 7 Gramm. Ein Scoop. Ein Scoop. Ja. Scoop dann. Ein Scoop dann. Okay, Freunde. Nolo 15 geht's bin los. Ich, bin ich mute? Nein, ich höre dich. Okay, perfekt. I hear you. Do you hear me? Yes, I hear you. Yes. Ich hab hast du Bescheid gesagt. 0:15. In 5 Minuten geht das Finale los, Freunde. Ich bin gespannt, wer der erste Winner vom Edigella Cup ist. Eisvogel und Stylo, wenn ihr mich hören solltet, ihr müsst das unter euch dann ausspielen. Also es ist kacke, dass keiner von euch, dass keiner von euch beiden streamt, leider. Schreibt mir dann einfach, wer das Ding hat, oder ich muss gucken, wie ich das überlege. Perfekt. Zeit auf Instagram zurück, Leute. Und Edi Geller geht kurz pissen und kommt dann wieder. Ich komme gleich. Halt ins C. Und sonst so? Ja, nix. Ich. Was machst du? Ich like gerade von Zuschauern. Ich auch. Danke für die ganzen Follower, Jungs. Geben ein bisschen Liebe zurück, Jungs. Insta-Followers. Braucht noch einen Kommentator. Mo, willst du rein? Komm. Einfach mal, Edi ist gerade nicht da. Und gleich, du erscheinst gerade erst nichts, okay? Mo? Hört dich Mo oder wo weißt du das? Dass... Am Stream. Okay. Aber warte noch, Mo. Richtig gutes Timing. Ja, also mitten im Finale oder keine Ahnung. Mitten im Finale. Hast du es richtig gut? Ja, ja. Kurz, Jungs, Dankeschön. Wieder voll aus. Ich zeige so viel, wie es geht zurück, wenn ihr öffentlich seid. Und ja, bitte öffentlich. Öffentlich sein, das ist ganz wichtig. So. Wow. Edigella, Edigella. Ja, man hat einen Strahl. Hat man das gehört? Als ob man es gehört hat, Junge. Nein, ich wollte dich nur verunsichern. Okay, die sind auf jeden Fall schon da beide. Es geht gleich los, Freunde. In 3 Minuten geht das erste Finale vom Edigella Cup los. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Checkt die beiden hier auch ab. Freut mich auch, dass die so gute Zahlen haben. Beide über 1000 Zuschauer. Ich glaube, das ist für die beiden gut. Lasst da auf jeden Fall bei beiden auch ein Follow da, Freunde. Könnt es bei denen gucken. Im Finale gegen Elders beim 2000 Euro Edigella Cup. Also beide haben auf jeden Fall 500 Euro sicher. Es geht jetzt, das ist ein 750-Euro-Spiel sozusagen. Der Gewinner kriegt 1250 Euro. Und genau. Perfekt. Warte mal. Grüße aus Düsseldorf. Grüße gehen zurück. So. Warte mal. Junge, wäre so cool, wenn Anders noch dabei wäre. Ja, Mo und Anders sollten eigentlich auch dabei gewesen sein, aber ich glaub, die Mo haben... Mo hat rasiert das Turnier. Die haben mir... Junge, du wirst sehen, in ein paar Wochen, Friede, weißt du, was das Ding hier für eine Aufmerksamkeit erregt hat bei allen? Junge, weißt du, wie gut ich wäre hier in dem Turnier? Mann, er ist so komisch! Er ist so komisch! Wieso ist er so komisch? Das war gescriptet, Eli. Junge, Sitten hat mir extra geschrieben. Mann. Ich schwöre, ich dachte, das ist nicht mehr normal, ne? Ich dachte, das wäre der Oberwahnsinn. Gut gemacht, Mo. Junge, wäre das komisch. Umut, Freunde, das ist nochmal das Bracket. Also, es waren ein paar E-Sportler dabei und ein paar Casual-Gamer. Und ein paar Knechte wie Sidney und Willi. Ja, ich will das auch sehen. Mach mal detaillierte Analyse. Also. Hast du ein Stadion? Ich habe ungefähr 15 Profis eingeladen. Umut ist rausgeflogen gegen Hasso. Hasso spielt richtig gut heute, Mo. Ja doch. Und Eldos auch. Mo und Hasso spielen übertrieben gut. Umut konnte vielleicht mit dem Druck nicht umgehen beim Edigella Cup. Sydney ist einmal weitergekommen und ist dann gegen Hasso rausgeflogen. Wie viel überhaupt, Sydney? 2-0. Ganz trockenes 2-0. Eisvogel hat aber auch gut gespielt. Pipe Crew rausgehauen. Erne ist rausgeflogen gegen Pipe Crew 4-1. Ups. Kai ist rausgeflogen gegen Eldos 4-0. Dann ist Black Legend 6-2 rausgeflogen gegen Eldos.
Mischa 4-1 auf die Reise geschickt worden von Andy. Jeffrey auch gut gespielt. 3-2 gegen Götzeri. Stylo 4-3. Ja. Also, es waren, Freunde, bis jetzt eigentlich spannende Ergebnisse dabei. Und ich glaube, dass Mo heute auch gute Chancen gehabt hätte. Aber was hast du, Junge? Was hast du gemacht? Junge, ich war im Stream vom Partner. Achso. Ja, okay. Wie vom Partner. Okay, Freunde. Jungs, einfach Thema wechseln. Das. Es geht los. Finale. Audi. Was ist das, BO1? So, Finale, let's go. Hin und Rückspiel. Didi, GG. Bin ich zu laut? Soll ich mich leider machen? Ach scheiße, ich muss das Giveaway schnell auslösen. Wollte alle nochmal mitmachen beim Giveaway, habe ich mal vergessen. Hashtag Achso, 20, 30 Sekunden schnell. Hashtag Achso nochmal in den Chat, Freunde. YouTube-Kanal abonnieren, Instagram-Kanal abonnieren. Achso, ich mache auch schnell mit, vielleicht gewinne ich. Wir müssen auch PS4 oder Xbox hinter schreiben, Chat. Nein, müssen wir nicht. Oder Xbox. So, Achso. PS4. Einer schreibt bei Eldos im Chat, Hashtag Achso. Perfekt. Perfekt. Oh, yeah. Jungs, kann ich nochmal reden? Ich höre, ich bin zu laut. Nein, man kann nicht. Ah, okay, Freunde. Gewonnen hat Marc Krenneck. Abonniert seit dem 28. Mai. Marc, schreib bitte deinen Instagram-Namen in den Chat. Du hast eine Minute Zeit. GG's, Freunde. Wir sind jetzt hier im Finale. Wir gucken uns das Ding an. Mit Mo, Willi und Sidney. Hast du René schon zum Geburtstag gratuliert, Mo? Nee, der kann ja. Wie? Nee. Der kann ja in was? Ja, perfekt. Junge, Elders einfach zwei Turniere, zweimal Finale, ne? Ja. Wo hat er denn noch mitgemacht? Ja, Elders 1-0. Digga, dieser kleine Pisser, er ist so gut, Chat. Wie kann man denn so gut sein wie dieser kleine Arsch? Ich versteh's nicht. Oh, der Junge. Geht nachher mit 1250 Euro nach Hause. Er spielt so gut, Chat, ihr seht es, ne? Mal Replay. Es ist der Wahnsinn. Der geht morgen zu seiner Lehrerin hin, die sagt ihm, kannst du mir kurz die Polynomdivision erklären? Dann sagt er, hör mal zu, Großer. Boah. Ich habe gestern so viel verdient, wie du wahrscheinlich fast in den ganzen Monat. Geh mir nicht auf die Klöten. Oder ein bisschen weniger, ist okay. Wobei, 1250 Euro netto, wie viel ist das brutto? 2000 oder so. Boah, Bruder, netto, wie viel ist das brutto? Ich glaube schon. Ja, perfekt. Ja, alles okay. Alles gut, die Leute verstehen das. Hinfallen, aufstehen, Krone wischen, weiterlaufen. Aber Hasso kommt, 1-1, guck jetzt. Oh. Er blockt zweimal. Aber gut gemoved. Macht er das? Ja, gut gemoved, Digga. Gut gemoved, ja. Mein Gott, ist lange Eck. Also, dass er. Obvious. Ey, das hat einfach gewartet, ne? Mhm. Ich so eine Mindgame zu beschossen. Dieses Jahr ist voll geil mit Torwart, letztes Jahr war so los. Dieses Jahr ist wirklich gut ausbalanciert. Ist nicht zu schnell, nicht zu langsam. Mhm. Imagine, er hätte den Keeper nicht gestoppt. 2-0. Digga, weil einfach ist. Er hat die Werbung gemacht. 2-0 nach 15 Minuten im Finale. Mo, der Typ, hat kein Spiel mit weniger als 4 Toren Abstand gewonnen oder so. Was hat Umut gemacht? Umut hat gegen Hasso verloren, 5-2 oder so. Oh, das ist immer so. Die spielen jedes Turnier gegeneinander, ne? Ich mach das im Bunker zu. Umut war diesmal nicht nah genug an der Cam. Naja, Bunker zu, Freunde. Der Gewinner, hoffentlich hat er reingeschrieben, Submode, ja. Boah, Elders war auch damals im Finale so gut gegen mich, ne? So Logo weg, perfekt. Mein Logo ist einfach mitten in der Mitte. Boah, so gutes Geld, Hilfe. Verwuselt. Ich hab gestern gegen Elders gespielt, hat so keinen Spaß gemacht. Gegen Elders? Ja, war richtig. Wisst ihr noch, wo ich gegen Elders gespielt habe? Naja, das Turnier meint ihr doch. Digga. Ach so, Bro. Aber das ist okay. Ein Draft war das, ne? Du hast einfach vor Draft gegen den gespielt. Im Draft? Ja, da waren wir doch in Berlin. Oh. Ja, sag ich doch. 2-1. Hasso kommt dran. Digga, das ist die Sache bei Elders. Der ist offensiv richtig gut, aber hinten, der kassiert auch viele Tore. Das wird so ein geiles Spiel, glaube ich. Junge. Hasso und Eusebio führen eine Beziehung. Ich sag dir ehrlich, die beiden. Guck mal, Trikot hinten. Was für ein Trikot? Das ist ein Trikot. Hinter Hasso Cam. Also hinter Hasso im Raum. Was, Digga, er hat ein Eusebio-Trikot? Der hat ein Eusebio-Trikot, das ist sein bester Freund. Junge, die stehen aufeinander. Die stehen aufeinander. Wer hat gewonnen? Das ist gewählt.
Oh. Wenn er seinen Insta-Namen reingeschickt hat, dann so. Habe ich den auf jeden Fall. Der Bunker ist so gemütlich, wenn er zu ist, ja. Dagi the Blaze, dankeschön für deinen Sub. Euse Amka, krass, Digga. Heißt nicht auch sein Team Eusebio oder so? Bestimmt. Guck mal, Eldos. Weißt du, was ich bei Eldos krass finde? Der Mann lässt sich so gar nicht aus der Ruhe bringen, auch im Strafraum nicht. Also er spielt so voll clean. So voll, oh. Umut das bei. Ist natürlich... ich geh raus. Also, ich geh raus. Das war Spaß, war das heute? Ich weiß. Ich kämpfe den Namen. Ich kämpfe. Ihr merkt, ich kämpfe. Guck mal, das machen wir einfach die ganze Zeit. Was kostet denn Euse? Guck jetzt schon wieder Rückraum. Neymar, kurz oh, Ecke. Wie los. Sidney, was kostet Euse? Macht so Spaß zum Zuschauen. Dankeschön, Jan. Oder ich sag dir, dieser Euse ist nicht so gut, Mann. Hast du es nur sein bester Freund? Ui. Ui. Umut bei. Weil Lüffer lange. Wie langsam wird CR7? Ja, ich sag doch das nicht mehr, der Alte. Muss ja nicht jetzt rumschreien hier. Langsam wurde CR7. Was ist denn mit dir, Sidney? Warum bist du denn so ab? Er ist Christian. Er ist noch mein Team. Und? Nee, die wusste das Trikot von Richard, das hat Jordan. Leon mit 2 Euro, geiles Turnier, schöne Grüße aus Wittenberge. Kuss geht raus, Leon, für 2 Euro. Oh, haben nur Deutsche mitgemacht? Ja, aber mir haben zwei Schwarze. Digga, mir haben so übertrieben viele dann auf einmal vorhin geschrieben. Dieser Tess hat mir geschrieben. Ah, Bruder, lass deutsches Turnier einfach. Dieser Tess hat mir geschrieben, dann haben mir voll viele von Ajax geschrieben, von Eindhoven haben mir welche geschrieben. Junge, die Holländer, die sind so nervig, die machen jedes. Wenn es in einem Tag 3 Turniere gibt, die machen alle 3 mit. Digga. Ajax, Dani. Vielen Dank. Ist echt so. Aber ich glaube, es dauert nicht lange, bis so die ganz, ganz Großen mitmachen. Wer sind denn die ganz Großen? Moreover, nee, ich glaube, so wenn Tex und so das mitbekommen, aber der spielt halt nicht auf PlayStation, ne? Aber ich werde halt so Turniere machen, auch mit 83er Gesamtbewertung und so eine Scheiße. Nein, lass das. Sagst du Tex nicht? Oder nicht 83? Nein, nicht 83er, lass mal. Doch, sowas ist lustig. Und, auch, ich will so und ab 16, machen. Ne? Und ab 16, also alle 14-Jährigen dürfen nicht mitmachen. Einer hat Angst. Der wollte eigentlich auch mitmachen, aber er hat sich dann irgendwie nicht mehr gemeldet. Selber schuld. Nee, das ist gut. Der hätte heute mitmachen können, aber nächstes Mal, der darf dann nicht. Ab 16. Glaubst du, der hätte gewonnen? Ja. Ist der so krass, Mo? Der hat aber letzte Woche Blackie Cup nicht gewonnen, oder gestern. Ja, und? Der geht es um 100 Euro. Der spielt jeden Tag Turniere um 1000. Der wird ja, also es gibt ja ein paar Turniere, der wird ja auch eingeladen, so nur 8 Spieler von Plazy und so. Ach echt? Da gewinnt der immer mal. Aber sei mal ehrlich, Mo. Echt? Ich habe das Spiel ja gesehen. Der vergewaltigt der Übersteiger. Der macht die ganze Zeit Übersteiger einfach. Guck mal, und bei Fortnite ist es so, dass Fortnite selber, also jetzt müsste EA jede Woche so einen Cup raushauen mit 10.000 Preisgeld für den ersten. Ja, aber warum machen die das nicht? Warum machen die das nicht? Haben die was zu verlieren? Die haben noch viel mehr Geld als Fortnite. Das wäre so cool. Wenn ich überlege, was Leute in Packs reinballern, seid ihr ehrlich, vor allem jetzt in Corona, Hilfe! Ich verstehe es auch nicht. Digga, es gibt einfach keinen Grund, warum man das nicht macht, ne? Bruder, was ist, die kriegen das, Bruder, selber wenn wir sagen, das ist zu teuer, ist okay. Aber die kriegen das doch eh gesponsert. Ja, ich verstehe es auch nicht. Die sind, Bruder, die sind lost, ich sag's dir. Wie soll das denn zu teuer sein? Oder selbst wenn die sagen, Digga, warum selbst wenn die sagen, das ist zu teuer. Ja, Bruder, lass mich nicht mal als Aussage zählen. Bruder, schreib irgendwas Rasierermarke an, die würden das zahlen. Stimmt. Echt so. Digga, wusstest du, Mo, weißt du, was ich in theoretisch gesehen in 2 Wochen für so Sponsoren und insgesamt für Preisgelder spielen könnte, aber ich darf, es geht einfach nicht wegen EA. Ja, so Level Up sind ja nicht die einzigen. Ich hätte ein paar gehabt, oder die gerade das machen wollen. Digga, ich könnte Turniere veranstalten, eigentlich so um 7.000, 8.000, aber ich kann einfach nicht, weil ich nicht darf wegen EA. Ohne Sinn. Ja, was ist denn das für eine Regelung nochmal, Eli? Du darfst nicht mehr als um 2.000 Euro oder so, 2.500 Dollar oder so spielen. Keine Ahnung. Und du darfst nicht damit voll viel Geld verdienen. Und man darf nicht damit Geld verdienen, ja. Hä, warum? Weil die Macht haben wollen. Am Ende ist einer, macht bessere Turniere und dann? Ja. Wie früher ESL, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war besser als von EA die Turniere. Ja, aber, und das durften die dann nicht mehr machen, Digga, fast 3-1? Das dürfen die irgendwann nicht mehr machen.
krass. Wow. Ey, das ist anders gut. Oh, aber macht ihr fast 2-2. Beide sind Freunde, das ist hier gerade ein Spiel auf ganz, ganz hohem Niveau. Mit die zwei besten Spieler Deutschlands vielleicht. Also dazu, mit. Bevor wenn die mal konstant spielen. Wenn die mal konstant spielen würden, halt. Oh. Willst du mal die Statistik von mir und Hasso letztes Jahr sehen, wenn wir 1 gegen 1 gespielt haben? Ja, das war richtig clean. Wir haben, glaube ich, 40 Spiele gemacht, der hat 35 gewonnen oder so, ne? Echt? Ich sag dir so, wie es ist. Aber ich glaube auch ganz viel hat einfach so mit Kopf, so bei Turnieren oder so. Oder der ist lost und der schläft nicht. Der geht um 8 Uhr morgens schlafen, steht ja, um 11 Uhr auf. Denkt, der kann Turnier spielen. Der kommt UFC 4 Uhr morgens so. So eine Scheiße. Ohne Sinn. Oh! Oh mein Gott. Das war anders Weltgang. Das macht er jede Sekunde. Eldos hat 2-0 geführt, jetzt 2-2. Freunde, das ist hier ein ganz, ganz enges Höschen. Hilfe, was passiert? Junge, das hat dieser 14-Jährige jede Sekunde gemacht gegen dich. Du kannst nichts machen. Ich hab das Spiel gesehen. Auch. Ach, die backen halt. Man backt sich ja so durch, ne? Junge, der ist einfach ein Geist. Der ist ein Geist. Mo. Dein Verteidiger. Ich hab gestern gegen Umut gespielt, ne? Weißt du, was der gegen mich gemacht hat? Hat der Moorba-Pässe gemacht? Wie? Moorba-Pässe hat er die gemacht? Nein, Umut Classic immer, aber. Digga, warum ist Maldini bei denen immer so gut? Ich kündige das jetzt schon an. Das ist der beste Mann. Maldini ist bei Hasso so krass Hilfe. Bei dir fand bei ich mir auch heftig. Bei mir war er aber auch gut so, aber ich war keine 2 Millionen so. Es hast gibt du Maldini? Umut Fake jetzt. Junge, ich schick dir. Ich hab Edi und Sidney ein Video geschickt von 2015, wo ich diese Pässe gemacht habe. Da war Umut noch im Pampers in der Grundschule. Umut Classic, meinst du? Ist das Hin- oder Rückspiel? Das ist Hinspiel. Ich hoffe, die haben das so, die müssen das so. Hasso! 3-2. Arza ist da. Hasso 3-2, er hat das Spiel gedreht. Hasso hat der ist Spiel, heute da. Hasso hat das Spiel gedreht. Oh ich sag. Ich hab ihn eingesteuert. Ey, Jungs. Das gibt's nicht. Jungs, ihr wisst ja noch, als Hasso PS4-Champion wurde, ne? Ey, das weint, Leute. Ey, das weint. Das Turnier war einfach abends. Ich sag euch, wenn die Turniere abends sind, Hasso ist der beste Spieler der Welt. Ja, weil er dann so ist, so Primetime bei ihm. So, das ist seine Primetime. Das war das, Bruder, damals in Bukarest, das war das einzige Turnier, was um 17 Uhr angefangen hat. Und der ist direkt Champion geworden. Davor immer Gruppenphase raus. Der Typ ist. Aber ey, das 2-0-Führung verspielt. Junge, ich könnte gar nicht zacken, wenn mein Bruder hinter mir ganz in meinem Kopf raucht. Ne? Er raucht hinter dir die ganze Zeit. Du siehst einfach Ball manchmal nicht. Freunde, Eldos ist E-Sportler bei Dortmund und Hasso ist E-Sportler bei Zets Football. Das ist eine Orga. Boah, Eldos wird. Ah ja, sag. Oder wenn der Finale wieder verliert wie das erste, der wird heulen, ne? Was denn für das erste Finale? Wo war er da? Da, wo du gegen ihn gespielt hast, Pixelpokal da. Ach, da war ja auch Finale? Ja, da habe ich gegen den gespielt, Finale. Wie viel hat der Gewinner eigentlich da bekommen? Auch so, 1500 oder so. Okay. Eldos ist gebrochen. Ja. Großes Finale. Naja. Eldos ist halt. Der ist echt gut. Guck mal. Eldos ist schon eine Maschine. Hinten halt so viel noch. Kann noch so viel trainieren. Das war nicht so gut mit Gomez. Der hätte zum Beispiel. Oh, sieht nach 4-2. Nee. Boah, Glück. Freunde, checkt auch Eldos und Hasso ab auf jeden Fall. Deren Twitch. Die haben beide gerade, glaube ich, ziemlich viele Zuschauer für deren Verhältnisse. Könnt da gerne auch rübergehen, müsst nicht bei mir gucken. Jetzt habe ich gleich noch 2 Zuschauer. Aber ihr könnt die auch supporten. Nicht dumm, was ich gerade gesagt habe. Eli, 2 Minuten später, wir machen nochmal ein Giveaway. Junge, Hasso spielt echt gut, ne? Junge, hast du Shareplay bei denen angemacht oder warum bist du 17 Minuten vorher? Du warst bei Hasso viel schneller. Ja, wir waren bei Hasso gleich, 4, als bei Hasso geguckt hast. 4-2. Ich glaube, Eldos hat Delay, Eli. Ich guck so, dann auch Delay. Bei Eldos. Delay. Na, ich guck bei beiden immer so hin und her. Ja, sag Bescheid, wenn du wo guckst. Ich guck dann auch. Ich guck jetzt bei Hasso. 4-2 Hasso. Sieht sorry, Jungs, wenn ich gespoilert habe. Oh, er macht nicht. Aber Eldos hatte zweimal eine Möglichkeit, eigentlich vorhin Tore zu erzielen. Er heult, ich muss sein Gesicht sehen. Ja, Eldos wird angepisst sein. F für Eldos. Junge, Hasso hat sich warm gespielt gegen Eisvogel. Junge, gegen Eisvogel hatte Hasso so ein Kriegsspiel. 6-5 oder so. Ich habe die letzten 30 Minuten gesehen, da war Hasso viel, viel besser, aber die meinten in der Gruppe, dass eigentlich der rasiert wurde. Mhm.
Oder gegen Eisvogel so eklig, ohne Restrictions schauen. Ne? Freunde, Kuss geht raus für 26.000 Zuschauer. Wir waren die ganze Zeit 25.000 einfach. Vorhin beste 30.000. Content. Ich sag dir da so, wie es ist, immer beste so Content. Geil. So geil. Weil ich laber einfach nur die ganze Zeit mit meinem Chat und die können halt... Und geile Content, einfach geil. Ja. Junge, was... Free Eidos, ja. Aber jetzt hat sie gerade Eidos Glück. Uff. Was ein Torpedoschuss, ich hab den Ball nicht gesehen. Es geht mit einem 4-2 ins Rückspiel, Freunde. Ich sag dir so, wie es ist, das Spiel hätte 6-5 hast du ausgehen können. 6-5 würde ich sagen. Hast du aber schon ein bisschen besser. Aber spielen krasse Defensive. Digga, aber es ist gut, dass die Spiele so ausgehen. FIFA 20, Digga, FIFA 20 wäre schon wieder 0-0 oder so. Wenn nur jeder so spielen würde, ne? Ja, aber das macht ein, ja, das ist das Problem. 4-2. Ja, ja, hast du aber schon besser. 10-5 Schüsse. Hast du spielt echt stark, Freunde. Edi, ich will's auch mal. Na, ich spiele meine eigenen Turniere, mach ich nicht mit, Freunde. Das ist voll dumm. Mir macht es so oder so mehr Spaß. Hier überall durchzuskippen. Also. Das ist das Beste, was es gibt. Rückspiel, Freunde. 4-2. Du musst mal bei Anders Werjen seine Highlights im dänischen Turnieren gucken. Der verliert ein Game und heult einfach, der Losty. Hat er verloren? Hat er geweint? Der hat doch letztens gegen Pipro einmal verloren, direkt geweint, ne, im Stream. Oder er ist 14, Mann. Damals habe ich Gold mein Handy weggenommen wurde. Für ja, okay, der Junge hat wahrscheinlich einen Vertrag bei RB bekommen, der soll mich nicht nerven, Digga. Mit 14. Ja, wer weiß, was er da bekommt. Ja, Digga, für 14 Jahre, Mo. 14 Jahre. Mit 14 habe ich da für 50 Euro im Monat irgendwelche Dinger, Plakate oder so. Gar nicht mal Vaterangelung für 5 Euro. Ja, ich brauche für Spiele. Ich brauche für Dings. Ich bin zu GameStop gegangen, Junge. Ich habe meine halbe PS2-Spiele-Sammlung da verkauft. GameStop, so welche Wichser. ich gehe hin mit ein Jahr altes Spiel, ich kaufe für 70 Euro. Ich frage die, wie teuer. 8 Euro. Die sagen, ja, guck mal, da ist ein Kratzer und das ist nicht mehr so ganz. Sagen, ja, hier kriegst du 2,50 und so, wenn du willst. Und dann siehst du eine Woche später für 25 Euro im Regal. Ohne Sinn. Der hat erstmal seine Lego-Autos weggeworfen. 10 auf. Na, ich sag euch ehrlich, Freunde, 2-0 auf so einem Niveau ist nicht viel. Also 2 Tore. Hinspiel 4-2. Ja, aber überleg mal, lass mal Elvis. Man sieht ja, wie hast du jetzt gerade, der Lockout 2 hinten, aber ist schon geil. Ist schon gut, Digga, ist schon geil, aber lass mal Elvis 80. Minute, oder reicht ja, wenn der 80. Tor macht. Was dann hat er 10 Minuten und dieses scheiß Teampressing ist so OP. Hey, wo ist Hasso? Kacken oder was? Der Mann hat Bulls. Achso, der ist nervös. SGT Asmodi mit einem Sub, dankeschön. Hasso Comeback, Boss. Mhm. Jo, Eli, bin auch wieder da, mein Friend. Und Sydney, was hast du gemacht heute? Ich bin zweiter gegangen. Gegen Hasso. Warte mal. I'm Nevo, Gattuso, Johannes, Ludwig, Jan und Dome waren die letzten Follows auf diesem YouTube-Kanal. Ich weiß wirklich nicht, wie viele Follows wir gemacht haben. Ich gucke jetzt nach. Wir haben 1100 neue Abonnenten dazu bekommen. Alter Schwede. 1100 neue Abos, Freunde. Kuss geht raus für den Support. Sag's Modi auch mit einem Sub. Also alle mal hier GG, Freunde. GG für das erste Turnier. So einen krassen Stream. Ich hätte nicht damit, wirklich Real Talk, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so abgeht. Mit diesen Zahlen. Das ist das größte FIFA-Turnier, was es in diesem Jahr gab, auf jeden Fall. Da kann man jeder sich mal kurz auf die Schulter klopfen, Freunde, ihr wart dabei. Wird vielleicht auch nicht immer so krass sein wie heute, aber das kann uns auf jeden Fall niemand wegnehmen. Stand jetzt das größte FIFA-Turnier. Kuss geht raus, Freunde. Und es ist erst der Anfang, ich habe noch so viel vor. So. Rematch. 4-2 hat das erste Spiel Hasso gewonnen, Freunde. Der Gewinner kriegt hier 1250 Euro. Ist schon nice, Digga. Kann man schon echt viel Kohle. Ist schon Junge, damals habe ich deutsche Meisterschaft gewonnen, 1800, ne? Junge, die gewinnen deutsche Meisterschaft VBL. Jetzt, wie viel? Die bekommen feuchten Händedruck. Vor drei Jahren. Deutsche Digga, Meisterschaft. Überleg mal, VBL, das ist die dritte VBL-Saison. Ich sag dir ehrlich, das ist ein bodenloses Preisgeld. Du kriegst bei Straßenturniere mehr. Ich will mal kurz was sagen. Digga, ich möchte kurz damals was sagen. Nicht, ne?
Digga, ich möchte kurz was sagen, Mo. Ja? Dritte VBA-Saison, die bekommen immer noch 0 Euro, wenn die gewinnen. Oh ja. Hä? Darüber will ich nicht reden, weil da kann ich gebannt werden. Bitte nicht das Thema aufmachen. Ich werde mal wütend. Wie viel man dafür zocken muss. Ist ja nicht nur Eli und ich mussten das ganze Jahr zocken. Du weißt gar nicht, wie anstrengend das ist. Man musste zusammen sein, trainieren, irgendwas, weil eine ist das die Welt. Du kriegst 0 Euro. Ich verstehe doch, erste Saison, ich verstehe ein bisschen. Zweite Saison war schon kritisch, sag ich ehrlich, ich habe nicht ganz genau verstanden. Aber die machen es einfach immer noch nicht. Gibt einfach immer noch kein Preisgeld, hä? Oder bitte wechsel das Thema, bitte. Das ist echt schlimm. Ich beleidige die ganze Zeit. Hä, was für eine Aufstellung spielt denn Hasso? 4-4-2? 4-4-2. Ich finde Hasso. So ein Schwitzer Hasso, Mann. Ja, Mann. Das war so schlimm. Hat er gut gegen das Spiel gespielt, ne? Ja. Der hat mich gepresst und die ganze Zeit war ich am eigenen Strafraum mit 10 Mann und hab die Krabbe gemacht. L2. Aber Hasso hätte auch, glaube ich, 60-0 holen können. Der war auch ganz lange. Ja, 21-0. Ich glaube, der Mann ist angekommen in FIFA 21. Aber der Stream sagt 20, da wollte er immer 30. Er hat das 50. Minute das 1-0 gemacht. Ich sag, der macht nächste Woche ein Turnier, 15 Uhr, der Typ verliert. 15 Uhr ist viel zu früh. Er steht gerade auf. Er muss weggestellt. Machst du auch mal ein Nur-Community-Turnier? Ja, aber ihr könnt immer mal machen, Freunde. Heute haben, glaube ich, Zuschauer gegen Sydney oder gegen Willi oder gegen Erne gespielt zum Beispiel. Coole Sache. Wir sagen, haben die Männer. Auf dem zweiten. Oh, Boom und Bass. Oh mein Gott. Ich glaube, ich mache ein YouTube-Video, ne? 4-3. Was ist das denn für ein Tor? Was für ein Ratte, Mo. Ich guck kurz bei Eldons. Geht mal alle auf Eldons. Sag euch, ich mache ein YouTube-Tutorial, Moorba-Pässe. Ich mach das ohne. Mach das ohne, dann kann das jeder. Nee, ich mach die groß, mir egal, das fuckt mich ab, Moorba-Pässe. Was ist das? Das provoziert mich. Wie viele Teilnehmer gibt es? Es gab heute nur 32. Ich hab extra das. 33 nur? Ja, Digga, es war echt. Oh, wie geil, Mann. Ja. Warum hab ich nicht mitgemacht? Zwei Stunden! Vor allem 32, es waren auch nur 15 E-Sportler da. Du hast 10 Uhr angefangen, Turnier schon fertig, wie geil, ne? Mo, kennst du diesen Bug bei FIFA, diese Schussfinte, da wo der Spieler immer ausrutscht? Hä? Das war Eldos. Ja, oder? Das ist ja Umut-Fake. Ah, kurz bevor man schießt. Genau. Ja, Umut, das kenn ich nicht, aber ist nicht meins. Also Umut kann den haben. Ja, ist auch super. Was ist das? Umut hat gestern gegen mich einfach, ich habe gegen ihn gespielt und immer kurz bevor er schießt, macht er eine Schussfinte und dein Spieler rutscht automatisch aus. Ja, du guckst wieder Eldos. Ne? Ja, das ist kurz bevor man schießt. Aber Freunde, die Eldos nicht kennen, Eldos ist, glaube ich, Platz 19 oder so der Weltrangliste im letzten Monat gewesen im E-Sport. Weekend, ich meine. Perfekt. Im E-Sport, Mann. Der ist besser als Fortnite. Na Junge, im scheiß Sweden League, Mann. Das ist Ruhe. Der hat alle 90 Spiele gewonnen. 90 Spiele, 90 Siege. Dreimal hintereinander 3-0 geholt. Und jetzt hat er 25. Was war ich denn? Warum pushe den so? Du bist doch nicht dabei, Digga. Du erzählst mir hier irgendwas, weil du kannst nicht streamen. Was soll ich dir erzählen? Woher weißt du die Weltrangliste? Ich hab vorhin geguckt, Junge. Ich bin. Oh, warte mal, er macht 4-4. Oh, er macht 4-4. Was? Ey, beide Tore waren komplett trash, ne? Also kriegt er auf zu sagen. Beide Tore kommen. Oh mein Gott! Ich spiel das nochmal in der Runde. Ich spiel jetzt noch. Ich hab euch gesagt, dass 2-0 nichts ist. Ich hab euch gesagt. Hasso jetzt angefressen. Hasso mit angefressener Mimik. Ey, das ist süß, wenn er jubelt. Ja! Geiles Spiel. Sehr, sehr nice, dass er 2 Tore macht. Junge, einfach 4-4, Chat. 4-4. 4-4, die haben beide so einen Puls. Die haben beide so einen Puls. Guck mal, wie sie nach vorne lehnen. Guck mal, den Bruder von Elders. Junge, der hat jetzt aufgehört zu schießen. Der Bruder von Elders, Digga, der überlegt sich, was er mit der Hälfte vom Preisgeld macht, wenn Elders gewinnt. Da riecht wieder ein bisschen Hoffnung. Oh mein Gott, fast 5-4. Oh mein Gott. Wäre auch trash. Umut bei. Ah, oh, schade. Eldos Bruder hat gerade seinen Freund in WhatsApp-Gruppe geschrieben. Freunde, vielleicht können wir morgen doch noch wohin. Ich hab doch gleich geht. Freunde, ich kann morgen doch. Der ist nervöser als Eldos. Weil, ja, safe. Gehen, Freunde. Der Bruder von Eldos ist safe nervöser als Eldos gerade. Aber Eldos mit seinem scheiß Garincha, der macht es schon echt gut. Der ist witzig, der Bruder. Ich hab damals geguckt im Finale Wiederholung, was er immer alles gesagt hat. Der ist voll witzig, Mann. Der Eldos hat 1-0 kassiert gegen mich, so 60. Bruder, das war voll 50-50-Game. Der sagt so, Junge Eldos, was willst du machen? Der ist Weltmeister, du hast keine Chance.
Was ein Supporter. Aber guck mal, Eldos spielt so krass offensiv, der seine ja, ja. Hasso rennt die ganze Zeit auf die Viererkette rauf, so komplett. Jetzt hat er. Ich will mal. Eldos spielt halt so. Ich will mal sehen gegen so einen Ballbesitzschwitzer, wie Eldos spielen. Weil ich hab. Weiß nicht, ein bisschen zu schnell nach vorne, aber nice auch. So spannend, der ist echt. Nice auch. Aber nice auch. Das ist geil zum Angucken, weißt du, aber ein bisschen aber zu nice auch. Aber nice das auch. Verstehst, ne? Spiel um Platz 3, Freunde, ist Stylo gegen Eisvogel. Genau die beiden E-Sportler, die nicht gestreamt haben. Perfekt. Deswegen kann ich mir nicht angucken. Da muss ich in Zukunft, diejenigen, die ich in Zukunft einlade, die müssen streamen. Stefan, die Lüge um. Stefan, die Lüge. Einer von den beiden ist Imposter. Warum streamst du? Stefan, Imposter ist wirklich so. Nein, ich hab gewonnen. Warum streamst du? Warte mal. Mein Gott, so schlecht Eisvogel, ich hab gewonnen. Was macht Hasso? Was machen die beiden da? Die, keine Ahnung, warum ja, die nicht streamen. Spielen die frei ohne für Sinn. Hilfe! Digga, es ist so knapp, Leute. 4-4 steht's. Halbzeit. Mongral lacht über das FIFA-Preisgeld. Digga, Mongral lacht sich natürlich kaputt darüber. Aber was sollen wir machen, Freunde? Es geht, was denn? Es geht nicht mehr als 2000 Euro. Also ihr werdet... Es wird nicht gehen, außer EA macht da irgendwann mal irgendwelche... Keine Ahnung. Guck mal, zum Beispiel, Amar macht eigenen Cup 10.000 Euro bei Fortnite. Ja, ohne Sinn. Oder ich. Ohne Sinn, jeder will 10.000 Euro. Seid ihr Discord? Ja. Willst du mich reinziehen? Ja, können wir machen. Okay. Tja. Ich lade ihn ein. Ernesto, oder? Ja. 1250 Euro bekommt man gerade für den letzten Platz. Digga, 1250 also Euro spät, ne? Bekommt Mongral, wenn der eine Wand ja, editiert. Hallo! Happy Birthday to you! Ich war der Erste, der ihn gratuliert hat. Happy Birthday to you! Happy Birthday! Oh mein Gott! Ich hab ihn als Erstes gratuliert, Chat. Ich bin der einzig wahre Freund. Edi, warst echt der Erste, der angerufen hat. Ja, ich hab aber vorher schon Gift abgegeben. Junge, weil seine Zuschauer dem geschrieben haben, Junge. Nein, ich schwöre, ja, er hat ja morgen Geburtstag. Egal, lass kommentieren ein bisschen, wir sind professionelle Kommentatoren. Was ein Unpass. Boah, er macht ey. Warum macht er keine Ballrolle? Warum macht Umut keine Ballrolle nach innen, hä? Wer ist Umut jetzt, Mann? Was bist du? Junge, erstens Moauba, du musst Moauba sein, weil das sind meine Pässe, weißt du? Ja, also, warum hast du keine Ballrolle nach innen? Mann, ich kämpfe, aber ich verliere halt. Ich weiß nicht, warum das ein Fight Game. Oh. Ey, was ein cooles Spiel. Einfach cool. Mona, hast du nicht mitgespielt? Das ist wer. Ich hab einen Termin, Mann. 4-4. Ja, nee, was hast du gemacht? Achso, du hast auch mitgespielt, stimmt ja. Ja. Ey, der Chipsing ist hier gerade im Finale. Ja. Ich guck gerade auch, ja. Ey, du spielst so gut. Ernesto, gegen wen hast du verloren? Ja, echt besser. Gegen Pipe Crew habe ich verloren. Danke, dass du mal nachfragst, Sidney. Pipe Crew hat gegen Eisvogel. Oha! Golazo! Was zur Hölle, Alter? Digga, Eldos, Chat, Eldos geht 2-0 in Führung. Danach macht Hasso 4-2 und dann macht Eldos 5-4. Ach du Scheiße. Hast du gesehen, wie die gerade eingeschlagen haben, die Brüder? Ja, was glaubst du, was der Bruder morgen macht, Eli? Digga, der Bruder hat sich gerade schon. Der macht erstmal den Abfahrt, nimmt die Hälfte des Preisgeldes. Ja, haben wir auch gesagt. Arafat about you. Der macht den Warenkorb voll. Arafat Classic. Der macht so den Warenkorb voll. Digga, der war jetzt da schon so am Rumsurfen auf den Internetseiten. Der hat überall so einen leichten Link offen gelassen. Er hat schon ausgemacht, bisschen, als hast du 2000 gefühlt. Ey, das schraubt einen Gang zurück. Was? Schraubt einen Gang zurück? Fährt einen Gang zurück. Schraubt. Ach, scheiße. Edi. Deutsches E-Sport-Klassiko. Ja, also bis jetzt, es ist das erste Turnier. Mal gucken, Freunde. Ich hätte gerne Mo in dem Turnier auch gesehen, muss ich sagen. Ich nicht. Boah, ich bin motiviert. Ich hätte Bock heute, muss ich sagen. Ich hab gern gegen Mo gespielt. Ey, Eli, was soll mit diesem Anlass da? Der sollte mitmachen. Der darf nicht wegen ab 16. Ach nein, so. Der wollte mitmachen. Und dann hat er sich aber zu spät bei mir gemeldet. Also Umut meinte eigentlich irgendwas, aber er hat sich zu spät bei mir gemeldet. Dann. Eli, du hast Probleme, wenn du einem Jüngeren Geld gibst und so, das ist nicht so einfach. Mach einfach ab 16. Ja, oder du hast so Angst. Du kriegst deine Haare vor Stress. Darf man nicht machen, Eli.
Warum habt ihr alle so Angst vor denen? Ihr müsst euch mal verpöten. Ich hab keine Angst. Hallo. Ich mach das nur für dich, Mann. Oh, ein gutes Elders macht. Oh mein Gott. Let's go. Overpass. Overpass. Oh, mein Korb ist voll. Mein Bruder. Ja, mein Korb ist voll. Mein Korb ist voll. Guck mal, wie der sich freut. Der geht kurz auf den Raum jetzt. Oh, der will Eis checken. Die ganze Zeit. Ja, ja. Oh, Handy kommt unten? Was ist das? Der holt doch drauf, der wird ein neuer Tabak bestellt für morgen. wir brauchen eine neue Shisha, Eldos. MIG, Bruder, MIG. Hey, was ist das für eine Weekend League-Bilanz da oben bei Eldos? Ich hab nichts über gesagt. Von letzter Weekend League, ne? Guck ihn dir an, Leute, der nimmt einfach alle auf. Hat er 5 Los bekommen? Ja, der hat verkackt. Ich krieg nicht, weil es so strong ist. Digga, stand 17-4 oder so. Ja. Ah, Jungs, das Spiel ist nicht vorbei, bleibt mal locker, alle. Ey, was jetzt? Was denn? Oder noch 27 Minuten, der Hasso kann jetzt noch 5 Tore machen, ne? Ja. Er hat recht. Vor allem, es hat so krass gepasst gerade die Stelle, wo er ein Tor gemacht hat und dann aufgestanden ist mit meiner Musik. Für wen seid ihr, Chat? Für Eldos oder für Hasso? Jetzt schreib mal alle Eldos, ehrlich. Ich sag einfach, ich bin da ganz neutral, der Bessere soll gewinnen. Es sind beide geile. Ich bin so neutral, beides super Kicker, super, guck mal hier. Hasso hat mich unsympathisch rausgehauen. Shit, Digga. Spiel, die sind zu gut. Oh mein Gott. Wieso sind die? Let's go, we have a game. Jetzt, alle schreiben Eldos, Hasso macht Tor, alle schreiben Hasso. guck mal, genau wo der Tor macht. Du auf ein Tor, Alter, shit. Bitte, ein Tor, oder? Ja, das ist Ausgleich. Ey, bitte Verlängerung. Digga, die haben so ein. Ja, so episch. Warum spielt nicht jeder wie die? Eli, denk an das YouTube-Video. Junge, schreib Eldos, er soll sich ein Eigentor machen. Mo, sei mal bitte ehrlich. Geht mal zu Hasso rüber. Ey, Mo, kurze Frage. Warte kurz. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Oh. 6 zu 1, was? Oh mein Gott. Was passiert hier? Ich hab an ihn geglaubt. Ich hab gesagt, es ist nicht so. Was ist das für ein Spiel? Leute, ich sag euch, der Fahrtwurf ist wieder Lehrer. Es ist so schlimm. Oh mein Gott. Was also, trinkt der da unten da, Alter? Oder Sydney, guckst du Internet Explorer? Ey! Oh. Eli, kann ich. Ich will dir was sagen, Jungs. Seid mal kurz ruhig, der versucht seit 8 Minuten, ehrlich. Ja, okay, übertreibt einer. Komm. Ja. Ehrlich, das ist ein Fact. Hier geht's um 2000 Euro. Und die Männer ölen nicht mal ansatzweise so vorm 16er wie ich nach meinem zweiten Spiel in der Weekend League. Ja, oder? Oder weil das einfach, das ist viel effektiver auch. Wenn du ölst, es ist so schlimm gegen 11 Verteidiger. Ich check das nicht, warum das jeder macht. Das ist mit dem Kack-YouTube-Video, so verteidigst du am besten. Oder, ja klar, mach ich das so. Chat 6-6. Ey, was ist das? We have a game! Aber ihr seid bei Hasso, oder? Das hat einfach nur 4 Minuten gedauert. Ihr seid bei Hasso, oder? Ich bin bei Eldos. Ich bin bei Hasso. Hasso ist aber vorne, ne? Hasso ist vorne, ja. Gib mal zu Hasso. Ey, diesen Davis hat er von mir eingewechselt. Das ist mein Mann. Chat, Eldos, ich sag euch mal jetzt, was hier abging. Ja, alle haben sie von dir. Nee, Eldos hat von mir. Mit Davis habe ich den rasiert da im Finale damals. Chat, Eldos hat 2-0 geführt. Dann hat Hasso 4-2 geführt. Dann hat Eldos 6-4 geführt und jetzt steht es 6-6. Junge, Eli hat den Safe Geld gegeben für YouTube. Ich schwöre, das ist nicht mehr normal. Die haben einfach überreden, dass der Bruder den Warenkorb so oft raus. Ja, wieder rein. Er hat nicht ganz leer, weißt du? Hasso! Junge, der hat endlich Internet Explorer von Slowakei, ne? Alter Duck. Aber man darf nicht vergessen, egal was passiert, beide haben 500 Euro sicher. Und 500 Euro ist auch nicht kacke. Und jetzt so ein Hasso. Oh mein Gott. Junge. Oh, Hasso. Oder? Junge, guck mal, Sydney. Man denkt, neue Chance, der ist immer noch dabei. Eli, das ist ein super Finale. Sag ich dir so, wie es ist. Ja, ist echt krass. Mit Mo wäre das so langweilig. 6-6. Oder bei mir sind die Mittelfelder, sagt du. Bei mir ist jetzt 85-15. Jetzt. Bei mir auch. Wir sagen auf 3, wann 86 ist. Ne, warte, wir sagen okay. Einfach. Wir sagen, wann. Jetzt. Jetzt. Na, okay, nochmal. Wir sagen, was? Wann 87 ist. Ja, okay, da wartet man noch ein bisschen. Sind wir bei Hasso?
Jetzt. Also, Mo und ich sind genau gleich. Oh mein Gott! Hilfe! Was passiert da? Junge, was ist das für ein Spiel? Eisvogel, dritter Platz, okay? Jetzt! Hä? Hast du gerade jetzt gesagt, Sidney? Digga, Sidney. Ey, kann ich strumm den? Ich hab keinen Bock mehr. Digga, ich kann gar nicht so spielen. Ich kann gar nicht so spielen. Bei mir ist 89, 27, 30. Ich kann gar nicht so spielen. Junge, du bist einfach. Wie cool das Spiel ist! Ich hab noch nie so ein cooles Spiel gesehen, glaube ich. Aber soll in Verlängerung gehen? Die sollen sich mal jetzt hier beide bedeckt halten. Was wollen die Knechte? Nee, 90. Tor wäre super. Nein, bitte nicht. Es wäre so trocken. Elfmeterschießen wäre so... Oh. 90. Tor wäre so klatsch. Das wäre so ein guter YouTube-Video. Ey, hast du gehört, was er hat? Morgen... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eidos hat so einen zittrigen Daumen, Chat. Eidos hatte gerade so einen zittrigen Daumen. Hast du hätte das immer... Einmal Applaus fürs Spiel. Applaus fürs Spiel, Chat. Clap in den Chat. Das ist ja der Wahnsinn, was die beiden hier machen. Junge, was ist das für ein Finale, Alter? Wechselbad der Gefühle, Junge. Für alle Seiten und für den Bruder von Alter. Ey, wisst ihr, wie ich es vermisst habe, schönes FIFA zu sehen? Ein Jahr, eineinhalb Jahre. Chat, geht ruhig zu denen rüber, ihr könnt ruhig rübergehen, ihr müsst nicht bei mir zu gucken. Geht zu Hasso, geht zu Eldos rüber, lasst dann ein Follow da für das Finale hier beim ersten. Die brauchen Kommentatoren, chill mal, die sollen ja hierbleiben. Wie, was? Kommentator? Ja, dann haben die keine Kommentatoren drüben. Achso. Oh, stell mal vor, Elva schießen. Elva schießen wäre lost, wäre Hilfe. Digga, meine Hände sind so nass, als ob ich spielen würde. Ehrlich? Noch nie so cooles Spiel gesehen, FIFA 21. Mm. Ich sag dir ehrlich, der Bruder nimmt erstmal einen Schluck auf den Warenkorb. Der guckt ja den Bruder an. Der hat so eine trockene Kehle, der Mann. Oder es geht ehrlich um. So eine trockene Kehle hat der. Nimm mal einen Schluck. Bei Sidney hast du gerade 6-6 gemacht. Du guckst bei Eldos, Eli? Ich guck jetzt gerade bei Eldos. Okay. Bitte niemand spoilern. Ja, bitte auch nicht. Ich guck auch bei Eldos. Bruder, jetzt kann er mal seine Weekend-League-Bilanz da wegmachen, will er angehen? Ja, warte, Digga, ich hätte sofort geskippt. Ich hätte auch damit rumgeflext. Oder ich hätte geschrieben, vier Disconnects oder so. Ja, ich auch. Oh. Gibt's Auswärtstorregelung? Nee, Chat, hier nicht. Oha. Oh mein Gott, oh mein Gott. Auswärtstore. Gibt's gelbe Karte? Schwer. Bei zwei gelbe Karten. Warte mal. Eldos ist ein bisschen lost, Davis. Aber jetzt wird kein Tor passieren, Digga. So wenn. Also dieser Angriff. Oder so keine Chance. Deswegen macht das gar keinen Sinn, Ballbesitz zu spielen. Ja. Du kannst nicht, das ist unmöglich. Ja. Aber wenn du schnell spielst, guck mal, die kommen gar nicht so schnell zurück. Ja, deswegen einfach mal Vollgas nach vorne. Alle, die zugucken, spielt Vollgas nach vorne. Ja. Ja, bin ich auch befürwortet. Richtig, Eldos, auch mal dazwischen grätschen. Ein Zeichen setzen. Sagen, der Eddie Gerda Cup gehört mir. Aber ich weiß, Digga, das ist so, ich weiß wirklich nicht. Der Spoiler, der hat gespoilert. Nein. Der Spoiler, der guckt Hasso. Der hat Hasso geguckt. Ja, aber wie soll. Digga, ich bin selber ein bisschen nervös, ne? Davis macht einen Lauf. Oh, er hat Davis anspielt. Oh, aber wie gut. Guck mal den Bruder da hinten. Der hat schon da. Der hat schon da. Und der Ungeball. Digga, das geht ins Elferschießen, Chat. Das wird einfach ins Elferschießen, glaube ich, gehen. Oh mein Gott. Abseits. Warum schießt er nicht? Warum hat der vorhin nicht einfach ab? So, Konferenz wieder zu Hasso. Gehen wir zu Hasso rüber? Nee, ich wir gehen zu Hasso. Junge, ich guck den Chat nebenbei, die spoilern auch ein bisschen. Ja, okay, wir gehen zu Hasso, wir gehen weiter zu Hasso. Ja, dann macht doch Chat aus. Wir gucken Hasso. Wir machen jetzt Hasso. Wir waren bei Eldos eine Halbzeit, wir gucken jetzt Hasso die nächste. Ja, dann gehen wir auch zu Hasso, weil so ein Spoiler. Digga, hat Eldos vier. Nee. Doch nicht. Hat Eldos Viererpack mit CR7 gemacht? Die waren eh alle, glaube ich, von 5 Metern, ne? Ja, trotzdem. Der Mann ist voll. Hasso holt das Ding. Der Bruder. Oder ich sag dir, Hasso holt dich. Elfer schießen ist ja nicht der Beste. Guck mal, der wächst bei Lee ein. Ne? Freunde, es ist das Finale hier gerade. Es geht um 1250 €. Der Gewinner kriegt 1250 €. Verlängerung 6-6.
Junge, wie lost der ist. Der wechselt Promis ein, Bruder. Promis für CR7, obwohl CR7 noch ausdauert. Lasst ihr gerne alle nochmal ein Like auf den Stream da, Freunde. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen. Jede Woche kommen so eine Turniere. Ich bin Content Creator und E-Sportler bei Hertha. Würde mich freuen, wenn ihr mich hier kostenlos supportet. Checkt auch Level Up aus. Das ist der Sponsor des heutigen Turniers. Oben in der Videobeschreibung, also unterm Stream, ist der Link. Mit meinem Code spart ihr 30%. Kuss geht raus, Freunde. Zum ersten Mal schaue ich gerne FIFA dazu. Ich glaube, Eldos kann. Aber es ist auch nur so interessant, weil es halt um was geht, so, weißt du? Ja, natürlich. Natürlich. Und das verstehen, ich verstehe so. Ach, Digga, bevor ich wieder mit VBL anfange. Einziger Grund, warum VBL keine Zuschauer so richtig hat, ist der. Egal was du machst, wenn es um viel Geld geht, dann guckt man sich das an. Ja, dann sind auch Emotionen dabei. Sind wir ehrlich. Mhm. Ey, das hat eine Idee. Oh mein Gott! Chat, was passiert denn hier? Oh mein Gott! Was zur Hölle war das denn? Achso, sag gar nicht. Digga, ich hätte so eine Krawatte. Oh mein Gott. Ich hätte so eine Krawatte. Oder ich hätte den Controller geschmissen. Ich hätte so eine Krawatte, Chat. Aber es hat er stark gemacht an den Außenstand. Ja, aber ich würde Pope anzeigen. Oder ich kick dich raus, ich mach den stumm. Digga, obwohl Pope noch Ausdauer hat. Ich würde Pope anzeigen. Ich sag dir ehrlich, ich würde Ernie ist gestummt. Ernie ist gestummt, er sagt schön gemacht. Als Maul, Alter. Nur weil du fast so bist. Dein Bruder war? Junge, das sind 3 Trash-Tore, das packt mich ab. Ach stimmt, waren alles so eine Wix-Tore, ne? Na. Mo, hast du die Reaktion von dem Bruder von Eldos? Nee, ich hab Hasse geguckt. Ich hab Hasse aufgeguckt, Digga. Scheiße. Warenkorb wieder voll. Ja. Guckt ihr Hasso? Guckt ihr Hasso oder Mo? Hasso? Perfekt. Hasso oder Eldos? Hasso. Wir gucken halt Mo. Sollen wir Eldos gucken wegen Emotionen? Ja, lass Eldos gucken. Wir gucken Eldos. Dann sind wir wenigstens alle gleich, dann können wir zusammen gucken. Lass und spoilert immer. Eldos gucken. Eldos. Morios. Ich mach Ton. Jetzt brauche ich auch 113, 113, 30. Ja. Okay. Ich bin ein bisschen weiter vorne. Jetzt wird's haarig, Chat. Jetzt. Ey, das ist eigentlich gut da drin, Ball halt mit Skills und so. Ah, das war's. 5 Minuten hat er so. Ey, doch. Aber Promis ist halt echt los so. Da würde ich lieber einen kaputten. Wen hat er? CR7 zocken. Oder der war nicht mal kaputt. Ich glaub mir, Promis. Oh, der war so big, der Kopfball. Langsam. Der Kopfball war so big. 3 Minuten hat das gebracht. Alles klar. Es gibt keinen Schönheitspreis hier beim Eli Geller Cup. Da oben läuft. Oh, also, am Ende ist der Sieg gesiegt. Wen juckt? Ja, natürlich. Und der hat voll gut gespielt, so ist es nicht. Na, als ob der nur gelappt hätte. Warte mal hier, mit Baldi. Was passiert hier? Oh, aber er hat nicht schon. Promise, Bruder, mit Promise mit links. Digga, der hat reingegangen. Er macht kurz. Ich hab alles gesehen in meinem Leben. Ey, Bruder, was ist das denn, Alter? Was ist das denn? Das hab ich noch nie gesehen, noch nie, gar nicht. Ich hab alles gesehen. Er muss Kopfball gewinnen. Er hat noch einen Angriff. Hasso hat einen Angriff. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das hat gewonnen. Oh mein Gott. Ja, was ein Finale, GG. Boah. GG, ja, raus, Mann. GG. Schade mit so einem Tor, schade. Oh mein Gott, die letzte Aktion, Hilfe. Boah, das ist... Bester Tormann der Welt. Boah, Hasso hat einen Hals, Freunde. Hasso hat einen Hals. Oh, fast so gut Ball. Aber es haben beide... Digga, es haben beide... Es haben beide so gut gespielt, Freunde. Ich geh pennen. Das war ein richtig gutes Finale, Freunde. Was soll ich euch sagen? Wie kann ich das machen? Er hat halt echt Pech gehabt mit den Gegentoren, ne? Guck mal hier, das Gegentor. Digga, das war so traurig. Oder der hat nur Trash-Tore kassiert, Mann. Ja, das war schon krass. Ich hab echt viele Sachen in FIFA gesehen, aber so ein Tor selten. Aber die Ecke habe ich noch nie gesehen. Boah, ist das bitter, Chat. Wie geht dieser? Interview mit Hasso. Sollen wir Hasso mal einladen? Das Gute ist, Bruder, das Gute ist, das war 50-50-Game, ne? Hol mal Eldos und Hasso rein hier. Ich kann Eldos einladen. Ja, aber dann nicht so viel. Dann bin ich bin stumm dann, weil sonst zu viel. Dann lad mal Hasso ein. Ich weiß nicht, wie. Ich lad den ein. Wir holen die ganz kurz im Discord, Freunde, Interview. GG, Freunde, Eldos bekommt 1200 Euro. 1250 Euro. Aber die sollen in den Chat schreiben, weil sonst sieht er das nicht. Ey, Hasso nimmt gerade das Tor auf. Hasso nimmt gerade das Tor auf.
Ach, die Eldos, sehen das ähnlich. Eldos ja, auch Eldos hat gesehen. Ja, der ganze Chat soll mal hier reinspammen. Einfach. Hast du. Ja, das ist schon. Das ist eine bittere Pille, Chat. Was soll ich sagen? Wir holen die kurz rein, wir mal gucken, was die sagen. Aber die sollen. Die haben halt, Freunde. Der eine kriegt 500 Euro, der andere kriegt 1250 Euro. Und der Eisvogel kriegt 250 Euro. Das war trotzdem erfolgreicher Stream, denke ich mal, für die. Ganz ehrlich, sag das mal Hasso, der heute gerade. Das hilft dir nicht. Aber Hasso, Digga, Hasso hat so viele Follows auch dazu bekommen. Ich glaube, der Mann hat 1000. Ja, also den morgen übermorgen. Hey, Morios! Eldos! Morios! Malakos el Grecos! Eldos! Malakos el Grecos! Eldos, was sagen Sie zum Spiel? Sie sind der erste Gewinner des Edi Geller Cups, des ersten großen Edi Geller Cups. Der Geschwister des Edi Geller Cups. Und ich wünsche, dass du von den 1250 Euro dir als erstes ein neues Headset kaufst. Sonst darfst du nie wieder mitmachen. Moin! Warte, Grußer, warte. Hallo, jetzt ist besser, jetzt ist besser. Eldos, kurze Frage. Wie geht es deinem Bruder? Hat dein Bruder den Warenkorb offen? Ich würde mal sein Handy nehmen und den Suchverlauf mir nochmal angucken, was der Mann sich da so bei Nike und Co. sich in den Warenkorb reingesteckt hat. Der Mann ist in sein Zimmer gegangen, am Laptop jetzt. Nee, Eldi, du weißt, ich krieg aber auch noch was ab, ne? GG, was ernährst du? Ich krieg auch noch was ab, ne? Von dem Win. Ja, für deinen Geburtstag. Das ist doch ein Team, ne? Da muss geteilt werden, oder? Gib mal direkt die Hälfte ab. Was ist das für ein Tor von dir? Ey, hast du was war das? Junge, 1 Million Sports und dann entscheidet sowas das Spiel, ne? So, bitte sagen, sag ich euch, das ist so eine gute Ecke, Bruder. Ich sag euch ehrlich. Welcome. Das war mit das geilste FIFA 21-Spiel, ne? Das war mit das geilste FIFA 21-Spiel, was ich gesehen habe. Ja, das Spiel war echt geil. Hast du denkst, schön für dich halt. Es war so schlimm, die Führung zu halten. Digga, ihr seid richtige Knechte, ihr beiden gewesen. Ihr habt immer 2 Tore mit Abstand geführt und dann hat der andere mit 2 Toren. Immer 2 Tore, 4 Tore. 2 Tore, 4 Tore. So, wie krank waren deine Tore innerhalb 4 Minuten? Ja. Wo du da nochmal. Ich sag dir ehrlich, Hasso, du hast einen Gegenspieler. Du hast Mo als Gegenspieler. Ich sag, Eldos gewinnt erstes Spiel 4-2. Ich sag, 2 Tore ist nichts, Digga. Mo wollte mich anzeigen, er sagt, ah, oh, weiß ich nicht, 2 Tore. Und ich hab an Hasso geglaubt, wo der mit 2 Toren hinten lag. Ja, das stimmt. Supporter, aber ja. Junge, eigentlich ist der voll der Sweater, ne? Wenn der 2 Toren führt, aber. Oh, Bruder, die ist ja nicht, ja, die ist ja nicht, Alter. Ja, entspann dich, Hasso, Junge. Du kriegst 500 Euro überwiesen, kannst du PlayStation 5 damit kaufen. Hast ein schönes Spiel da. GG. Alle an alle, die mitgemacht haben. Danke. Auf jeden Fall, Freunde, das war einer der krassesten Streams. Danke, Eli, für die Organisation. War super, ja, super. Danke, Eli. Maschallah, Eli. Du bist so ein Ehremann, Eli Geller. Ne? Einer war der Beste. Alle nochmal auf den Stream Like da lassen. Ja, Freunde, lasst alle nochmal ein Like auf den Stream da. Wir machen nochmal, ich mache auch jetzt, guck mal hier, Like auch noch von mir da. 25.000 machen wir voll. Wir waren vorhin, Freunde, einfach 32.000 Zuschauer und sind jetzt immer noch 25.000. Ihr habt gerade mit das krasseste Spiel gesehen in FIFA 21 von Hasso und Eldos. Checkt die Männer auch nochmal ab, Freunde. Mods haut die Links hier von den Bannern rein. Danke für das Turnier. Dankeschön, Stylo, dass du mitgemacht hast, mein Freund. Danke an Level Up. Danke einfach an Level Stylo nochmal erwähnt. einfach von allen Teilnehmern nur Stylo erwähnt. Danke an alle Teilnehmer. Ja, weil Stylo gerade reingeschrieben hat. Im Chat. Okay. Checkt auf jeden Fall auch nochmal Level Up aus, Freunde. Ich habe euch ja erklärt, wie das hier funktioniert. Gönnt da auch nochmal, ihr kriegt da 30% mit Edi Geller als Code. Und ja, Freunde, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich bleib noch so 5 Minuten online. Idee. Wann kommt denn das Video dazu zu diesem geilen Morgen. Turnier? Morgen wird es wahrscheinlich das Video dazu geben. Wann denn? Ich mache mir einen Wecker. Weißt du ungefähr Uhrzeit? 17 da Uhr. Da musst du Adler und Koray fragen. Ich mache einen Wecker. Nice. Hasso, bleibst du noch on? Nee, was soll ich jetzt so streamen, Digga? Ja. Mach das Frame, Jungs, ich mach die Fliege, ja? Ach, danke, Mann. Ja, auch rein. Los geht's aus, Jungs. Ja, nee, nochmal alles Gute. Ey, Sidney, Willi. Stimmt, alles Gute, ne? Sidney, Willi, was mit Among? Donnerstag. Wir wollten Horror-Game. Was sagst du, Sidney? Stell dir die T-Shirt, Junge. Stell dir die ganze Trafik, ja. Ciao, ciao. Ja, Freunde, also das war's auf jeden Fall vom ersten Cup. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also es war schon echt krass, das Turnier so. Kannst du einen Level-Up-Geschmack empfehlen?
mag nicht so süße Sachen. Dann nimm Nuklear Edition, das ist ein bisschen saurer. Das Turnier war so nice. Es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, das alles hier so zu hosten und mit den Leuten dann auch so zu reden. Ich würde es lustig finden, wenn Sydney und Willi echt weit gekommen wären. Aber vielleicht nächstes Mal, Freunde. Wie gesagt, es werden so geile Formate jetzt kommen. Das war auf jeden Fall viel besser, als ich mir das vorgestellt habe, der erste Illegaler Cup. Hier, der nächste ist, wann? Die Seite könnt ihr finden auf meinem Twitter, aber ich werde nochmal auf Insta und alles das dann sagen. Guck mal hier, der erste Illegaler Cup ist zu Ende. Am 17.11. kommt der nächste Illegaler Cup. Da kommen dann auch noch die Infos. Das ist halt mein Turnier, Freunde. Ich kann machen, was ich will. Ich könnte sagen, ihr dürft alle nur mit 20 cm Pullermännern spielen. Das ist mir Rille. Oder ich kann machen, was ich will, Freunde. Ich kann entscheiden, wer mitmacht. Das ist ganz witzig. Ich habe mir auch viel Mühe gegeben mit der Seite. Die war auch teuer und die ganzen Server und so. Und Dankeschön für den Support, Freunde. Wie gesagt, ich weiß das sehr zu schätzen, dass hier so viele am Start waren. Morgen kommt ein Video dazu online. Ata und Koray, viel Spaß beim Cutten. Baba Turnier, obwohl der größte Eikauf die Organisation übernommen hat. Respekt, großer. Aber ich chatte jetzt mal Real Talk. Organisationstechnisch war es doch nicht anstrengend, oder? Also so für euch als Zuschauer. Ich dachte, es wäre viel schlimmer. Also ich habe so bei jedem eigentlich relativ gut reingeschaut. Ich konnte klar die ersten Runden nicht bei jedem zugucken. Aber am Ende dann auf jeden Fall. Ja, war geil, war top. Optimal. Dankeschön, Freunde. Ich glaube, auch für euch war es ein bisschen entspannter. Oder entspannt. Tut mir leid, wenn ich nicht so krass die Spenden und so vorlesen konnte. Das müsste ich noch lernen. Aber es war mein erstes Mal, Freunde. Danilo mit 2 Euro, ein Ehrenmann, würde fürs Tor 50-50 machen. Also, ja, Freunde. Aber das ist ja deren Geld. Das kann man so nicht sagen. Ich lese nochmal alle Follows vor, die hier reinkommen auf YouTube. Robert Genke, Matriel, Weekai, Team Beast, Kerlo Kiste, Okan Chiga, Anna Sophia und Michael De Rosa waren die letzten Follows. Du hast das so gut moderiert. Dankeschön, meine Freunde. Vielen lieben Dank. Ist auch, glaube ich, ganz gut, dass ich das moderieren kann. Also ich habe halt auch ein bisschen Ahnung vom Spiel. Ich kann da so ein bisschen immer was dazu sagen. Es war der Weltmeister im Discord mit uns. Nee, im Discord. Sydney Willi. Also ich werde auch nicht immer alleine das Ding so machen, aber hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Freunde. Wann kommt Gold 1 Turnier? Sogar deine Nachbarn fanden das toll. Meine Nachbarn haben auch hat man das gehört? Einmal? Ja, ne? Füte? Das hat man einmal gehört, das Klopfen, ne? Ich dachte, ich wollte es eigentlich überspielen. Hasse wurde von EA Hops genommen, der Arme. Ja, das stimmt. Dem Mann sind sozusagen fast 1000 Euro durch die Hände geglitten. Aber was soll man machen? So ist das leider. War toll, großer. Freut mich. Also, Freunde, ich lese hier, warte mal, Faro Magic, Jobinchon und Jobinchon auch mit einem Sub. Das war's, Freunde. Wir sehen uns morgen im Video. Donnerstag kommt der Reward-Stream auf YouTube und Donnerstagabend kommt der Among Us-Stream auf Twitch. So viel dazu, Freunde. Wie gesagt, das war's von mir. Kuss geht raus. Wir sehen uns morgen im Video. Dankeschön, Freunde. Ich beende jetzt den Stream.